Das Tor nach Carcosa steht wieder weit offen und wir haben hier ein paar Heldinnen und Helden zusammengesammelt, um es vielleicht aufzuhalten. Mal schauen. Für alle Leute, die den ersten Teil nicht gesehen haben, macht euch keine Sorgen. Ihr werdet hier natürlich auch so mitgucken können. Oder aber, ihr guckt euch dieses kleine Recap an. Seid Teil der sogenannten Sektion M. Wir haben den Kontakt zu einem unserer Agenten verloren in Paris. Und wir vermuten, das Ganze hat mit einem gewissen Wehrmachtsoberst zu tun, namens Richard Büchel. Einige befreundete Künstler und ich veranstalten am 15. April eine kleine Soiree mit Musik, Malerei und natürlich gutem Essen. Außerdem haben wir ein besonderes Experiment geplant. Das Essen ist fertig. Aber was genau haben wir denn gerade eigentlich gegessen? Ich muss da jetzt einfach mal fragen. Sagen wir es mal so. Irgendetwas auf Blutbasis. Ich gehe ins Lesezimmer, weil Herr Büchel gesagt hat, dass da irgendwas Spannendes auf mich wartet. Zwischen den Stühlen befindet sich ein kleiner Holztisch, auf dem ein Buch liegt, was dir direkt ins Auge fällt. Mhm. Es scheint irgendwie ein bisschen seltsam zu sein. Theaterstück zu sein, auf Französisch. Nennt sich Der König in Gelb. In dem Moment schaut ihr so kurz raus in den Garten, die erschreckt, weil ihr habt für einen kurzen Moment gedacht, dass dort in der Dunkelheit eine Gestalt steht. Bitte versammeln Sie sich im Klavierzimmer. Antonio, bitte. Alle hören gebannt zu und er hängt plötzlich den Kopf nach hinten und fängt an so zu wackeln und plötzlich merkt ihr, wie langsam rot die weißen Tasten werden, wie Blut aus seinen Fingerkuppen sich auf der weißen Tastatur verteilt. Herr Castellini. Ja, er. Machen Sie auf. Das Buch, lest es nicht, ihr dürft es nicht lesen. Wenn ich hier der große Typ wäre, dann würde ich mir das Zimmer sichern, das den Turm hat. Gib mir doch mal die Haarnadel. In Windeseile. Hast du das Schloss geknackt? Blickst in diese kleine Vitrine, oder ihr beide guckt in die beide kleine Vitrine. Und hinter dem Glas, in schwarzen Samt gehüllt, einen Dolch. Einen Dolch aus schwarzem Stein. Das könnte der Dolch sein, weswegen ihr hier seid. Fenster auf. Was? Dolch. Guck. Okay. Dolch fällt nach unten, du hörst ein leises Rascheln, als der Dolch in einen Busch landet. Wir möchten den Mahlzirkel starten, Fräulein Petersen und Fräulein Alvarez. Und sie fängt an. Sie taucht Pinsel in Farbe, macht grobe Striche. Und ihr merkt aber dann, dass ihre Pinselstriche immer schneller werden, immer gröber. Und irgendwann seht ihr, wie rotes Blut aus ihren Händen ihre Ärmel herunterläuft. Und ihr blickt auf die Leinwand. Ihr seht ein atemberaubendes Bild. Der breitformatigen Leinwand ist unter einem wunderschönen Sternenhimmel eine Stadt aus schwarzen Türmen zu erkennen. Es sieht fast so aus, als wäre dort eine Gestalt auf dem Bild, die sich bewegt. Ein Mann in einem gelben Anzug mit einer Maske auf dem Gesicht. Gehst ins Klavierzimmer und dort ist niemand. Aber der Kamin prasselt. Okay, dann werfe ich das Buch ins Kaminfeuer. Du hältst das Buch in der Hand, siehst dieses leuchtende Zeichen und du bringst es nicht übers Herz. Dann will ich mich da in den Sessel setzen und aufschlagen. Mhm. Das ist ein Theaterstück. Mhm. Das ist ja eh so ein bisschen dein Metier. Was heißt der König in Gelb? Mhm. Du liest dir so ein bisschen das erste Kapitel durch, was nicht sonderlich lang ist. Mhm. Und es ist grausig. Dann erinnerst du dich an die Worte von Oberst Büchel, dass das zweite Kapitel Augen öffnet. Und du versinkst in diesem Buch. Du merkst plötzlich, dass alles Sinn ergibt. Und dann schlägst du das Buch zu und du merkst, du hast es durchgelesen. Bis zum Ende. Ja, ich nehme das Buch, stehe auf. Mhm. Herr Oberst! Ich halte das Buch in die Höhe. Ah, komm zu dir ins Klavierzimmer, nimm das Buch. Hm. Haben Sie es gelesen? Ich habe es gelesen, ja. Also ich möchte Sie wirklich vielmals danken, Herr Oberst. Eigentlich muss ich sagen, dass Sie nicht eingeplant waren für die Reise, aber jetzt... Wollen Sie uns begleiten? Das wäre mir eine große Ehre, natürlich. In Richtung des Gartens seht ihr, dass zwei Wachen das Bild von der Staffelei genommen haben aus dem Salon und nach draußen in den Garten tragen. Und ihr seht auch genau da, wo der Dolch liegen müsste, steht eine Wache vor einem Busch. Ich lenke ihn ab. Du holst dir den Dolch. Was haben Sie da?
Das ist mein Schuhlöffel. Heraus damit. Er schlägt das auf. Das sieht nicht aus wie ein Schuhlöffel. Natürlich. Er nimmt den Dolch einfach, okay, einfach weg. Also, Sie werden noch von mir hören. Das Sie kommen mit. Ihnen. Okay. Und ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir herübergehen und diese Geschichte hier beenden. Gelbe Roben. Jeder von euch bekommt eine und ebenfalls die anderen Gäste bekommen eine gelbe Robe. Liebe Freunde und Gäste, der Moment, auf den wir so lange hingearbeitet haben, ist nun gekommen. Ich habe euch versprochen, euch in eine blühende Zukunft an den fernen Gestaden des Sees Hiali mitzunehmen und euch zu führen in die marmornen Paläste von Carcosa. Und dieses Versprechen möchte ich heute einlösen. Remy, du hast heute Abend ein Essen gezaubert, aus deinem eigenen Blut geschaffen. Du hast deinen Platz verdient an meiner Seite. Victoria, du hast deinen Platz an meiner Seite verdient. Antonio, dein Platz ist verwirkt. Und wir werden ihn verteilen an jemanden, der mehr bereit ist zu opfern. Ihr seht dann, wie eine der Wachen, der Feldwebel, um genau zu sein, eine Pistole zieht und BAM! Mit einem Schuss Antonio niederstreckt. Herr Bruckmüller, wären Sie bereit, den Platz einzunehmen, den Antonio hinterlassen hat? Ich bin bereit. Komm nach vorne. Und Oberst Büchel nimmt den Dolch. Gib mir deine Hand. Der Kelch wird unter deiner Hand passiert und er setzt den Dolch an. Es wird nicht gut ausgehen. Und zieht einmal an der Handfläche lang eine schmerzende Wunde und du merkst, wie Blut herunterläuft, wie in einem kleinen Wasserfall. Zu viel Blut für nur einen einfachen Schnitt durch ein Messer. Und er sammelt sich in den Kelch. Evelyn greift in ihre Handtasche, zieht die Waffe und sagt, Opfer das! Okay. Versucht ihn zu erschießen. Der Oberst? Den Oberst. Der Schuss verfehlt ihn oder trifft ihn nur an der Seite. Er guckt dich wütend an. Wachen! Eine Verräterin! Tötet sie alle! Plötzlich seht ihr, wie auf der Pyramide Runen aufleuchten. Vor der Pyramide. Wie ein Riss, der durch die Realität geht. Der Spalt dringt auf und ihr blickt hindurch. Und seht dort schwarze Türme, eine Stadt aus schwarzem Marmor in der Ferne. Es brennt wirklich völliges Chaos. Der Feldwebel schießt nochmal auf dich, weil dich hat er jetzt so ein bisschen als die Redelsführerin auserkoren. 27 trifft. Evelyn geht mit einem leisen, erstickten Geräusch und einem ziemlich überraschten Gesichtsausdruck einfach zu Boden. Und regt sich dann nicht mehr. Flucht. Setz du dich ins Auto und schau, dass du wegkommst. Ich habe genug falsch gemacht. Ich schau nach Evelyn, wenn ich nicht komme. Ich wetz in den Garten. Okay, du siehst immer noch dieses wabernde Tor, halb in sich zusammengefallen, vor dir und dahinter den Mann in Gelb, der noch die Hand hinhält. Und in einem Beet siehst du Evelyn mit einer Schusswunde. Sie ist tot. Mein Sohn, komm. Carcosa wartet auf dich. Der greift deine Hand und führt dich langsam durch das Portal. Und du merkst, wie du plötzlich ein Wabern um dich spürst, wie als ob du durch eine Wasserwand treten würdest. Und plötzlich atmest du andere Luft. Vor dir siehst du diese Stadt, links von dir diesen wundervollen See und du fühlst dich gut. Und du denkst, das ist zu Hause. Und an dieser Stelle beenden wir das Tor nach Carcosa. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich beim zweiten Teil von Tor nach Carcosa. Um genau zu sein, Tor nach Carcosa 2, Fahrt in die Träume. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, euch heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, meine Spielerinnen und Spieler hier heute begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid wohl genährt, wohl gestärkt und habt richtig Bock auf ein bisschen Horror. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hey. Und ich würde sagen, wir fangen es mal an, euch vorzustellen, denn wir haben hier jemanden dabei, der, glaube ich, noch nie bei Rocket Beans zumindest hier in diesem Studio saß.
Hallo Natascha. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch voll. Das freut mich, dass du dich freust. Man kennt dich wahrscheinlich als Moderatorin von der GameStar. Mhm. Du hast aber auch die Opening Night Live letztes Jahr moderiert von der Gamescom. Mhm. War das schon vorletztes Jahr? Letztes Jahr. Ja. Genau, und den Deutschen Entwicklerpreis. Also da könnte man dich auch kennen. Da warst du auch schon bei Rocket Beans zu sehen. Ja. Kann man noch irgendwas ergänzen? Wo erkennt man dich sonst noch? Was macht Natascha und was hast du mit Pen & Paper zu tun? Wollen? Also es gibt Leute, die kennen mich aus der Schule. Das ist schon mal gut, ja. Mhm. und ich habe auch noch einen eigenen Stream, auf dem ich manchmal Videospiele spiele. So verschiedene. Und ich spiele seit ungefähr 13 Jahren verschiedene Systeme Pen & Paper. Ich habe mit Schwarze Auge angefangen. Mhm. Und bin inzwischen sehr viel bei D&D 5e, aber ich habe alles Mögliche gespielt. Sehr gut. Und es freut mich sehr, dass du heute da bist, als sozusagen externer Gast bei uns und die Runde vervollständigst. Und Cthulhu, wie viel Erfahrung hast du damit? Also ich habe ein paar One-Shots in Cthulhu gespielt. Ich habe noch nie eine Kampagne gespielt und mir ist gerade eben wieder eingefallen, dass ich keine Horrorspiele mag. Oh, na gut. Ja, dann ich bin vorsichtig heute. Mach dir keine Sorgen, ich bin ganz nett und wir machen es nicht allzu gruselig. Außerdem, links daneben, Valentin. Hallo, schön, dass du da bist. Dich sollte man eigentlich kennen, wenn man Rocket Beans TV verfolgt. Das könnte sein, ja. Könnte sein, ne? Was hast du mit Pen & Paper zu tun? Im Prinzip gar nichts. Ich war einmal hier auf dem Sender in deiner tollen D&D-Runde, die wir im Du bist Set gespielt haben. Und ich habe zwar vorher schon mal leichte, kleine Berührungspunkte sammeln können, aber ich habe jetzt keine große Pen-and-Paper-Vergangenheit und habe aber da total Blut geleckt und gemerkt, wie viel Spaß das Ganze macht. Und ja, habe mich deswegen sehr gerne entschieden, heute deiner Einladung zu folgen und hier mal mitzuspielen. Ja, und es freut mich sehr, dass du hier bist. Ich habe dich auch sehr gerne eingeladen, denn ich mag es auch immer gerne, neue Leute am Tisch zu haben, die nicht so viel Erfahrung haben, weil es macht dann als Spielleiter für mich zumindest immer ein bisschen mehr Spaß, okay, die cool. So... Ja, ich würde jetzt nicht sagen zu quälen, aber mal zu zeigen, wie Pen & Paper funktioniert. Ja, das mit dem Horror gilt übrigens auch für mich. Ich halte mich sonst fern davon. Aber Cthulhu hat auch gar keine Berührungspunkte mit irgendwas aus dem Cthulhu-Universum? Doch, so die ein oder anderen Walking Simulator habe ich da ganz gerne gespielt. Gut. Dieses The Shore und so fand ich cool. Ja. Immerhin etwas. Dann als einziger Charakter, der quasi wiederkommt vom letzten Mal. Hallo Chiara, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich wieder da bin. Hast du noch Bock nach letztem Mal oder hättest du eigentlich am liebsten gesagt so, boah, nee, Steffen, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Mist, lass mich bloß in Ruhe und bist trotzdem meinem Ruf gefolgt? Nee, ich habe echt Bock, ich will wissen, wie es weitergeht. Das fand ich ultra spannend, schon die ersten beiden Teile. Sehr gut, ja. Und du hast dich, glaube ich, auch sehr, sehr gut geschlagen. Du bist immerhin, kleiner Spoiler, auch heil aus der Nummer rausgekommen, sonst sehst du jetzt auch nicht hier. Ja, ne? Ja. Hast du sonst mit Pen & Paper irgendwas zu tun gehabt und mit Cthulhu? Ich habe ab und an mal Pen & Paper gespielt, bin jetzt aber auch nicht so erfahren. Ich würde sagen, ich bin so amateurhaft. Und Cthulhu habe ich auch schon mal ein Abenteuer gespielt. Und ich glaube, da habe ich nicht überlebt. Ja, das ist manchmal halt bei Cthulhu so, da hat man nicht so viele Lebenspunkte. Ich, wie gesagt, bei euch ist es ein bisschen einfacher, macht euch keine Sorgen. Und dann als letzte Person, last but not least, Fabian, schön, dass du da bist. Hallo Stefan. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Doch, du bist ja hier auch vor allem natürlich aus der Games-Redaktion bekannt oder als Games-Redakteur bekannt und auch aus vielen verschiedenen anderen Rollen. Aber du hast auch Pen & Paper schon gespielt. Dich kennt man ja wahrscheinlich aus Animal Squad auch. Mhm. Hast du jetzt irgendwie Erwartungen, was anders ist als bei Animal Squad? Außer, dass es nicht so lange dauert? Also mich reizt natürlich das Setting, was wir hier spielen, weil Animal Squad ja schon, das hatte einen ernsten Aufhänger an sich in der Story, aber war natürlich eher lustig angelegt und ich verspreche mir hier von diesem Universum, ich finde es sehr faszinierend, ich kenne mich da jetzt nicht super aus und habe auch danach nicht mehr so viel Pen & Paper wirklich gespielt und deswegen habe ich einfach Bock, da jetzt wieder einzusteigen und nochmal eine andere Art von Spiel zu erleben, die wahrscheinlich auch in der Summe dann nicht wieder mehr als 10 Folgen umfassen wird. Nein, das wird es sicher nicht, das kann ich schon mal jetzt sagen. Wir werden uns kurz halten, macht dir keine Sorgen. Und was ich auch schon mal sagen kann, für alle Leute, wie gesagt, die den ersten Teil nicht mehr so ganz im Kopf haben oder gar nicht gesehen haben, dieser Teil wird quasi sich lose an den anknüpfen. Wir haben ja auch eine Person, die quasi aus dem ersten Teil zurückkommt. Aber ihr werdet diesen Teil auch komplett verstehen können und mitverfolgen können, wenn ihr den ersten Teil gar nicht gesehen habt. Also macht euch da keine Sorgen. Ihr könnt ihn natürlich aber auch noch sehr gerne nachholen. So, ich hoffe, es lohnt sich. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal einen ganz kurzen Einschub und ich würde ganz gerne noch ein kleines ernstes Thema bei euch ansprechen. Und zwar haben wir tatsächlich vorher überlegt, ob wir hier überhaupt heute zusammensitzen können. Denn wir spielen ein Abenteuer, was im Zuge des Zweiten Weltkrieges stattfindet. Und mit den Geschehnissen rund um den Ukraine-Krieg haben wir uns natürlich überlegt, wollen wir uns überhaupt hinsetzen und uns mit dieser Thematik beschäftigen? Und wir haben uns gesagt, ja, wollen wir, aus dem einfachen Grund. Wie viele andere Content-Creatorinnen da draußen, bleibt uns eigentlich nicht viel anderes übrig, als euch da draußen ein bisschen Unterhaltung zu bieten und ein bisschen Ablenkung von den Geschehnissen da draußen. Und das wollen wir tun, deswegen haben wir uns hier zusammengefunden. Aber
Wir können auch Spenden sammeln und das wollen wir auch tun. Wir haben von unseren Freunden vom Uhrwerk Verlag, vom Pegasus Spiele Verlag und von der guten Natascha ein paar Sachen organisiert bekommen, die wir gerne unter die Leute bringen wollen. Und zwar findet ihr das Gewinnspiel unter rbtv.to/Ukraine. Das Ganze wird gespendet an die Aktion Together for Ukraine. Und wir dürfen rein rechtlich den Gewinn dieses wundervollen Paketes nicht an die Spende sozusagen knüpfen. Wir wünschen uns aber natürlich, dass ihr eine Spende da lasst und dann an dem Gewinnspiel mitmacht. Das wäre ganz, ganz toll. Natascha, du hast ja gerade noch was vor dir liegen, was du auch verlosen möchtest oder was in dem Paket drin ist. Willst du das mal zeigen? Ja, und zwar, wir haben hier ein paar ganz großartige Sachen. Ich fange hier mal mit diesem Päckchen hier an. Und zwar habe ich mir im Zuge der Vorbereitung ein neues Würfelset machen lassen. Und habe dann den Künstler, der diese Würfel gemacht hat, gebeten, noch ein weiteres Würfelset zu machen oder hat noch ein weiteres Würfelset gekauft, das auch im, und welche Kamera zeige ich das jetzt, das auch im Stil von Cthulhu ist. Also es ist unfassbar schön. Das sind scharfkantige Acrylwürfel. Das ist jetzt ein normales D&D-Set, also es sind 7 Würfel. Mit denen könnt ihr aber so gut wie jedes Pen and Paper einfach spielen. Sie sind unfassbar schön, sie sind grün. Und sie sind von Cat in the Dice Box. Vielen, vielen Dank nochmal, dass das so kurzfristig geklappt hat. Und weil wir davon ausgehen, dass vielleicht nicht jeder schon einen Würfelbeutel hat, habe ich noch ein kleines Drachenei dazu gemacht. Das handgemacht, kann man nochmal dazu sagen. Also gemacht bedeutet, in diesem Fall, du hast es gehäkelt. Ich habe das gehäkelt. Ja, zum größten Teil tatsächlich heute noch im Zug. Weil ich nicht in der Lage bin, irgendetwas rechtzeitig fertigzustellen. Genau, das ist der Würfelbeutel, der kommt nochmal dazu. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid auf euer eigenes Cthulhu-Abenteuer, bekommt ihr den Herrn des Chaos selbst auch noch mit dazu. Und er ist sehr wütend, wie ihr an den Augenbrauen erkennen könnt. Aber auch sehr niedlich. Er ist wütend. Wie so eine kleine Maus, die der gerade das Essen weggenommen wird. Ja. Und auch den habe ich selber gemacht. Genau. Ja, vielen Dank, Natascha. Du hast ja auch Blut die Idee drin. Sozusagen gehabt. Ist dein Blut drin? Ja, ich habe mich. Ich hoffe nicht im übertragenen Sinne. Nee, also beim Zusammennähen, ich hatte zwar eine Zange dabei, ich bin so froh, dass ich eine Zange mitgenommen habe, weil wer nimmt schon auf eine Zugfahrt eine Zange mit? Aber beim Zusammennähen ist es bei Amigurumi manchmal sehr schwer, das Ganze zu nähen, weil das halt dann doch sehr eng ist. Und einmal habe ich mir so brutal in den Finger gestochen, es könnte sein, dass vielleicht der ein oder andere Blutstropfen mit dabei ist. Also wenn ihr jetzt Nataschas Blut haben wollt, dann macht mit, kann man glaube ich nur sagen. Vielleicht könnt ihr mich klonen. Vielleicht könnt ihr das schon klonen. Und ich habe mir gerade eben spontan überlegt, wenn wir über 10.000 Euro kommen, dann lege ich dieses Popcorn noch mit drauf. Was ich als Special-Toy in meinem Würfelkoffer noch mit dabei hatte. Das ist eine Herausforderung, also nehmt sie an. Das Ganze geht übrigens bis Sonntag. Bis Sonntag um 22 Uhr könnt ihr noch mitmachen. Also auch wenn ihr das Ganze hier als VOD guckt, macht gerne noch mit. Und was ich noch sagen kann, die Bücher habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Es gibt von den Kollegen vom Uhrwerk Verlag einmal von Achtung Cthulhu das Spielleiterhandbuch und das Investigatorenhandbuch und von den Kollegen von Pegasus Spiele einmal das Grundbuch zu Cthulhu und das Investigatorenhandbuch zu Cthulhu. Also quasi alles, was ihr braucht, um das, was wir hier machen, auch nachzuspielen. Und obendrein noch die epischste Kampagne für Cthulhu überhaupt. Masken des Nyarlathotep. Ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin sehr stolz auf mich. Kannst du Nein, die ist gerade frisch rausgekommen und ist sehr, sehr wertvoll. Und das Ganze, wie gesagt, findet ihr bei uns unter rbtv.to/Ukraine. So, dann würde ich sagen, haben wir das. Dankeschön. Sag Hallo zum Popcorn. Für mich. Dann haben wir das abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Für alle Leute, die jetzt zum ersten Mal Pen and Paper einschalten und sich denken, was? Was macht ihr hier? Wir spielen quasi eine Geschichte, die wir gemeinsam erzählen. Ich bin der Spielleiter, ich bin quasi der Erzähler der Geschichte. Und unsere 4 Spielerinnen und Spieler haben jeweils Charaktere mitgebracht, die sie in dieser Geschichte verkörpern und die vielleicht im Laufe der Geschichte ein bisschen wahnsinnig werden oder vielleicht das ein oder andere Monster töten. Und die Regeln sind ganz einfach. Jeder von euch hat ein paar Würfel von euch vorne in eurem schönen kleinen Würfel Kästchen. Und jeder von euch hat auch Werte für Attribute und für Fähigkeiten. Und jedes Mal, wenn ihr irgendwas machen wollt, was vielleicht scheitern könnte, wie zum Beispiel eine glitschige Wand hochklettern oder so, dann würfelt ihr mit 2 Würfeln. Und zwar ist das ein W10 und ein W100. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber es ist quasi, sind 2 Würfel mit jeweils 10 Seiten. Der eine zeigt die 10er-Stelle an, der andere die 100er-Stelle. Oder die 1er-Stelle heißt es, glaube ich. Und so könnt ihr einen Wert erwürfeln zwischen 1 und 100.
Und je niedriger ihr würfelt, desto besser. Und ihr müsst immer die Werte unterwürfeln, die ihr bei euch auf eurem Charakterbogen habt. Also wenn ihr jetzt beispielsweise die Wand hochklettern wollt und ihr habt dort einen Wert von 20, müsst ihr eine 20 unterwürfeln. So, klingt erstmal gefährlich und schwer. Aber du sagst uns immer, worauf wir würfeln. Ich sage euch immer genau. Ich sage euch immer, worauf ihr würfeln müsst. Ihr könnt natürlich auch sowas sagen wie, ich würde mich gerne umgucken. Dann sage ich, ne, verborgenes Erkennen und solche Geschichten. Und ihr habt aber auch noch Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen einfacher für euch zu machen. Ihr habt nämlich Glückspunkte. Wenn ihr gewürfelt habt und ihr habt vielleicht um ein paar Punkte daneben gelegen, dann könnt ihr Glückspunkte ausgeben, um euren Würfelwurf quasi zu verbessern. Also wenn ihr 5 Punkte drüber liegt, dann könnt ihr 5 Punkte einsetzen und dann ist die Probe quasi geschafft, aber ihr verliert 5 Glückspunkte dauerhaft. Die sind dann weg, kriegt ihr nicht wieder. Ja? Uiuiui, das kann man eigentlich nur sehr selten machen, oder? Weil ich meine, je nachdem, wie viel Glück du hast, bei 100 ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du relativ nah daneben liegst, nicht so groß. Und wir haben, glaube ich, alle nicht so viele Glückspunkte. Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich habe nicht viele. Das kann sein. Im ersten Teil hatte Colin sehr, sehr viele Glückspunkte. Der hat die auch dann immer faustweise rausgehauen. Aber ihr solltet euch auch nicht zögern, die rauszuhauen. Weil sie sind auch dafür da, benutzt zu werden. Ne? Also benutzt die auch gerne. Und die zweite Möglichkeit ist, ihr dürft nochmal würfeln. Das bedeutet, ihr würdet einen Wurf forcieren. Das Problem ist, wenn ihr dann das Ganze auch nicht schafft, dann wird es richtig übel für euch. Dann passieren ganz, ganz böse Dinge, die ich mir dann in meinem fiesen kleinen Spielleitergehirn einfallen lasse. Und das heißt, auch das müsst ihr mal ein bisschen abwägen. Ist es das Risiko wert oder ist es das Risiko nicht wert? Soweit verstanden? Mhm. Welche Fragen noch dazu? Jeder Wurf lässt sich forcieren. Wenn du einen Wurf forciert hast, kannst du keinen Glückspunkt, keine Glückswerte mehr einsetzen. Und was meinst du mit den Konsequenzen? Also ein Beispiel der glitschigen Wand, dann kommen wir vielleicht noch hoch, aber glitschen wieder runter, brechen vielleicht ein Bein. Richtig, oder so. Genau, da kriegst du halt richtig Schaden, weil wenn du es nicht schaffen würdest, würdest du einfach nicht hochkommen. Mhm. Wenn du es forcierst und es nicht schaffst, dann fällst du runter und brichst dir ein Bein zum Beispiel. Ja, okay. Ja. Na gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis es zu uns eigentliche Abenteuer geht. Ihr könnt ja noch mal kurz eure Charaktere vorstellen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal links an, hier bei Valentin, und gehen dann einmal so rum. Valentin, wen hast du uns heute mitgebracht? Ich muss anfangen. Ja, du musst anfangen. Ich wollte abwarten, ob andere ihre Stimme verstellen und dann entscheiden, ob ich es mache oder nicht. Im Zweifelsfall immer ja. Okay. Hallo, ich bin Frank Robert Cole, ein klassischer Amerikaner. Ich war beim FBI und war da auch sehr zufrieden, denn das FBI hat eine fantastische Ausrüstung. Nun, wir sind dann auf einen Brandfall aufmerksam geworden, ich und meine Partnerin Rose Sanford. Und nun, in der Ermittlung haben wir versucht, herauszufinden, wer diese Brände legt. Eine Reihe von Theaterstücken haben sich durchs Land gezogen, wir haben diese besucht. Und, na, lange Rede, kurzer Sinn, meine Partnerin Rose ist heute nicht mehr. Und das FBI war auch nicht besonders glücklich darüber, dass wir den Fall nicht lösen konnten, weshalb ich dann auch noch ins Archiv versetzt wurde. Mein Leben hat sich schlagartig zum Schlechten geändert und auch heute leide ich noch unter Vertrauensproblemen. Denn ich habe Rose nicht nur als Partnerin gehabt, sondern auch praktisch geliebt. Und nun, dann kam aber ein Brief der Sektion M und ich hatte in der Zeit im Archiv immerhin reichlich Zeit, mich abzureagieren und am Schießstand zu trainieren. Deswegen war ich heiß darauf, endlich mal wieder zu einem Außeneinsatz zu gelangen und habe sofort zugesagt und gar nicht gezögert und bin endlich froh, aus dem Archiv zu kommen, aber war auch lange nicht mehr auf einem Einsatz und bin sehr gespannt, wem ich da begegnen werde. Frank Robert Cole, mein Name. Vielen Dank, das war sehr ausführlich, vielen Dank. Ach so, so ausführlich. Ihr müsst jetzt nicht ganz so ausführlich sein, okay. Aber trotzdem vielen Dank, Valentin. Natascha, wen hast du mitgebracht? Ich spiele heute Abend Margaret Lindsay Brown, geborene Jones. Meine Freunde nennen mich Maggie. Ich bin beim britischen Militär und wollte eigentlich Krankenschwester werden. Das irgendwie alle, man hat sich halt eigentlich irgendwie beteiligt und sollte helfen oder so. Aber durch eine unglückliche Verwechslung bin ich bei den Pionieren ausgebildet worden und bevor wir irgendetwas daran ändern konnten, war ich bereits an der Front am Suezkanal. Aber ich habe mich offensichtlich ganz gut angestellt. Ich habe zum einen überlebt und zum anderen bin ich aufgefallen und wurde aufgrund meiner strategischen Kenntnisse auch hinter den feindlichen Linien eingesetzt, wo ich den Nachschub unterbrochen habe. Als Pionierin wusste ich natürlich, was man aufbauen muss, um dafür zu sorgen, dass der Nachschub kommt. Und wir haben halt auf der Seite des Feindes dann diese Sachen wieder abgebaut. Ja, aber ich meine, ein Gutes hatte es auch, weil ich dort meinen Ehemann kennengelernt habe. Und
als wir dann auf Heimaturlaub waren, haben wir geheiratet, aber er musste dann irgendwie plötzlich wieder weg. Aber an seinem Stützpunkt wusste niemand, wo er ist. Und als ich versucht habe herauszufinden, was passiert ist und wo er hin ist, bin ich auf die Sektion M aufmerksam geworden. Und dort hat man mir angeboten, nach ihm zu suchen. Und ja, da bin ich jetzt seit einer Weile mit unterwegs. Und eigentlich halte ich nicht so viel davon, was die dort machen. Irgendwelche komischen Kulten-Dinge, keine Ahnung. Ich glaube da nicht wirklich dran, aber es ist schon seltsam, was man sieht. Es ist schon seltsam, das stimmt. Chiara, willst du dich auch nochmal vorstellen für alle Leute, die den ersten Teil nicht gesehen haben? Ja, ich halte mich jetzt ein bisschen kürzer, weil ich... Das ist vollkommen in Ordnung. Okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Also, mein Name ist Carmen Alvarez. Ich war schon im vorigen Abenteuer mit dabei. Ich bin Antiquarin und handel eigentlich mit okkulten Gegenständen, glaube aber selbst nicht so daran. Ich habe dann auch immer so Geschichten erfunden für meine Kunden. Ja, das ist irgendein Gegenstand, was dir super viel Glück bringt und so weiter und so fort. Aber aufgrund dieser Abenteuer hat sich ein bisschen ja meine Einstellung gegenüber okkulte Gegenstände geändert. Das Abenteuer vom letzten Mal hat mich sehr mitgenommen. Und ja, zu meinem Unglück oder Glück, wir wissen es noch nicht, wurde ich wieder einberufen von der Sektion M. Ja, ob das ein Glück ist, werden wir noch sehen. Ich hoffe mal, ich drücke dir die Daumen. Und dann haben wir noch Fabian. Ja, ich bin George Denikin, ein ehemaliger Londoner Polizist, sehr erfolgreich, hochdekoriert. Meine Karriere ging eigentlich immer nur nach oben bis ins Jahr 1935. Da fingen diese Entführungen an. Entführungsfälle, in denen Menschen verschwanden und wir haben einfach keine Spur gefunden, gar nichts. Die sind aus ihren verschlossenen Wohnungen verschwunden. Das Einzige, was wir finden konnten, waren Verbindungen zu einem Theaterstück. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, es ist schon ein paar Jahre jetzt her, aber das Theater war abgebrannt und ich habe dann mich ewig abgearbeitet an diesen Fällen und dann irgendwann 1940 habe ich einen Offizier kennengelernt, der mich bei der Sektion M vorstellen konnte und dann habe ich gesagt, okay, die forschen an mysteriösen, geheimnisvollen Sachen und insgeheim hoffe ich immer noch, irgendwie einen Weg zu finden, diese Fälle aufklären zu können, an denen ich bei der Polizei gearbeitet habe, weil mich das innerlich schon irgendwie zerfrisst und ich möchte diese Fälle gerne lösen und das ist auch ein bisschen für mich die Motivation, warum ich jetzt bei der Sektion M gelandet bin. Vielen, vielen Dank, ihr vier. Sehr schöne Charaktere, wie ich finde. Genau, was die Sektion genau ist, werdet ihr gleich noch erfahren, für alle Leute, die es nicht kennen. Und vielleicht noch so ein paar Sachen, die ich allgemein immer loswerde. Wenn ihr Feedback geben wollt oder wenn ihr Bilder malen wollt, wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr es am einfachsten machen über die Social-Media-Kanäle und dort über das Hashtag PNPCarcosa. Ihr könnt aber auch zu uns bei rocketbeans.tv ins Forum gehen. Dort werde ich auf jeden Fall hinterher auch sehr viel lesen, werde sehr viel Fragen beantworten und so. Also geht da gerne rein und seid aktiv. Und noch ein paar kleine Hinweise. Zum einen, das Ganze ist ein Horrorabenteuer. Das bedeutet, es wird gruselig, das kann ich schon mal sagen. Wenn ihr etwas zart beseitet seid oder vielleicht auch nicht volljährig, dann ist das vielleicht jetzt der Punkt, abzuschalten. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, bevor es gruselig wird. ihr seid jetzt fest, keine Sorge. Okay. Und wir spielen zwar im Rahmen des Zweiten Weltkrieges, aber wir spielen ein fiktives Szenario. Ich habe mich versucht, historisch möglichst nah an den Geschehnissen zu halten und möglichst an realen Geschehnissen zu bedienen. Aber wir spielen hier ein fiktives Abenteuer, ein fiktives Szenario. Der Ort, an dem ihr euch befinden wird, den gibt es nicht wirklich. Und es gibt auch keine bösen Monster, die unter euren Betten wohnen und die nachts euer Blut trinken. Macht euch keine Sorgen. Kannst du das beweisen? Ja. Kannst du nee, beweisen kann ich das nicht, aber das... Nee, alles safe. Hier ist auch genug Licht, von daher macht ihr keine Sorgen, Chiara. Okay. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen, irgendwelche Dinge, die ihr noch klären wolltet? Genau, aber die hatten wir noch gesagt, für alle Leute, die den ersten Teil gesehen haben, du wirst mit ein bisschen weniger geistige Stabilität starten. Für alle Leute, die keine Ahnung haben, was es ist. Es gibt quasi bei Cthulhu zwei Arten von Lebenspunkten, kann man sagen. Es gibt einmal die ganz normalen Lebenspunkte, die quasi den körperlichen Zustand der Person beinhalten. Und es gibt die geistige Stabilität, die quasi euren psychischen Zustand beschreibt. Denn ihr werdet, wie schon gesagt, mit Horror-Dingen, mit bösen Geschehnissen in Verbindung kommen. Und das macht natürlich die menschliche Psyche nicht ganz so einfach mit. Das ist quasi immer eine Gefahr bei Cthulhu, dass man da so langsam, aber sicher den Verstand vielleicht verliert. Ja. Hat Chiara neue Glückspunkte bekommen? Ja, die sind wieder voll. Da bin ich fair. Keine Sorge. Hast du überhaupt eingesetzt? Ich glaube nicht. Ja, du hast ein paar eingesetzt, aber nicht so viel. Du hast ja eh nicht so viel. Also, naja.
Hättest du jetzt 80 gehabt, wie Colin damals, hätte ich gesagt, so nein, aber du bist wieder voll, mach dir da keine Sorgen. Auch okay. Du hast keine langfristigen körperlichen Verletzungen davon getragen. Okay, ja. Cool. Cool. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch einen kleinen Spot und dann beginnen wir direkt mit dem Abenteuer mit Pen and Paper, Tor nach Gakusa 2, Fahrt in die Träume. Bis gleich. Was machen Sie in meinem Badezimmer? Die Frage ist doch wohl eher, was mache ich in Ihrer Wohnung, oder? Wir von Clark würden gerne einen Topstar wie Sie als Markenbotschafter gewinnen. Nein, danke, ich bin bereits sehr wohlhabend. Haben Sie sich schon einmal mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung beschäftigt? Also erstens, Sie sind ja immer noch hier. Und zweitens, was soll denn mit meinem Beruf schon groß passieren? Was ist denn zum Beispiel mit einer Altersvorsorge? Ich hab doch einen Bitcoin. So, und nun verlassen Sie bitte meinen Luxussportwagen. Los, kusch, kusch, kusch. Ab! Na gut, dann bekommen Sie eben keinen Rabatt in der BTV-Shop. Was haben Sie da gerade gesagt? Wie viel Rabatt? 15 Euro pro Versicherung, die Sie bei Clark hochladen. Boah, sagen Sie das doch gleich. Wo soll ich unterschreiben? Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code TEAMBEANS anmelden und bei 3 hochgeladenen Versicherungen einen 45-Euro-Gutschein im RBTV-Shop erhalten. Carmen. Ja. Du sitzt an deinem Schreibtisch in deinem Antiquariat. Es ist Nacht. Du hast die ganze Nacht über Unterlagen gebrütet, hast versucht, einen Sinn in die Dinge zu bekommen, die du in Paris erlebt hast. Und bist du dabei eingeschlafen? Du bist dir nicht sicher. Es ist plötzlich dunkel draußen. Der Londoner Regen peitscht gegen dein Fenster. Nur die Lampe, die auf deinem Schreibtisch ist, erleuchtet den Raum. Überall stehen Bücher und Gegenstände herum, die du gesammelt hast in deinen Reisen. Und du erschreckst plötzlich, als du ein Klopfen an der Tür hörst. Hallo? Hallo? Ich gehe langsam an meine Tür. Du hast eine Glastür, aber du hast die Lamellen schon zugezogen. Ah, okay, dann schaue ich kurz so hinter den Stoff, nichts. Ob ich irgendwas sehen kann. Niemand dort. Du siehst nur eine dunkle Straße und den Regen, der auf den Bordstein prasselt. Vielleicht habe ich mir das eingebildet. Vielleicht habe ich das geträumt. Ich versuche mich nochmal hinzulegen, mich zu beruhigen. Du gehst ein paar Schritte weg von der Tür und wieder lauter diesmal. Ich drehe mich zur Tür, schaue mich um, ob ich irgendwas finde, womit ich mich wehren kann, sollte was Gefährliches da lauern. Du hast seit dem Erlebnis in Paris immer eine Pistole an deinem Schreibtisch, die du jetzt nimmst und lädst. Okay, dann gehe ich mit der Pistole langsam an die Tür, mach sie ganz langsam auf, nur ein Spalt und guck nochmal raus, ob ich etwas sehe. Niemand da, nur der Regen, der auf den Bordstein prasselt. Ich mach die Tür ganz auf. Wir sicher gehen schon nach links und rechts. Guckst die Straße herab. Die Straße versinkt in einem düsteren Grau, einen Regenfilm. Und es ist niemand da. Keine Lampe ist an den Nachbargebäuden. Es ist alles stockfinster. Okay, dann mach ich. Ich mach die Tür wieder zu. Und wie gesagt, versuch mich zu beruhigen, setz mich erstmal hin, versuch durchzuatmen. Als du dich umdrehst, steht eine Person direkt vor dir. Eine Person, die du gut kennst. Eine Frau, bleich, 3 Wunden in ihrem Torso, 3 Schusswunden. Es ist Evelyn, die ihren Mund öffnet und zu dir spricht. Ich erschrecke mich. Du bist schuld. Du hast mich auf fremdem Boden zurückgelassen mit 3 Kugeln im Körper. Du hast uns verraten
und verrecken lassen. Das werde ich dir niemals verzeihen. Sie macht einen Schritt vor auf dich zu. Ich schrecke nach hinten. Mit dem Rücken hängst du plötzlich in der Tür. Evelyn, ich... Du weißt, wir hatten keine Wahl. Ich habe alles getan, was ich konnte. Sie macht einen weiteren Schritt auf dich zu. Ich zücke so langsam meine Pistole nach oben. Evelyn, bitte! Ihre Hände erheben sich, als ob sie deinen Hals greifen wollen würden. Ich bin erstarrt erstmal vor Angst, versuche mit dir zu reden. Sie macht einen weiteren Schritt auf dich zu. Sie sitzt kurz vor dir. Ich schieße einmal. Ein lauter Schuss ertönt und du schreckst hoch und plötzlich blickst du dich um und du bist nicht mehr in deinem Antiquariat. Du sitzt in einem Zugabteil. Und dann erinnerst du dich wieder, ja, du bist in den Zug gestiegen und das alles muss ein Traum gewesen sein. Und wir befinden uns im Herbst des Jahres 1942. Auch wenn auf den britischen Inseln zumindest ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, herrscht in der Welt immer noch Krieg. Im Osten steht die Wehrmacht kurz vor Stalingrad. Im Pazifik führen die Amerikaner mit dem Angriff auf Guadalcanal die erste amphibische Invasion durch. Und in Nordafrika halten die britischen Desert Reds den deutschen Vorstoß bei El Alamein auf. Aber ihr führt einen anderen Krieg. Als Agenten des britischen Geheimdienstes, konkret der sogenannten Sektion M, seid ihr im Dienste ihrer Majestät tätig und befasst euch mit Dingen und Ereignissen, die auf den ersten Blick unglaublich wirken. Mit Gerüchten rund um wiederauferstandene Tote, mit okkulten Reliquien aus längst vergangener Zeit, die angeblich Unsterblichkeit verleihen, oder mit deutschen Offizieren, die mit Hilfe eines dunklen Rituals ein Portal in eine andere Welt öffnen wollten. Auch wenn ihr euch nicht ausgesucht habt, diese Aufgabe zu erfüllen, so habt ihr auch das Gefühl, dass ihr die Einzigen seid, die zwischen der Menschheit und dem stehen, was in der Dunkelheit zwischen den Sternen auf sie lauert. Und eure Vergangenheit hat euch gezeigt, dass ihr dazu bestimmt seid, gegen die dunklen Mächte anzutreten. Am 14.09.1942 hat euch ein Brief mit dem Siegel der Sektion M erreicht. Unverzüglich solltet ihr euch einfinden in London und am nächsten Tag einen bestimmten Zug ins südenglische Falmouth nehmen. Der Zug würde euch nachmittags dort ankommen lassen und weitere Instruktionen würden an Bord folgen. Natürlich seid ihr es gewohnt, seltsame Briefe von der Sektion M zu erhalten, aber normalerweise finden die Briefings nicht so kurzfristig statt. Aber so besteigt ihr den Zug und macht euch auf den Weg in euer nächstes Abenteuer. Und genau in diesem Zug sitzt du gerade, Carmen. Mhm. Du hast so ein bisschen den Kopf gegen die Lehne der Bank, auf der du dich befindest, gelegt. So ein bisschen gegen das Fenster. Draußen siehst du die südenglische Landschaft hindurchfliegen. Es herrscht gutes Wetter. Es ist aber schon recht fortgeschrittener Tag. Du wirst wahrscheinlich so gegen Nachmittag ankommen. Du sitzt in einem einzelnen Abteil mit einem kleinen Tisch in der Mitte. Hier passen wahrscheinlich so 6 Leute rein, aber du hast eine Karte und eine Reservierung genau für dieses Abteil bekommen und rechnest schon damit, dass es irgendwas zu bedeuten hat. Und gerade in dem Moment, als du aufschreckst, geht die Tür auf und Maggie kommt herein. Guten Tag. Guten Tag. Maggie stellt ihre Tasche oben in das Ding rein und rutscht vorbei ans Fenster ihr gegenüber. Ich dachte, ich sitze hier alleine. War auch davon ausgegangen, dass ich alleine reisen werde. Haben wir irgendeine geheime Losung, mit denen wir andere Agenten erkennen? Tatsächlich ja. Tatsächlich gibt es eine Frage, die gestellt werden soll. Nämlich, zu dieser Jahreszeit soll es doch sehr schön sein in New York. Und die Gegenantwort lautet, aber der Tee soll furchtbar sein. Mhm. Okay, Maggie. Auf! Entschuldigung, mir ist gerade mein Mic-Pack aus der Tasche gefallen. Aber der Tee soll schrecklich sein. Ihr erkennt euch als Agenten der Sektion M, sagen wir es so. Ich bin Lieutenant Brown. Margaret, guten Tag. Mein Name ist Carmen Alvarez. Oh, ich glaube, ich habe schon von Ihnen gehört. Tatsächlich? Ja. Ich hoffe nur Gutes. Neutrales, würde ich sagen. Ja. Na gut, damit kann ich leben. Ja, und gerade als du dich gesetzt hast, deine Sachen verschaut hast, geht die Tür wieder auf
Und als nächstes kommt Frank herein. Guten Tag, die Damen. Bin ich hier richtig? Ich dachte, ich hätte nicht damit gerechnet, hier Leute zu treffen. Guten Tag, Frank ist mein Name, Frank Cole. Guten Tag, mein Name ist Carmen Alvarez. Das Wetter in New York ist sehr schön. Ja, dieses Jahr. Der Tee ist wohl nicht so gut, obwohl ich da eigentlich anderer Meinung wäre. Ja. Ah, okay. Verstehe. Dann, ja, setzen Sie sich hin. Ja, vielen Dank, angenehm. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, du verstaust deine Sachen, die du dabei hast. Ihr habt alle so Sachen gepackt für ein paar Tage, weil ihr jetzt auch nicht genau sicher wart, wie lange das Ganze jetzt überhaupt dauert. Weil euch auch niemand tatsächlich gesagt hat, aber es wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Und gerade als du dich so ein bisschen eingesetzt hast, hast dich so ein bisschen auf die Bank gesetzt, geht die Tür ein weiteres Mal auf und der gute George steht vor der Tür. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Okay, drei Leute. Ich nehme an, Sie haben schon über den Tee und über New York gesprochen. Ja, das haben wir. Das ist richtig. Okay, ich wusste nicht, dass es hier ein Teameinsatz wird, der Sektion M. Ist nicht böse gemeint, ich arbeite am liebsten eigentlich alleine, aber dennoch schön, Sie kennenzulernen. Daneken ist mein Name. Ich stelle mich nochmal vor, Carmen Alvarez. Mhm. Angenehm. Guten Tag. Ja, ihr stellt euch gegenseitig ein bisschen vor und es ist ein bisschen awkward, jetzt hier so zu viert zu sitzen und irgendwie nicht genau zu wissen, wohin es eigentlich geht. Und ja, da geht die Tür ein weiteres Mal auf und der Schaffner steht dort. Fahrkarten bitte. Ja, dankeschön. Guckt sich die Fahrkarte an. Damen und Herren, ja, Fahrkarten. Dankeschön. Auch meine Fahrkarte. Ja, Fahrkarten. Ja, dieses Abteil. Ich habe hier, Moment, er guckt kurz in so eine kleine Tasche, die er an der Seite hat. Abteil 4, ja. Er hat da so eine ganze große Tasche, wo so ganz viele Umschläge drin sind. Und er gibt euch jeweils einen Umschlag. Das ist für Sie. Hier, bitteschön. Deiner fühlt sich ein bisschen schwerer an. Da klimpert irgendwas drin. Wenn Sie noch Fragen haben, fragen Sie nicht mich. Einen schönen Tag und eine schöne Weiterfahrt. Dankeschön. Ich nehme mein Ticket zurück. Ja, er gibt mir ein Ticket zurück. Ja. Für die Steuerabrechnung. Er schließt die Tür. Und ihr sitzt alleine dort. Und ihr dürft euren Umschlag öffnen, den ihr schon vorher bekommen habt. Ihr macht eure Umschläge auf und heraus kommen mehrere Zettel. Auf einem steht Mayra drauf und sie ist gestorben. Bei dir, Margaret, ist auch ein Autoschlüssel drin. Mhm. Und ich werde euch einmal kurz vorlesen, was ihr daran findet. Denn ihr bekommt da ein Briefing, was unterschrieben ist mit dem Symbol der Sektion M. Das werde ich euch einmal kurz vorlesen. Agenten. Sie sind sicherlich verwirrt über die Kurzfristigkeit dieser Reise, aber ich versichere Ihnen, dass wir schnell handeln müssen, bevor die Angelegenheit nicht länger in unserem Einflussbereich liegt. Wir schicken Sie ins südenglische Linkeford, einem kleinen Ort an der Atlantikküste mit einer bewegten keltischen Vergangenheit. In der Nacht vom 13.9. auf dem 14.9. ist hier im Queen Victoria Hotel ein Lieutenant der Air Force tot aufgefunden worden. Nach ersten Untersuchungen ist Lieutenant Fred Weber, Akte anbei, an Herzversagen gestorben. Wir glauben allerdings nicht an diese Theorie, weshalb wir sie zur Untersuchung an den Ort schicken. Laut seiner Militärakte war Lieutenant Weber bei bester Gesundheit und der Fakt, dass seine Leiche auf dem Weg zur Obduktion einfach verschwand, lassen uns der offiziellen Version dieser Geschehnisse misstrauen. Sie werden als Angehörige der Militärpolizei vor Ort auftreten und wir haben es uns erlaubt, ihnen entsprechende Dienstausweise beizulegen. Diese sollten ihnen Zugang und den nötigen Respekt vor Ort beschaffen. Melden Sie sich im Hotel beim Hotelchef Thomas Poole. Er wurde bereits über Ihre Ankunft informiert. Wir wissen nicht genau, was Lieutenant Weber im Ort getan hat und in was er verstrickt war, aber wenn er womöglich ermordet wurde, war es anscheinend wichtig. Sollten Sie die Möglichkeit haben, seine Untersuchungen fortzusetzen, so tun Sie dies ohne Zögern. Vertrauen Sie niemandem und melden Sie sich, sobald Sie die Angelegenheit aufgeklärt haben. Ja, neben den Sachen, die ihr jetzt dabei habt, eine Personalakte von diesem Lieutenant Weber sowie einer Karte von dem Ort Linkerford hat jeder von euch auch einen Militärausweis mit einem Bild von euch auf euren Namen und ihr seid alle im Rang eines Lieutenant und habt entsprechende Befugnisse. Der ist nicht physisch da drin, Valentin. kenne ich Fred Weber? Du hast doch sowas wie militärisches Wissen oder sowas, ne? Ja, Militärdoktrin. Ja, würfel mal Militär geschrieben. Die erste Wurf heute Abend. Ich dachte jetzt, ob ich ihn persönlich kenne. Weil vielleicht persönlich kennst du ihn eher nicht, aber vielleicht sagt er dir was. Okay, gut. Ich habe
Ich würfe zuerst die Zehnerstelle und dann die Einerstelle. Was hast du denn da auf als Wert? Ich habe 5. Okay, ja gut. Aber die Zehnerstelle ist schon eine 8, also von daher. Dann wird es schwierig. Keine Ahnung. Nee, sagt dir überhaupt nichts. Noch nie gehört. Oh. Gut, aber man, also ihr habt schon gesehen, als sie angefangen hat zu lesen, so irgendwann plötzlich so, und dann kam der Name und so, nein, okay, gut, ist es nicht. Okay. Ja, ihr nehmt euch ein bisschen Zeit, die ganzen Sachen zu studieren und könnt euch noch austauschen, wenn ihr wollt. Ihr braucht noch ungefähr so 2-3 Stunden, bis ihr in Falmouth ankommt. Das ist quasi euer Endbahnhof. Und von dort aus werdet ihr wahrscheinlich dann ein Auto bekommen, deswegen auch die Autoschlüssel, um dann nach Linkerford zu fahren. Und ihr werdet wahrscheinlich dann in Linkerford so gegen Abend ankommen, so gegen 20 Uhr. Was für ein Logo ist auf dem Autoschlüssel? Auf dem Autoschlüssel ist das Logo der der Royal Air Force. Okay. Ich würde gerne eine Frage in die Runde stellen. Kannte jemand von Ihnen Fred Weber? Nein, sagt mir nichts. Noch nie was von dem Mann gehört. Ich kannte ihn. Ich würde sogar sagen, dass wir befreundet waren. Wir haben uns vor 2-3 Jahren kennengelernt in London, als er da stationiert war. Und er war auch der Mensch, der den Kontakt hergestellt hat zur Sektion M. Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren in letzter Zeit, weil er dann nicht mehr in London stationiert war und nur noch ab und an geschrieben. Aber dass er jetzt tot sein soll, er war so jung und er war gesund. Wir haben, ich weiß nicht, vor 8 Wochen vielleicht zuletzt geschrieben. Da war alles bei ihm okay. Ich kann mir nicht erklären, warum er jetzt tot sein soll. Mein Beileid. Danke. Also Sie sagen selber, Sie haben keine Vermutung. Er war keiner dieser Sorte, der in irgendetwas verstrickt sein könnte. Ja gut, er war Militär. Ich meine, es gibt immer irgendwelche Gefahren, denen man da ausgesetzt ist. Aber mir kam er glücklich vor. Nicht, dass er in irgendwas verstrickt war oder irgendwelche Feinde hatte. Interessant. Tatsächlich fällt dir auch ein, dass er dir ab und zu mal geschrieben hat, dass er gerne in Südengland Urlaub macht, weil es da sehr, sehr viele interessante historische Orte gibt, die er gerne besucht. Er ist auch Student der Geschichte gewesen vor seinem Militärdienst und deswegen hat er da wohl gerne mal ist er unterwegs gewesen. Denn das kannst du dich auf jeden Fall erinnern. Okay, so, okay. Teilt er nicht mit, dann weiß ich das nicht. Ich dachte... Doch, doch, es fällt mir auch gerade wieder ein. Er machte gerne mal in dieser Gegend Urlaub, wenn er freigestellt war vom Dienst. Daran erinnere ich mich, weil er sich... er war so ein Historienfan. Dafür hat er sich interessiert. Ich weiß nicht genau, für welche Themen, aber aus irgendeinem Grund ist er da immer wieder hingefahren, um sich damit was zu befassen. Ich denke so Historie und überlege, ob ich irgendwas weiß über die Gegend. Ich will auf Geschichte würfeln. Ja, würfel mal auf Geschichte. Wie viel hast du da? Ich habe 65. Oh, das ist schon mal ziemlich gut. Gucken wir mal, ob du es schaffst. Ich habe 13. 13, ja. Es gibt in Südengland und gerade so in der Grafschaft, heißt es denn jetzt? Gut. In der Grafschaft, wo ihr hinfahrt, ich werde sie gleich nochmal nachreichen, gibt es sehr, sehr viele historische Orte der Kelten, die man da besuchen kann, die auch sehr gut erhalten sind, was daran liegt, dass der Bereich oder die Kelten, die dort gelebt haben, sich nicht so sehr gegen die römische Besatzungsmacht gestellt haben, weswegen da auch nicht so viel zerstört wurde und es da noch sehr, sehr viele gut erhaltene archäologische Ausgrabungsstätten gibt. Mhm. Das könnte vielleicht interessant sein. Und ansonsten, ja, gibt es da jetzt aber jetzt auch nicht so viel, was man da jetzt Interessantes irgendwie sich angucken könnte. Der ganze Bereich an der Kanalküste ist halt so mit Seebädern vollgestopft. Mhm. Aber ansonsten gibt es da wenig drüber zu Cornwall, Grafschaft Cornwall ist es, genau. Okay, ja. Ansonsten gibt es darüber eigentlich nicht viel zu sehen. Sehr ländlich. Mhm. Ja, dann sage ich, die Geschichte in der Gegend, wissen Sie vielleicht, ob er sich für Keltologie interessiert hat? Denn eigentlich gibt es sonst nicht viel Spannendes da in der Gegend. Woran ich mich erinnere, war, dass er sich für Fluggeräte interessiert hat, für Flugzeuge und für Flugscheiben, an denen die Nazis arbeiten sollen. Aber das war so ein bisschen wirres Zeug, meiner Meinung nach. Aber da erinnere ich mich dran, dafür hat er sich interessiert. Ich weiß nicht, vielleicht soll da mal sowas gelandet sein oder so, aber keltische Geschichte haben wir, glaube ich, nie drüber gesprochen. Okay, das ist merkwürdig. Aufgrund der Geschehnisse vom letzten Mal interessiert mich natürlich, ich stelle diese Frage in die Gruppe, warum seid ihr überhaupt der Sektion M beigetreten? Wisst ihr eigentlich, was euch erwartet hier?
Ich habe schon öfter Post von der Sektion bekommen, aber bisher immer abgelehnt, weil mir doch dann die Arbeit des FBI mehr bedeutet hat. Allerdings war ich zuletzt in nicht so unterhaltsamen Projekten, weshalb ich mich entschieden habe, diesmal aus reiner Neugier zuzusagen, wobei ich dennoch skeptisch bin, was hier auf mich zukommen wird, denn diese Sektion hat einen, ja, sagen wir, merkwürdigen Ruf. Das ist noch untertrieben. Ich hatte nicht gewusst, dass die Sektion M sich überhaupt jemandem offenbart, der nicht bereit ist, sich anzuschließen. Das wusste ich auch nicht vorher. Die gleiche Frage an die anderen beiden. Mir war es weniger das, was... ich habe mir eher davon erhofft, dass ich vielleicht Antworten auf Fragen bekommen würde, die ich aus meinem vorherigen Job habe. Ich war vorher Polizist und habe an einigen Fällen gearbeitet vor einigen Jahren, die wir nie aufklären konnten, die wirklich mysteriöse Umstände hatten. Und da ich weiß, was die Sektion M macht, also auch Fred hat mir viel darüber erzählt, als er noch gelebt hat. Das kam mir so vor, als könnte ich da vielleicht eine Antwort bekommen auf diese Geheimnisse, die mich umtreiben. Aber was mich persönlich jetzt erwartet, ich sage ganz ehrlich, mich treibt eher an das, was ich mir davon erhoffe, als das, was ich jetzt irgendwie, was die Sektion M macht oder was ich hier tun soll. Ich suche einfach nach Antworten. Okay. Wie hieß der Anführer von der Sektion M nochmal? Lord Sir. Lord Sir. Lord Alec Watergrave heißt er. Okay. Mein Mann hatte für Sir Watergrave gearbeitet und ich bin auf der Suche nach ihm. Also sind wir alle aus persönlichen Gründen hier? Ich glaube nicht, dass man aus unpersönlichen Gründen eine solche Kamikaze-Aktion startet. Ja, ich kann schon mal sagen, das ist die richtige Einstellung. Denn die Frage ist doch eher, Frau Alvarez, warum Sie noch immer dabei sind. Ich war schon auf einer Mission für die Sektion M, hatte auch schon eine Gruppe, aber die lief nicht so gut. Und ich fange so ein bisschen das Zittern an, weil alles wieder hochkommt. Es sind komische Dinge in meinem Leben passiert seit der letzten Mission und ich habe keine Antworten bekommen und ich muss unbedingt wissen, was eigentlich los ist. Und deswegen habe ich das Gefühl, es wird nie wieder in Normalität einkehren, wenn ich nicht auf die nächste Mission gehe für die Sektion M. Wir hatten also eine Gruppe und wollen mir erzählen, dass Sie die einzig Überlebende sind. Was soll das heißen? Nun... Ja, erläutern mir Sie mir bitte die Umstände darüber, wie das passieren konnte, dass Ihre gesamte Gruppe nicht mehr da ist. Das ist nicht ungewöhnlich bei Einsätzen der Sektion M. Das klingt auch, als hätten Sie mehr Erfahrung, als Sie vorgeben. Ja, dies ist nicht mein erster Einsatz. Interessant. Ja, es waren merkwürdige Ereignisse. Wenn ich die jetzt erzählen würde, würde mir wahrscheinlich niemand glauben. Ich konnte es ja selbst nicht glauben, ich kann es bis heute nicht glauben. Aber zwei meiner Kolleginnen sind ums Leben gekommen. Und ich konnte noch mit einem Kollegen flüchten, aber ich weiß nicht mehr, wo er ist. Er ist untergetaucht. Gibt es sowas wie Empathie oder Multifett? Das wäre Psychologie. Okay, ich würde gerne wissen, ob ich erkenne, dass sie... ob ich sehe, dass sie zittert oder ob ich erkenne, dass sie fertig ist. Du siehst auf jeden Fall, dass es ernst ist. Also du würdest nicht sagen, dass es gespielt ist, sondern das merkst schon, dass sie körperlich und psychisch schon etwas mitgelitten hat, ja. Okay. Dann greife ich so über den Tisch und halte ihre Hand und lächle. Ich zuck zurück, weil ich nicht gewohnt bin, mit Menschen rumzugehen. Und nur, dass ich sie richtig verstehe. Zwei aus ihrer Gruppe sind tot und einer ist verschwunden und trotzdem sitzen sie heute wieder hier und sind immer noch Teil der Sektion M. Ja, das ist richtig. Mich verfolgen seit Monaten Albträume und ich weiß gar nicht, um was es geht bei dem Auftrag. Es kann ja auch sein, dass es gar nicht mit diesem
Du hast auch nur den gleichen Brief bekommen wie die anderen. Ja. Ja, ich habe seit Monaten Albträume und ich muss einfach mehr über das erfahren, was fernab der Realität ist, in der Hoffnung, dass ich endlich wieder Sinn in meinem Leben finde. Es tut mir sehr leid, was Sie erlebt haben. Und ich kann nur sagen, dass in meinen bisherigen Aufträgen, ich es immer geschafft habe, meine Zivilisten heil wieder rauszukriegen. Aber ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin, ob ihres Zustandes. Sie zeigen sehr deutliche Zeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Können wir uns denn auf ihre Stabilität verlassen? Wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich definitiv keine Last für sie allesamt. Und ich denke, dass auch meine Kenntnisse, mein Wissen über die Geschichte, über Okkultes und Bräuche sicherlich sehr hilfreich sein werden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sonst in dieser Gruppe ein solches Fachwissen mitbringt, aber ich denke, ohne mich würden sie ohnehin nicht sonderlich weit kommen. Aber ich nehme an, Ihre Kollegen sind nicht ums Leben gekommen, weil es ihnen an Fachwissen gefehlt hat, sondern weil sie durch irgendwas getötet wurden. Also haben Sie auch da irgendeine Erfahrung? Können Sie auch sich verteidigen, uns verteidigen? Ich denke, das ist doch eine der Voraussetzungen in der Sektion M. Es tut mir leid, wenn ich Sie hier jetzt unterbreche, aber ich glaube, es wird unsere Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass sie wieder heil rauskommt. Okay. Ich würde auch in Frage stellen, ob Sie überhaupt in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen. Ich hatte sehr fähige Kollegen im Militär. Und nun, selbst Sie. Ich habe auch eine Partnerin verloren. Und sehen Sie mich an, ich sitze hier durchaus gefasst. Möchte auf Psychologie. Okay, der erste Zehner. Das ist eine 6, da komme ich nicht weit. Okay. Tatsächlich hat Frank ja auch so eine Brandwunde im Gesicht. Also, dafür sieht er aber ganz gefasst aus, dafür, dass er doch eine Brandwunde im Gesicht hat. Ihr verbringt noch so die Phase ein bisschen, indem ihr euch gegenseitig irgendwie noch ein bisschen über die Geschehnisse erzählt. Euch so ein bisschen ausfragt, euch ein bisschen anguckt, ein bisschen verwundert darüber, was jetzt hier eigentlich vor sich geht. Und dann kommt ihr gegen Spätnachmittag in Falmouth an, wo direkt ein Jeep der Air Force bereitsteht. Ein Jeep, mit dem du auf jeden Fall auch bekannt bist. Ein Viersitzer, wo ihr euer Gepäck reinpacken könnt. Und dann macht ihr euch auf den Weg in das kleine Örtchen Linkerford. Das liegt noch ungefähr so 2 Autostunden von Falmouth entfernt. Und ihr fahrt über die Straßen, die hier einigermaßen okay sind. Du hast bestimmt in der Gegend um London deutlich bessere Straßen schon gesehen, aber man kann zumindest einigermaßen gut drauf fahren. Und ihr fahrt über ein paar Hügel und seht schon den Atlantik am Horizont. Und über dem Atlantik dicke Wolken, die sich aufbrauen, so langsam. Es wird so leicht Abend und es scheinen sich von dem Atlantik große, dicke Regenwolken bald über das Land zu schieben. Und vor euch liegt ein kleines, idyllisches, britisches Dorf, was so ein bisschen in so einem kleinen Tal liegt. Ihr seht sehr, sehr viele altehrwürdige Häuser, die dort stehen, umrandet von Feldern, Hecken und kleinen Steinmauern. Hier sehen wir auch ein wunderschönes Bild. In der Mitte steht eine kleine Kapelle, würdet ihr sagen, oder eine kleine Kirche. Direkt daneben rechts steht ein größeres Haus mit einem roten Dach, was so aussieht wie sowas wie ein Rathaus oder sowas. Und ein bisschen abseits, in die Richtung, in die ihr auch, von der ihr gerade kommt, von unten rechts, steht ein Gebäude, was so ein bisschen aus so einem kleinen Wald hinausragt. Und dies muss nach den Beschreibungen zu urteilen das Queen Victoria Hotel sein. Ich nehme an, Maggie, du sitzt am Steuer. Mhm. Wo möchtest du hinfahren? Ich würde halt zum Hotel fahren. Ja. Und dort. Ich parke rückwärts ein, damit ich möglichst schnell wieder raus kann im Falle einer unangenehmen Situation. Das Gute ist, vor dem Hotel selbst gibt es so eine Art kleinen Kiesplatz, wo man also auch so ein bisschen im Kreis fahren kann. Das bedeutet, du kannst dich ohne weiteres so dort positionieren, dass du schnell wieder rausfahren kannst. Und ihr seht einen roten Steinbau, wo vorne am Eingang die Jahreszahl 1872 drauf prangt. Das bedeutet wahrscheinlich, dass dieser Bau in diesem Jahre entstanden ist.
ist. Zwei große Steinsäulen scheinen den Eingangsbereich zu tragen. Vor dem befindet sich dieser kleine Platz, auf dem die Gäste dann wahrscheinlich aussteigen können mit ihren Autos. Das Gebäude selbst sieht doch recht opulent aus. Es gibt sehr schön verzierte Fenster draußen. Viele sind aber auch zugezogen, also ihr könnt jetzt nicht reinsehen. Es gibt darum so ein paar kleinere Bäume. Und vorne eine große, doppelflügelige Eichentür, die gerade offen steht. Und vor der Tür stehen zwei Personen. Einmal ein älterer Herr in einem Frack, durchaus sehr, sehr akkurat gekleidet, würde ich sagen, mit einer Fliege, einer Brille auf der Nase, der sehr, sehr hochnäsig in eure Richtung guckt. Und direkt daneben ein junger Page in einem grünen Pagenoutfit, der wahrscheinlich gerade dabei ist, auf euch zu warten und gleich auf euch losstürmt, als ihr quasi das Auto stehen lasst, um euer Gepäck in Empfang zu nehmen. Sir und Madam, willkommen im Queen Victoria Hotel. Darf ich Ihr Gepäck nehmen? Und er reißt ihr sofort die Tür auf. Er reißt mir die Tür aus der Hand, wo ich noch gerade damit beschäftigt war, das Fenster runterzukurbeln. Oh, entschuldigen Sie, Madam, entschuldigen Sie. Er lässt die Tür los. Er ist noch relativ jung, vielleicht so 16. Okay, cool, das Fenster fertig runter und steige aus. Ich kann mein Gepäck selbst nehmen, aber helfen Sie doch unserer. Sehr wohl. Madam, darf ich Ihr Gepäck nehmen, bitte? Ja, sehr gerne. Natürlich. Sirs, Ihr Gepäck? Danke, ich schleppe es selbst. Nein, danke, ich auch. Er guckt kurz zu seinem Chef, der immer noch am Eingang steht, der so nickt. Und er geht dann so rein und nickt euch nochmal zu. Vielen Dank. Mr. Poole erwartet Sie bereits. Und er läuft in das Hotel hinein. Ja, und der Mann in dem Frack kommt so ein bisschen auf euch zu. Und ein Regenschirm heraus. Bietet den direkt euch beiden an, den beiden Damen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Linke Fort. Mein Name ist Thomas Poole. Ich bin der Geschäftsführer dieses altehrwürdigen Etablissements, dem Queen Victoria Hotel, und ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr wohl, sehr wohl. Auch wenn die Umstände natürlich etwas schwierig sind, so freut es mich natürlich, dass das Militär direkt fähige Leute vorbeischickt, um diese Sache aufzuklären. Unter uns, die lokale Polizei, scheint mit der ganzen Angelegenheit ein bisschen überfordert zu sein. Aber was stehen wir hier im Regen herum? Darf ich Sie hineinbitten? Mhm. Sehr gerne. Gerne. Er hält tatsächlich den Regenschirm so, dass ihr beide runterpasst, aber er nicht. Also schön vorweg. Und ihr geht in das Hotel hinein, werdet direkt empfangen. Draußen ist es ja so ein bisschen kühl, ein bisschen nass. Und drin prasselt direkt ein großer Kamin im Eingangsbereich. Der Eingangsbereich selbst ist sehr, sehr schön, sehr, sehr alt, sehr stark mit Holz vertäfelt. Überall seht ihr sehr, sehr gute Holzvertäfelung tatsächlich. Sehr dunkel, aber sehr stilvoll. Es gibt auf der rechten Seite eine kleine Rezeption. Dahinter befindet sich so ein Schlüsselboard, wo ihr schon sehen könnt, sonderlich stark besucht ist das Hotel jetzt vielleicht nicht. Es sind Kriegszeiten, vielleicht aber auch normal. Auf der linken Seite befindet sich ein Essbereich, beziehungsweise so ein großer Esssaal, den man wahrscheinlich auch etwas größer aufmachen kann, um dort zu feiern oder solche Gelegenheiten. Und auf der rechten Seite gibt es einen kleinen Salon mit einer kleinen Bar. Dort stehen gemütliche Sessel herum. Und ihr blickt nach vorne, dort führen zum einen zwei große Treppen nach oben. Und in der Mitte steht ein großer, fast schon käfigartiger Aufzug, der wohl ja schon einiges an Zeit gesehen hat, aber interessant wirkt auf den ersten Blick. Und ja, Mr. Poole steckt natürlich den Regenschirm in einen Ständer und geht direkt in Richtung der Rezeption. Auf der Rezeption liegt auch ein großes Gästebuch und postiert sich dahinter, während der junge Page noch daneben steht und quasi darauf wartet, dass ihr hineingeleitet werdet. Meine Damen, meine Herren, darf ich Sie eintragen in das Gästebuch? Ihre Ausweise bräuchte ich bitte einmal. Ja. Wir geben Ihnen diese Ausweise, die uns mitgeschickt wurden, oder? Würde ich jetzt, das macht wahrscheinlich Sinn. Ja. Fake-Ausweise, aber da stehen unsere normalen Namen. Ja, da stehen eure richtigen Namen drin. Alles klar, gut. Ich würde mich direkt an Mr. Poole wenden. Mr. Poole, da Sie offensichtlich schon wissen, warum wir hier sind, kommen wir gleich zur Sache. Wo wurde das Opfer denn aufgefunden? In seinem Zimmer. Ich kann Sie gleich hineinführen. Ich würde nur einmal ganz kurz, guckt hinten zu dem Schlüsselboard. Zimmer 101 bis 104, holt so ein paar Schlüssel heraus, übergibt die euch. Das sind ihre Suiten, meine Damen und Herren, im ersten Stockwerk. Quinn wird sie gleich hochführen. Und der Lieutenant hatte ein Zimmer im zweiten Obergeschoss. Insgesamt gibt es hier wohl drei Geschosse in diesem Gebäude. Und
Ich kann Ihnen das direkt zeigen, wenn Sie möchten, das Zimmer. Und wir können davon ausgehen, dass niemand vorher sonst in diesem Zimmer natürlich nicht manipuliert oder verändert? Nein, natürlich nicht. Nachdem wir ihn gefunden haben, haben wir das Zimmer direkt verschlossen, weil wir natürlich davon ausgegangen sind, dass Sie ja, oder jemand sich das Ganze angucken möchte. Und da wollten wir natürlich sicher gehen, dass dort niemand sich unbefugt Zutritt verschafft. Und ich kann Ihnen versichern, das hat niemand getan. Dürfen wir vielleicht einmal kurz, bevor wir uns den Tatort anschauen, unsere Sachen ablegen? Klar. Selbstverständlich. Wie gesagt, Mr. Hamilton, führen Sie bitte die Damen und Herren einmal mit nach oben und wir treffen uns dann gleich im zweiten Stock. Ja, vielen Dank. Ja, meine Sachen werden ja eh schon nach oben getragen, ja. Weil mein Gepäck. Ich würde ins Gästebuch schauen, weil ja ohnehin nicht so viele Gäste im Hotel sind, um zu sehen, wer denn eigentlich noch ein Zimmer gebucht hat, zu der Zeit, wo der Lieutenant gestorben ist. Es gibt aktuell nur einen einzigen weiteren Gast und das ist eine Französin mit dem Namen Florence Duclair. Und du kannst auch sehen, wenn du in das Gästebuch guckst, dass Lieutenant Weber vor ungefähr 5 Tagen eingecheckt hat und wahrscheinlich 7 Tage lang insgesamt bleiben wollte. Florence, wie heißt sie? Duclair. Hat eine sehr kunstvolle Handschrift, die da reingeschrieben wurde. Und sie hat ebenfalls ein Zimmer im zweiten Stock. Mhm. Okay, dann Mr. Poole ist noch da? Ja, der steht noch in der Rezeption. Mr. Poole, könnten Sie mir etwas, ich hoffe, das verstößt nicht gegen Ihre Richtlinien, etwas zu Florence Duclair sagen? Also, das ist natürlich, Sie können sehr gerne mit ihr persönlich sprechen. Ich habe gehört, sie ist eine Schriftstellerin und aus Paris geflohen. Sie war hier, ist hier, glaube ich, vor ungefähr 14 Tagen hat sie eingecheckt, ist schon länger hier und sucht wohl Inspiration für ihr neuestes Buch. Aber Sie können gerne auch mit ihr selbst sprechen. Sie wird wahrscheinlich heute Abend ebenfalls Lunch einnehmen. Drüben im Speisesaal, der wird natürlich auch für Sie vorbereitet, wenn Sie möchten. Eine Folgefrage dennoch. Man könnte ja meinen, dass eine Schriftstellerin sich vielleicht sogar über die Ereignisse freuen würde, die aktuell passiert sind. Na, also da, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also Mademoiselle Duclair ist durchaus pietätvoll und hat sich jetzt nicht sonderlich informiert über die Geschehnisse, um darüber zu schreiben. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Okay, vielen Dank. Ich höre der Konversation zu und frage auch Mr. Poole im Anschluss jetzt. Haben Sie gesehen, ob es irgendeine Interaktion gab zwischen Frau Duclair und Herrn Weber? Naja, ich sag mal so, die beiden sind ja die einzigen Gäste hier, leider. Und natürlich haben sie dann auch gemeinsam gegessen und sich unterhalten, aber mehr Interaktion. Ich weiß gar nicht, was sie da jetzt. Ich meinte nur, ob sie miteinander geredet haben, weil dann ist sie für uns ja eine wichtige Gesprächspartnerin, um rauszufinden, was hat Fred hier eigentlich gemacht. Dann nimmt sie ein Taschentuch und tupft sich so ein bisschen die Stirn ab. Ja, wie gesagt, sie können gerne mit ihr selbst sprechen. Ich, wie gesagt, habe da jetzt nicht viel Interaktion gesehen, außer die üblichen Gespräche bei Tisch. Lieutenant Weber war auch öfters mal in der Stadt und hat wenig Zeit hier verbracht, würde ich sagen. Ich zeige mich etwas genervt von der Fragerei, weil ich erschöpft von der Reise bin und stürme an Hamilton vorbei, selbstständig hoch in den ersten Stock. Sir, warten Sie. Kann ich Ihr Gepäck? Sir. Und er läuft hier hinterher. Ja, und ich ignoriere ihn erstmal noch und suche mein Zimmer auf. Ja, kein Problem. Ich würde auch hinter Hamilton herlaufen, der wahrscheinlich Carmens Gepäck dabei hat. Ja. Und zu ihrer Suite. Richtig. Er würde euch, eure Suiten liegen direkt nebeneinander, von daher kann er euch zu jeder von euch führen, ist kein Problem. Also ihr werdet ins erste Stock geleitet und dort habt ihr schöne Zimmer mit einem kleinen Ankleidezimmer, einem Schlafzimmer und einem Badezimmer für euch selbst. Haben die Suiten Durchgangstüren? Nein, die haben keine Durchgangstüren. In welche Richtung sind die Fenster? Die sind tatsächlich nach außen. Also ihr könnt von euren Suiten könnt ihr in Richtung Dorf gucken. Also sehen wir das parkende Auto? Ja, du kannst das parkende Auto sehen, wenn du möchtest. Ich hatte ja gesehen, dass Mr. Poole sich so ein bisschen abgetupft hat. Ich müsste wahrscheinlich auf Psychologie würfeln, um zu wissen, ob einer Mist. Okay, ich versuch's trotzdem. Wie viel hast du da? Ich habe nur 10. Okay, man kann immer Glück haben. Ich probiere ich das dann noch. Ja, mach das gerne. 91. Das ist etwas daneben, würde ich sagen. Ja, okay, ich habe einfach einen Brainfart und gucke ihn nur so an. Wie gesagt, du kannst auch forcieren, wenn du möchtest, ne? Aber nein. Wer weiß? Ja, ich spreche ja nie wieder mit dir. Ja. Aber mich interessiert das natürlich genauso. Ich habe Psychologie 30. Das ist deutlich besser, ja? 44. Könntest jetzt 14 Punkte Glück ausgeben, wenn du möchtest? Nee, das ist mir nicht wert. Ja, also ihr geht einfach davon aus, es ist halt auch für den gerade eine bescheuerte Situation. Sein Hotel läuft eh nicht so gut und jetzt hat er auch noch die Militärpolizei hier im Hals. Also, dass das den mitnimmt, ist, glaube ich, verständlich, würde ich sagen.
Ich würde gerne das Zimmer näher untersuchen. Mhm. Also das, alle so die üblichen Sachen. Ich würde das Telefon genau angucken, ob das irgendwie verwanzt ist. Gibt kein Telefon. Ich würde alle Bilder, die an den Wänden hängen, würde ich abnehmen, um zu gucken, ob sich dahinter irgendwas verbirgt. Du nimmst alles wirklich hinaus unter die Lupe. Du findest aber keinerlei Abhörgeräte oder irgendetwas, was nicht in ein normales, gut ausgestattetes Hotelzimmer gehört. Okay, dann würde ich meine Sachen weglegen und mich breit machen und meine Notizsachen mitnehmen und dann so ein bisschen Kohlepapier unter die Tür legen und mein Zimmer verlassen und in das Zimmer von Carmen gehen. Wo ist da noch der Page? Ja, der steht davor, hat das Gepäck reingepackt und würde quasi dann davor stehen bleiben. Und ich würde übrigens davon ausgehen, dass du dein Gewehr erstmal wegpackst. Du hast dein Gewehr dabei. Genau, ja. Und du sagst mir einfach, wenn du es mitnimmst, ja? Ja, also ich habe mein Gewehr jetzt nicht dabei. Ich habe, habe ich noch eine Handfeuerwaffe? Nein, du hast keine Handfeuerwaffe. Dann habe ich nur das Messer dabei. Okay. Genau, und dann würde ich sagen, Mr. Hamilton, habe ich recht? Ja, ist alles zu Ihrer Zufriedenheit, Madam? Ein wunderschönes Zimmer. Ich würde gerne kurz Frau Alvarez' Zimmer auch anschauen. Natürlich, natürlich. Ich gehe mal davon aus, Sie werden beide wahrscheinlich dann auch hochgehen. Oder wollt ihr noch auf Mr. Poole einreden oder was bei ihm fragen? Nee, eigentlich nicht. Nee, ich würde auch hochgehen, aufs Klo gehen, von der langen Fahrt. Ich möchte Ihnen noch was fragen. Ja. Wann können wir denn Frau Duclair mal wo sprechen? Ist sie im Haus gerade, wissen Sie? Ich weiß gerade nicht, ob sie im Haus ist, aber ich denke mal, sie wird spätestens so in einer Stunde beim Lunch sein. Da können Sie sie mit Sicherheit besprechen. Ja. Gut, dann gehe ich auch hoch in mein Zimmer. Gut. Ja, und du kannst dir auch das Zimmer von Fräulein Alvarez angucken. Ja, ich würde da halt auch genau das Gleiche suchen. Und ich würde die Fenster an ihrem Zimmer blockieren. Mhm. Ja, kannst machen. Mach mal mechanische Reparaturen, bitte. Mhm. Bin ich dann schon da? Krieg ich das mit? So, komme ich die Tür rein? Nee, gerade noch nicht. Du hast ja noch ein bisschen geredet mit Mr. Poole. Ich würde jetzt mal mit der hinteren Stelle anfangen. Ja, mach das mal. Das ist einfacher. Und das ist ein Null. Schon mal gut. Hätte es die vordere Stelle sein sollen. Nee, das sind eine 9. 90? Ich habe 50. Ja, also du frickelst da so ein bisschen rum, aber die Fenster sind irgendwie schon ein bisschen älter und irgendwie passt das alles nicht so richtig. Und ich schaffe es nicht, sie zu blockieren. Nee, nicht so richtig. Jedenfalls nicht in der Zeit. Und dann kommt tatsächlich auch schon Signora Alvarez hoch und du stehst noch in ihrem Zimmer. Ja, dann würde ich stattdessen nur einfach eine Mehl oder irgendeine, ein harmloses Pulver am Rand ablegen. Das kannst du machen, ja. Mhm. Und quasi so halt dafür sorgen, dass, wenn jemand reinkommt, dass man halt sofort Spuren sehen kann. Ja, das ist kein Problem. Mhm. Gut, ich will erstmal kurz schockiert sein. Ich komme rein, eine volle Blase und sage, Mrs. Brown, was machen Sie da? Mrs. Brown, aber Mrs. Brown, ja. Sie könnten Margaret sagen. Ich habe nur geschaut, ob ihr Zimmer sicher ist und dafür gesorgt, dass wir feststellen, wenn irgendetwas passiert. Wenn Sie den Raum verlassen, bitte legen Sie das vor die Tür. Und ich drücke ihr so 3-4 Papiere, Kohlepapier in die Hand. Seien Sie vorsichtig, fassen Sie das nicht zu viel an, sonst bekommen Sie schwarze Finger. Okay, ja, sie scheint mir sehr kompetent und ich glaube ihr einfach direkt. Der Page steht noch draußen auf dem Gang, ist ein bisschen verwirrt. Kann ich Ihnen sonst noch etwas für Sie tun? Ich stecke ihm ich habe keine Ahnung, wie viel Geld wert ist. Ein Pfund wahrscheinlich. Ich stecke ihm eine Pfundnote zu und sage ihm, erzähl mir alles, was du siehst, wenn du was siehst. Natürlich, Madam, natürlich. Und ich stecke ihm eine zweite zu. Mr. Poole muss nichts davon erfahren. Natürlich, Madam, natürlich. Ja, ich hätte ihn eigentlich direkt gefragt, ob er irgendwas gesehen hat in der Zeit, wo Mr. Webb gestorben ist. Ja, ich glaube, das erklären wir Ihnen am besten oben. Dann kann ich Ihnen auch zeigen, wo ich ihn gefunden habe. Okay. Das Einzige, was ich übrigens in meinem Zimmer mache, während ich da die ganze Zeit stehe, ist die Fluchtwege zu überprüfen, also das Fenster einmal zu öffnen und zu schließen. Funktioniert. Mhm. Und den Koffer quasi so an die Tür zu stellen, dass man ihn beim Rennen sofort greifen kann, ich packe da nichts aus oder so. Du guckst auch raus und so aus dem ersten Stock runterfallen, draußen ins Rasen, könnte auch funktionieren. Ah, okay. Zur Not. Das muss ich natürlich auch wissen beim Fluchtwege checken, ja. Machst du irgendwas, George, in deinem Zimmer? Irgendwas Spezielles? Ich stelle auch nur meine Tasche rein, so ähnlich wie er. Und ansonsten warte ich darauf, dass es, dass wir den nächsten Schritt machen, dass wir quasi dann hoch in das Zimmer gehen, in dem Fred Webber gewohnt hat. Ja, der Page würde eben draußen warten und sozusagen darauf warten, dass ihr euch bereit erklärt, nach oben zu gehen. Und dann würde er euch nach oben führen, wenn ihr das möchtet. Oder wollt ihr noch irgendwas erledigen? Ich trete auf den Flur.
und bin bereit. Alles zu Ihrer Zufriedenheit, Sir? Natürlich, aber wenn du weiterleben willst, rate ich dir davon, mich nicht weiter zu stören, Bürschchen. Entgegne ich diesem Pagen etwas. Natürlich, Sir. Maggie steht hinter dem Pagen und macht nur so. natürlich, er guckt so sehr unsicher zu dir. Natürlich, Sir. Soll ich Sie jetzt hochbringen zum Zimmer von Lieutenant Webber? Bitte gerne. Sehr gerne. Natürlich, folgen Sie mir bitte. Und ja, seien Sie ein bisschen weniger amerikanisch. Er guckt wirklich sehr nervös immer wieder so zu Frank rüber und geht so die Treppe hoch in das zweite Stockwerk. Generell ist es so, in jedem Stockwerk gibt es auf der linken und auf der rechten Seite jeweils 4 Zimmer. Und es führt noch eine Treppe, die noch weiter nach oben geht. Also ihr könnt wahrscheinlich noch in ein weiteres Stockwerk nach oben gehen. Und er geht jetzt nach links in Richtung des Zimmers 202. Und dort steht tatsächlich auch schon Mr. Poole bereit, hat einen Schlüssel in der Hand, auf dem auch ein kleiner Anhänger ist mit der Beschriftung 202. Nickt euch zu, meine Damen und Herren, sollen wir? Bitte, ja. Bitte, ja. Er schließt das Zimmer auf und ihr blickt so ziemlich in ein gleiches Zimmer, wie ihr auch habt. Es ist recht geräumig. Ihr würdet sagen, doch recht luxuriös eingerichtet. Es gibt dort ein großes Bett. Daneben befindet sich ein Kleiderschrank sowie ein großer Schreibtisch und ein kleines Bad. Neben zwei großen Fenstern, die den Blick auf das Dorf freigeben, befindet sich zudem ein grünes Samtsofa, auf dem allerhand Kleidung liegt. Das Zimmer sieht erstmal recht ordentlich aus, bis halt auf diese Kleidung und auf dem Schreibtisch türmen sich Bücher und auch das Bett sieht irgendwie durchwühlt und verwühlt aus. Außerdem liegen vor dem Bett Scherben einer Vase und frische Blumen, die jetzt schon ein bisschen angewelkt sind. Auf dem Teppich vor dem Bett befindet sich ein großer Wasserfleck. Und ja, auf dem Schreibtisch türmen sich allerhand Bücher und aufgeschlagene Notizen. Und Mr. Poole, schaut euch ja mal an. Da haben wir Lieutenant Webber gefunden. Er zeigt so auf den Wasserfleck vor dem Bett. Ich stürme sofort rein und mache mich an diesen Klamottenberg und suche dort nach Hinweisen und gebe Anweisungen und sage Frau Alvarez direkt, Frau Alvarez, Sie können sich ja direkt mal diese Bücher anschauen. Das scheint ja genau Ihr Gebiet zu sein. Die anderen beiden, macht euch nützlich. Entschuldigung, haben Sie irgendeine Art von Erfahrung im Untersuchen von Tatorten? Selbstverständlich. Ich war beim FBI, der allerbesten Behörde auf der Welt, was das Untersuchen von Tatorten betrifft. Was haben Sie denn für Erfahrung vorzuweisen? Ich habe Jahrzehnte bei der Londoner Polizei gearbeitet. Nun, in allen schweren Fällen. Davon hört man ja nicht so viel wie vom FBI. Von Ihnen hört man, dass Sie Ihre Fälle im Wesentlichen mit Pistolen lösen. Das ist Ihre bevorzugte Art der Ermittlung. Nun, wir können auch zusammen, ich suche keinen Streit, wir können auch zusammen dieses Zimmer untersuchen. Ja, mir wäre es wichtig, dass Sie hier nicht alles gleich durcheinander wühlen, sondern dass wir mit Ruhe und Sachverstand uns das einfach anschauen. Ich würde ihm auch sofort hinterher springen und versuchen, ihn festzuhalten, damit er nicht sofort... Ja, also Frank steht schon drin. Habe ich vielleicht eine Kamera oder sowas? Kamera eher nicht wahrscheinlich. Aber du müsstest eine Kamera dabei haben, oder? Könnte eine Kamera dabei haben, dann wäre wahrscheinlich George der am ehesten eine dabei hat. Halt, um Fotos zu machen... Ja, wenn das oder da Zeichnung einpasst. Genau, wie du magst, ja. Ja, dann habe ich eine Kamera dabei. Gut. Dann würde ich Fotos machen. Frank, hören Sie sofort damit auf, was soll das? Nun, ich war natürlich davon ausgegangen, dass die lokale Polizei hier das schon gemacht hat. Sie sprechen die ganze Zeit davon, wie toll das FBI ist und verlassen sich einfach so auf die lokale Polizei. Niemanden von denen kennen Sie? Also ich weiß ja nicht, was das hier für ein Land ist, aber unsere Polizisten hätten das natürlich als erstes gemacht. Natürlich, aber wir gehen immer davon aus, dass alles passieren kann und wir machen unsere eigenen Aufzeichnungen, wir machen unsere eigene Beweisaufnahme, dafür sind wir da. Und Sie haben nicht mal Handschuhe an. Mr. Poole verzieht keine Miene, Mr. Hamilton steht dort so und ist sehr verwirrt, versucht aber Kontenance zu bewahren. Ja, also ich check ja eh nichts, weil ich ja in dahingehend überhaupt nicht erfahren bin und frag aber erstmal Hamilton, Mr. Poole. Diese Blumen, diese Vase, ist das normal, dass in jedem Zimmer so eine Blume ist? Oder kam das ja, tatsächlich ja. Wir haben das jetzt bei Ihnen in der Kürze der Zeit leider nicht geschafft. Aber ja, normalerweise stellen wir in jedes Zimmer frische Blumen. In Ordnung. Ja, die beiden vorsichtigen Kandidaten können ja dann mal beginnen. Ich warte derweil am Eingang. Ich stelle mich etwas beleidigt einfach an Eingang. Warten Sie doch vielleicht vor dem Eingang. Also, wollen Sie mir jetzt frech kommen und suchen Sie Streit? Ich weiß einfach nicht, ob das Untersuchen von Tatorten Ihre große Stärke ist an dieser Stelle. Entschuldigen Sie, wenn ich das sage. Ich würde jetzt demonstrativ diese Wäsche untersuchen, um zu beweisen, wie gut ich das kann. alles klar, dann du guckst dir die Wäsche ein bisschen an.
Ja. Und du würdest sagen, das ist die Uniform des Lieutenants. Mhm. Sieht aus, als wäre sie da hingeworfen worden. Du kannst mal entweder Spurensuche oder Verborgenes erkennen würfeln. Verborgenes erkennen habe ich 50. Mhm. Das mache ich hier mit diesen beiden, ne? Ja, genau. Da habe ich eine 14. Das ist perfekt, du hast es geschafft. An dem weißen Hemd der Uniform findest du mehrere dunkle Flecken am Kragen und am Ärmel. Als ob da eine dunkle Flüssigkeit eingesickert ist. Es ist nicht Blut. Okay. Und das weiß ich auf jeden Fall, dass es nicht Blut ist. Ja, das kannst du ausschließen. Es ist kein Blut. Blut hast du schon mal gesehen. Das sieht aus wie eine Flüssigkeit, die du vorher nie gesehen hast. Alles klar. Ich halte triumphierend dieses Teil hoch und sage, sehen Sie, wenn wir hier noch länger rumgestanden hätten, hätten wir niemals diese Flecken entdeckt. Ich kann auf jeden Fall mit absoluter Bestimmtheit sagen, dass das kein Blut ist. Nun brauche ich aber auch Ihre Expertise. Ich kann nicht alles alleine machen. Können Sie mir sagen, welche Flüssigkeit das ist? Hamilton guckt dich begeistert an und ist sichtlich beeindruckt. Mr. Poole verzieht keine Miene. Der ist Profi. Was machen die anderen drei? Ich sag, gute Arbeit, Cole. Was mich daran erinnert, dass bei diesen Entführungsfällen, an denen ich mal gearbeitet habe, die wir nicht aufklären konnten, die mich letztlich auch zu der Sektion M gebracht haben, da haben wir auch an diesen Tatorten eine Flüssigkeit gefunden, die war genau wie diese. Wir konnten sie aber nie bestimmen. Wir haben an einem der Tatorte mal ein Fläschchen gefunden, so eine kleine Fiole, auf der Nocturnum stand. Aber niemand konnte sagen, was genau darin enthalten ist. Wir haben gedacht, es sei eine Droge. Das haben wir angenommen und wir haben alle Leute verhört, die mit Drogen zu tun hatten in London, aber niemand wusste, was das ist. Und das hier, was wir hier haben an diesem Hemd, das sieht genauso aus wie das, was wir bei diesen Fällen gefunden haben. Und dort sind auch die Leute einfach spurlos verschwunden, was ja mit Fred dann hier auch passiert ist. Er ist auf dem Weg aus dem Hotel offensichtlich verschwunden, so stand es ja in dem Brief. Wenn ich Sie korrigieren darf, Sir, Mr. Poole, wende sich an dich. Wir haben ihn tot gefunden. Sein Körper ist verschwunden, genau genommen. Was wollen Sie damit sagen? Er ist doch auf dem Weg aus dem Hotel verschwunden, oder nicht? Ja, aber er war bereits tot. Seine Leiche ist verschwunden. Okay. Soll ich Ihnen kurz erklären, wie der Abend ablief? Bitte. Darf ich kurz Licht ins Dunkel bringen? Ja, in der Nacht vom 13.09. auf den 14.09. Hat gegen 4.30 Uhr unser junger Portier hier, Mr. Hamilton, im Obergeschoss seltsame... 4 Uhr nachmittags. Nachts. Seltsame Geräusche gehört. Erzählen Sie doch bitte mal, Herr Mr. Hamilton. Ja, natürlich. Ich war auf meiner Nachtschicht und dann habe ich oben etwas gehört, so etwas, als ob etwas umgefallen wäre. Mhm. So ein Rumsen, so ein Bollern, würde ich sagen. Und ich bin dann hochgegangen und ins zweite Stockwerk. Und dann habe ich hinter der Tür von Lieutenant Webber so ächzende Geräusche gehört, wie so ein Krächzen, wie so ein, also als ob jemand schwer atmen kann. Und dann habe ich natürlich geklopft und versucht, die Tür zu öffnen, aber sie ging nicht auf und Mr. Lieutenant Webber hat nicht reagiert. Und dann bin ich natürlich runter und habe sofort Mr. Poole geholt, der dann den Generalschlüssel geholt hat. Und ja, dann haben wir die Tür aufgeschlossen und dann lag der da. Da lag da Lieutenant Webber auf dem Boden, genau da, wo die Wasserpfütze ist. Und ich habe natürlich sofort versucht, ihn wiederzubeleben, aber der war schon tot. Also ich konnte da nichts mehr machen. Und dann hat Mr. Poole hat dann den Arzt geholt des Ortes. Der ist dann gegen 4.50 Uhr eingetroffen und konnte nur noch den Tod feststellen. Und dann haben wir die Polizei geholt und die haben den Leichnam dann mitgenommen, weil sie den dann verwahren wollten für sie. Also der Leichnam ist quasi dann bei der Polizei gewesen und nicht hier im Hotel. Richtig, ja. Sie haben die Polizei den mitgenommen und dann... Er ist dann verschwunden, richtig? Augenscheinlich ja. Er ist zumindest nicht mehr in der Polizeistation, wurde uns gesagt. Das ist seltsam. Wir sollten die Polizisten dort damit konfrontieren, würde ich sagen. Mr. Hamilton, wie war sein Vorname nochmal? Quinn. Wir haben ihn vorhin gehört. Mr. Hamilton. Quinn. Als du den Lieutenant gefunden hast, du warst bestimmt super nervös, also alles in Ordnung. Das ist auch noch nicht passiert, nee. Nein, definitiv nicht, aber hast du vielleicht irgendwelche Verletzungen an ihm gesehen? Hast du Blut gesehen? Nein, der Doktor hat gesagt, es wäre Herzversagen gewesen. Da war kein Blut, nein. Mhm.
Mr. Poole, Ja, Madam? Wir würden gerne uns als nächstes mit der örtlichen Polizei unterhalten. Könnten Sie eventuell kurz dort anrufen und Bescheid geben, dass wir in den nächsten... Natürlich, Madam. Dort ankommen. Sehr wohl. Okay. In der Zeit schaue ich natürlich dann auch doch die Bücher an. Ja, das kannst du machen. Hm? Ja. Du guckst dir ein bisschen die Bücher an, beziehungsweise den Schreibtisch. Und was dir auffällt, ist, es sind allerhand Bücher über die Geschichte von Linkerford, dem Ort, wo ihr seid, und der keltischen Stämme in Cornwall. Und anscheinend hat sich Lieutenant Webber dafür sehr interessiert, hat auch sehr viele Notizen gemacht, sehr viele handschriftliche Notizen. Du findest sogar eine handgezeichnete Skizze eines keltischen Dorfes, welches als Porth Rock bezeichnet wird. Mhm. Und diese Zeichnung gebe ich euch einmal rüber. Einmal für dich und einmal für George Daneken. Danke dir. Für euch beide. Keine Sorge, ich behalte das dann alles hinterher für euch. Danke. Oh, eins ist für mich, Entschuldigung. Und dir fällt relativ schnell auf, das sieht von der Geografie ähnlich aus wie Linkerford. Ja. Außerdem findest du noch ein sehr alt aussehendes Buch. Du kannst mal würfeln, entweder auf Latein oder auf Okkultismus. Latein hast du, glaube ich, nicht, ne? Ich kann kein Latein, nein. Okay, dann mach mal Okkultismus. Ach Gott, habe ich auch nur 5. Kannst du mal versuchen, ne? Was ist denn nur 97? Das ist keine 5, nein. Ja. Also dieses Buch ist halt auf Latein verfasst, würdest du sagen, das sagt dir überhaupt nichts. Es sieht sehr, sehr alt aus. Es ist teilweise auch schon so ein bisschen auseinandergefallen, aber du findest, dass in der Mitte eine Seite rausgerissen wurde. Mhm. Das kommt dir schon ein bisschen seltsam vor, weil so würde man normalerweise nicht mit so einem Fundstück umgehen. Und auf der Rückseite befindet sich so eine kleine Lasche, wo eine Leihkarte des örtlichen Museums eingetragen ist. Okay, also ich informiere natürlich die Gruppe über meinen Fund. Ich habe das Buch in der Hand und sage, Leute, ich glaube, ich habe da was. Kommt her. Ich schaue mir auch diese Karten nochmal an und dann fällt mir auch auf, dass dass da eine Ähnlichkeit besteht zwischen diesen Ortschaften. Und da ich mich im Zuge der Verwirrung der letzten Jahre mit okkulten Themen beschäftigt habe, probiere ich auch nochmal darauf zu würfeln. Ja, mach gerne mal. Einen Wert von 40 tatsächlich. Mhm. Das ist schon deutlich besser. Aha. Und ich habe eine 18. Oh, das ist sehr gut. Okay. Du guckst dir auch so ein bisschen dieses Buch an, was Signora Alvarez da gerade gefunden hat und du kannst nicht verstehen, was dort steht, weil es auf Latein ist. Du siehst aber hier und da ein paar Zeichen und seltsame Malereien, würdest du sagen, die du assoziierst mit Träumen. Es geht dort wohl um irgendwas mit Träumen. Du siehst Bilder von Menschen, die schlafen. Du siehst Bilder von Menschen, die von irgendwelchen Geschehnissen träumen. Du siehst Bilder von Menschen, die um Feuer herumstehen und aus diesem Feuer kommt eine Dampfwolke raus und in dem ist irgendwie ein Bildnis zu sehen. Du würdest sagen, das ist schon ein okkult interessanter Text. Mhm. Aber ist halt auf Latein. Sind Hamilton und Poole noch da? Oder rufen Poole ist runtergegangen, Hamilton steht da noch. Ich würde Mr. Hamilton einmal fragen an der Stelle. Ich würde ihm diese Karten zeigen und würde ihn fragen, was nordöstlich des Dorfes liegt, weil das ja scheinbar Objekte sind, die sich kaum verändert haben. Oh, ja, nordöstlich, das sind die Hügelgräber, die alten keltischen. Aussehen. Okay. Die sind, die gibt's da schon sehr lange, wurde mir gesagt. Ich war nie sonderlich gut in der Schule, muss ich sagen. Aber wir haben da mal öfters Ausflüge gemacht. Das sind so Hügel und da kann man so reingehen und da sind irgendwelche Leute begraben. Hm. Uns wurde vorher nicht gesagt, was Mr. Webb überhaupt gemacht hat in diesem Dorf. Webber, in der Sektion. Webber, ja. Nee, hat er nicht. Wurde nicht gesagt. Okay. Irgendwann zwischen dieser ganzen Aktion, nachdem ich Poole runtergeschickt habe, hätte ich Hamilton noch gefragt, in welchem Zustand er Webber gefunden hat. War er nackt oder hat er Unterwäsche an? Oder? Er hatte einen Schlafklamotten an. Schlafkleidung. Ja, Schlafkleidung. Okay, dann würde ich jetzt auch noch mal zu dem Wäschehaufen hingehen und mit Bedacht und Handschuhen und einem Bleistift diese Kleidung noch mal genauer untersuchen und vor allem die Taschen noch mal genauer untersuchen. In den Taschen befindet sich nichts. Du kannst das Gleiche feststellen wie Frank ebenfalls schon. Also der hat da anscheinend nichts übersehen. Ich kommentiere das mit, ja, Frau Etepetete, das hat sich ja gelohnt. Das Einzige, was dir auffällt, ist,
Sie sind schon sehr hingeknüllt. Und so würde ein Offizier mit seiner Uniform nicht umgehen. Ich sag genau das. So würde ein Offizier mit seiner Uniform nicht umgehen. Ich würde noch mal Mr. Hamilton was fragen. Sie haben gesagt, dass Sie eine Art Krächzen gehört haben oder komische Geräusche aus dem Zimmer. Und als Sie die Leiche gefunden haben, sagten Sie, es gab keine äußerlichen... Nichts. Kein Blut, keine Stichwunden, Schusswunden der Art. Das, für mich klingt das ein bisschen danach, als sei er vielleicht vergiftet worden oder sowas in der Art. Als habe er irgendwas zu sich genommen, was dann dazu geführt hat, dass er gekrächzt oder geächzt oder um Luft gerungen hat. Ich würde einmal rein aus einer Intuition heraus Verborgenes erkennen auf diese zerbrochene Blumenvase und die Flüssigkeit und die Blumen. Mach das gerne, ja. Würfeln. Das kannst du gerne machen. 60 bei Verborgenes erkennen. Dann würfel mal. Ich habe eine 8. Eine 8, okay, das ist sehr gut. Du guckst dir so ein bisschen die Scherben an, du guckst dir so ein bisschen den Wasserfleck an. Der Wasserfleck ist augenscheinlich ein Wasserfleck und der stammt eindeutig von dieser umgestoßenen Vase. Die stand wahrscheinlich noch auf so einem kleinen Schrank, der neben dem Bett stand und ist dann runtergefallen. Es könnte sein, dass vielleicht der Lieutenant aus dem Bett gefallen ist und die Vase mit umgerissen hat. Aber dafür, also irgendwie, du hast sofort irgendwie den Punkt, dass du weißt, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Irgendwas passt nicht richtig zusammen. Und zwischen diesem Wasserfleck findest du tatsächlich auch ein paar Fasern im Teppich, die eine dunkle Flüssigkeit aufweisen. Eine dunkle, ölige Flüssigkeit. Nur ein Tropfen, nicht mehr. Nur ein Tropfen. Mhm. Ich würde das mal vergleichen mit den Flüssigkeitsspuren auf der Kleidung, die Mr. Cole gefunden hat. Die sehen relativ gleich aus, ja. Haben Sie das gesehen? Ist die gleiche Flüssigkeit auf dem Boden, wo die Vase zerbrochen ist, wie sie auch auf der Kleidung zu finden ist? Ja, gut. Was kann das bedeuten? Das wäre mir so nicht aufgefallen. Es scheint mir doch, dass ich etwas voreilig war und mit einem kompetenten Team unterwegs sein könnte. Habe ich eigentlich auch Handschuhe? Wenn du möchtest, kannst du Handschuhe haben, ja. Okay. Es tut mir leid, Teuerste, ich ziehe jetzt auch meine Handschuhe an. Wir sind in Ihrem Land, ich befolge Ihre Regeln. Und im gleichen Zuge, nachdem ich die Handschuhe angezogen habe, würde ich mal Türen und Fenster checken wollen, ob da irgendwie Einbruchsspuren oder irgendwas in der Richtung sind. Du findest keine Einbruchsspuren. Du guckst aus dem Fenster, aus dem Badezimmerfenster. Du glaubst nicht, dass hier jemand hochgeklettert ist, weil die Wände, das wäre schon ziemlich schwierig, hier hochzuklettern. Es sieht alles normal aus. Also du findest keine Einbruchsspuren oder irgendwie sowas. Das findest du nicht. Du kannst mal Verborgenes erkennen, bitte würfeln. Mhm. Einer der wichtigsten Skills bei. Oh, eine 99. Oder warte mal, mit dem Strich unten ist dann eine 96, aber es ändert nicht. Ja, hier ist alles fein. Das ist alles cool. Sage ich ganz selbstbewusst. Ich habe mir das zwar schon gedacht, aber man muss natürlich mal schauen. Wahrscheinlich, also. Die Vermutung liegt, glaube ich, bei uns allen nahe, dass es sich um ein Gift handeln könnte. Besitzt jemand von Ihnen Erfahrung damit, das Ganze zu überprüfen vor Ort? Wir haben nun kein Labor oder etwas Ähnliches in der Nähe. Eine Frage so in die Runde. Ja, wir hatten unsere Mitarbeiter bei der Londoner Polizei, aber auch die, wenn das die gleiche Flüssigkeit ist wie in diesen Fällen 1935, dann werden sie da nichts rausfinden können. Es kann ein Gift sein, es kann auch keins sein. Verstehen. Aber wenn er vergiftet worden ist, dann muss es ja in unserem Essen gewesen sein. Von dem habe ich doch auch gegessen. Aber ist es nicht auch Wurmel vielleicht, die Flecken auf dem Boden landen? Einen Augenblick. Quinn. Bitte lassen Sie uns alleine. Sehr wohl, Madam. Und er geht raus. Okay. Mr. Poole ist doch da. Nee, der ist hier noch. Also, der ist auch schon gegangen. Ah ja, stimmt. Der habe ich schon weggeschickt. Hast du recht. Ich würde mich gerne noch mal genauer im Zimmer umschauen mit Konzentration darauf, ob ich etwas, ob etwas fehlt. Also seien es die Handtücher oder ob in der Minibar was fehlt oder alles Mögliche. Verborgenes erkennen, bitte. Oder Spurensuche, je nachdem, was du besser kannst. Also Verborgenes erkennen. Okay, dachte mir schon. Das ist eine 16. Eine 16, okay, gut. Du findest nichts, was fehlt, wirst du jetzt auf Anhieb sagen. Aber Senora Alvarez steht gerade mit dem Buch so an dem Schreibtisch und du guckst auch so ein bisschen den Schreibtisch an und du siehst, dass an einer Stelle der Schreibtisch ein bisschen verrückt wurde. Und du schiebst ihn ein bisschen nach vorne und siehst, dass zwischen zwei Spalten im Boden, zwischen zwei Dielen, ein Zettel steckt. Okay, ich zieh ihn raus. Du ziehst den Zettel heraus und es handelt sich dabei eigentlich um, genau zu sein, um zwei Zettel.
Der eine Zettel sieht aus wie die herausgerissene Seite des Buches. Mhm. Ebenfalls komplett auf Latein. Und der andere Zettel scheint eine handschriftliche Übersetzung zu sein, dessen, was dort steht. Und auch die bekommt ihr natürlich von mir. Und die lese ich euch gleich auch noch mal kurz vor. Für euch beide. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Ja. Schön. Und ich lese jetzt einmal kurz für uns alle vor. Die Geschichte von Heiter dem Schäfer, übersetzt aus dem Lateinischen. Und so begab es sich, dass Heiter des Nachts seine Schafe hütete. Als er gen Himmel sah, legten sich plötzlich finstere Wolken über das Tal zwischen den drei Hügeln und Heiter wurde Angst ums Herz. Die Wolken öffneten ihre Tore und ein gar großer Schwall von Regen und Eis ging hernieder auf das Land und Heiter suchte Schutz in seiner Hütte. Als er hinausblickte, sah er den Strom anschwillen und sich ins Tal ergießen. Als der Regen nicht aufhörte, kniete Heiter nieder und betete zu Hastur, dem Gott der Schafe und der Träume. Doch Hastur antwortete nicht und so drohte Heiter damit, nie wieder ein Gebet an Hastur zu richten. Da erschien er vor Heiter und sprach: Du bist mutig genug, einem Gott zu drohen, um deiner Mitmenschen willen? Nun gut, ich sende Hilfe, auf dass du dein Tal erretten kannst. Doch wisse, kleiner Schäfer, du verpflichtest dich damit in meine Dienste und sollst für immer wandern im Zwielicht der Welten. Und so erhob sich Heiter und staunte. Da, in seiner bescheidenen Hütte, erschien ein Hirtenstab aus purem Gold, der es vermochte, die Tore des Himmels zu schließen. Eine göttliche Flöte, so rein, dass sogar das Wasser ihr Folge leistete und eine Tasche aus Samt und Seide, die selbst die größten Fluten zu bändigen vermochte. Und so ging Heiter hinaus ins Tal und er stoppte den Regen, formte das Meer und trocknete das Land. Aus Dankbarkeit nannten die Menschen ihn fortan den König zwischen den Hügeln. Als Heiters Zeit zu Ende ging, erschien ihm erneut Hastur und sprach: Deine Zeit auf dieser Welt neigt sich dem Ende. Bist du bereit, deinen Dienst anzutreten? Doch bevor du ins Zwielicht tauchst, so musst du noch etwas erledigen. Meine heiligen Werke sollst du verstecken und hüten, auf dass die nächsten Menschen, die zu mir gelangen wollen, sich ihrer annehmen können, um das Tor zwischen den Welten zu öffnen. Und so tat Heiter, wie ihm geheißen. Den Hirtenstab vergrub er in der dunklen Erde unter seinem Haus. Die Tasche gab er zur Verwahrung an die Weisesten seines Volkes und die Flöte sollte er mitnehmen ins Grab, um sie den Nächsten zu geben, die seinen Platz einnehmen wollten. Und so trat Heiter seine letzte Reise und seinen neuen Dienst an im Reiche Hasturs. Senora Alvarez, du kannst mal Okkultismus oder Geschichte würfeln. Okay, lieber Geschichte. Und ich mach mal Intelligenz, du hast ja auch Idee, Intelligenz oben. Intelligenz. Okay, ist auch gut. Wollte auch gerade fragen, Frau Alvarez, sagt Ihnen das irgendwas? Da stimmt noch was mit den Würfeln nicht. Schon wieder eine 90, 98. Also, du hast den Namen, hast du schon irgendwo gehört, aber es ist schwierig, drauf zu kommen. Du weißt nicht mehr ganz genau, in welchem Zusammenhang. Kann ich vielleicht darauf würfeln? Du hast das noch nie gehört. Okay. Fürchte ich. Aber ich könnte es gehört haben im Rahmen meiner okkulten Forschung. Ja, würf mal. Auch auf Intelligenz? Nee, auf Okkultismus dann bitte. Da hast du 40 oder so, ne? 40, ja. Komm schon. 44. Willst du 4 Punkte ausgeben? Glück? Ja. Gut, dann streich dir die mal ab. Und du hattest ja irgendetwas mit einem Theaterstück. All diese Leute, die verschwunden waren von diesen mysteriösen Fällen in deiner Vergangenheit, hatten irgendetwas mit einem Theaterstück zu tun. Und da trat auch eine Figur auf, die Hastur hieß. Hm. Und da war ja auch so etwas wie ein Gott oder so. Aber ganz genau weißt du es nicht mehr. Ja, doch, ich erinnere mich aber dunkel daran. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, als wir hierher gefahren sind, dass ich mich nicht mehr an dieses Theaterstück erinnern würde, mit dem all die Verschwundenen in Verbindung standen. Aber es ist mir mittlerweile wieder eingefallen. Der König in Gelb hieß dieses Stück. Und es gab dort... Dieses Stück habe ich auch besucht. Ja, es gab dort eine Figur, die nannte sich Hastur. Das ist... Also, ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Zufall ist, aber ist doch alles schon komisch, oder? Ich meine, da verschwinden diese Menschen... Jetzt ist Fred Weber tot und verschwunden. Wir finden überall diese geheimnisvolle Flüssigkeit. Und jetzt taucht hier auch noch Hastur im Kontext beider oder all dieser Fälle auf. Ist doch schon irgendwie seltsam. Ihr hört plötzlich einen lauten Knall aus dem Bad. Ich springe sofort an die Tür.
guckst ins Bad und das Fenster wurde aufgestoßen vom Wind. Regen peitscht herein und du blickst raus und siehst, dass der Sturm jetzt so langsam über dem Ort liegt. Ich schaue die anderen beiden an. Sie hatten sich alle Fenster angeschaut. War das Fenster offen? Nein, das Fenster war geschlossen, meiner Ansicht nach. Ich gehe vorsichtig in den Raum rein und schaue, ob sich was am Fenster zu schaffen gemacht hat. Zieh den Duschvorhang zur Seite und zu gucken. Es ist nichts da und das Fenster sieht aus, als hätte jetzt wärst durch den Wind aufgestoßen worden. Vielleicht. Siehst auch, dass es so ein bisschen an dem Schloss irgendwie reingebrochen ist. Also ob irgendwas von draußen halt wirklich stark dagegen gedrückt hat. Ich sage, das ist wahrscheinlich nur der Sturm. Lassen Sie uns nicht ablenken, denn ich wollte Ihnen über Sir nochmal sagen, dass ich auch finde, das kann kein Zufall sein. Also, dass wir beide dieses Theaterstück besucht haben, dass wir beide Fälle hatten, die damit zu tun hatten und dass wir nun wieder von einer Figur, die daraus entspringt, hören, wundert mich doch sehr. Sie haben beide das Theaterstück gesehen. Ich dachte, Sie hatten nur damit zu tun. Sie haben nur Fälle. Nun, ich bin ziemlich am Anfang eingeschlafen und hatte dort dann ein Blackout und dann brannte das ganze Theaterstück und danach fand ich... Das ist in London auch passiert. Es ist auch abgebranntes Theater, deswegen, ich habe es auch nicht sehen können, aber all die Verschwundenen hatten damit zu tun und ich habe die Geschichte nachlesen können, aber gesehen habe ich es selber nicht. Aber das Theater ist auch abgebrannt. Hey, das klingt langsam nicht mehr nach einem Zufall. Ich war so ein bisschen in Gedanken versunken, nachdem du erzählt hast, dass du mit dem Theaterstück schon zu tun hattest und haue nur auf den Tisch, wo die Bücher sind und schrei, Scheiße! Es fängt schon wieder an. Das ist kein Zufall hier. Das hat mit dem Fall zu tun, an dem ich vorher gearbeitet habe. Viele Leute haben eine gelbe Gestalt gesehen in einem gelben Anzug. Meine Kollegen sind dadurch gestorben, sind einfach verschwunden und verrückt geworden. Ich habe mich auch über dieses Theaterstück informiert, als ich eben flüchten konnte in der Zeit, wo ich nicht nochmal einberufen wurde. Und überall, wo dieses Theaterstück stattfand, ist irgendwas Grauenvolles passiert. Sie können von Glück reden, dass sie nicht tot sind. Aber meine Partnerin. Das tut mir leid. Vielen Dank. Sie meinen, diese Figur, diese gelbe Figur, das ist der König in Gelb? Ich kann es nicht... Ja, ich denke schon, ich kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Ich möchte nicht unbedingt auch dieses Buch lesen. Ich habe dieses Buch, dieses Theaterstück und ich wollte es loswerden, weil komische Dinge bei mir passiert sind. Ich habe versucht, es zu verbrennen. Es tauchte immer wieder auf. Ich habe es weggeschmissen. Es kam immer wieder zurück. Haben Sie es dabei? Ja, ich habe es mitgenommen. Aber nein, wir dürfen das nicht. Sie dürfen das nicht lesen, nein. Ich gehe wieder aus dem Badezimmer raus und schließe die Tür hinter mir. Wir müssen davon ausgehen, dass hier irgendjemand war zum Zeitpunkt des Todes. Ein Offizier würde nicht so mit seiner Uniform umgehen. Ja, gute Vermutung, aber es gab zumindest kein Eindringen. Ich habe gerade geschaut und diese Person muss vielleicht sich anders Zutritt verschafft haben. Vielleicht hatte sie einen Schlüssel oder war vertraut. Naja, gerade eben hat offenbar der bloße Wind dieses Fenster aufbekommen. Vielleicht hat zum Tatzeitpunkt jemand sich im Badezimmer versteckt. Ich gehe nicht davon aus, dass Mr. Hamilton sich da großartig umgesehen hat. Das ist ein guter Punkt. Aber das Problem ist doch, die Leiche ist weg. Und es wird niemand mehr rausfinden können, woran er genau gestorben ist. Deswegen sollten wir jetzt auf jeden Fall mal die Kollegen von der örtlichen Polizei genauer befragen. Ja, Mr. Poole wollte dort doch anrufen. Ja, ich gehe davon aus, dass wir jetzt schon erwartet werden. Wir sollten hinfahren. Ich unterbreche kurz die Gruppe und sage, wollen wir nicht erst noch mit Frau, wie heißt sie nochmal? Duclair sprechen? Naja, wenn wir schon hier sind? Hieß ja, sie wäre in einer Stunde verfügbar beim Lunch. Vielleicht lohnt es sich dann nicht wirklich jetzt noch zur Polizei zu fahren vorher und wir sprechen vorher mit ihr, weil von ihr hoffe ich mir auch viel, da sie eben eine der wenigen Gäste hier war, die Mr. Weber noch gesehen hat. Wir könnten an der Bar warten, einen Cognac zu uns nehmen und warten, bis sie zum Mahl erscheint. Dann können wir sie auch nicht verpassen. Was halten Sie von dieser Idee? Ich finde das okay. Ich meine, es ist jetzt draußen es sieht alles nach Unwetter aus. Es ist jetzt nicht das beste Wetter
und zur Polizei zu fahren. Ihr habt auch tatsächlich, nur falls es untergegangen ist, in dem Zimmer ist auch noch ein Schrank, der geschlossen ist, so ein kleiner Schrank. Das hätte ich jetzt auch auf jeden Fall noch gefragt, bevor wir gehen. Was gibt es dort noch für Schubladen? Also genau, es gibt noch den Kleiderschrank. Willst du den angucken? Würde ich mal angucken, ja. Du machst den Kleiderschrank auf und du findest Freizeitkleidung des Lieutenant sowie eine weitere, sehr ordentlich aufgehangene Uniform. Die gesamte Kleidung wurde mit militärischer Präzision verstaut, genauso wie du es kennst und gelernt hast. Und außerdem befindet sich da drin ein leerer Holster, wo normalerweise wahrscheinlich der Dienstrevolver von Lieutenant Weber drin sein sollte. Dieser ist allerdings nicht da. Mhm. Ja, habe ich eigentlich eine Handfeuerwaffe dabei? Du hast eine Pistole dabei und George hat auch eine Pistole dabei. Gut, also ich würde die Pistole mal in die Hand nehmen und mir sie die genauer angucken. Da ist keine Pistole, das ist nur der Holster. Also der Holster. Genau, das ist nur die Tasche für die Pistole. Aber dann würde ich deine Expertise zu Rate ziehen und sagen, schauen Sie mal, Sie haben ja gerade das mit der Uniform festgestellt. Finden Sie hier etwas Auffälliges oder ist das der übliche Prozess, wie ein Militärangehörige das irgendwie alles machen würde? Die fallen zwei Sachen auf. Erstens, das ist ein normaler, handelsüblicher Dienstrevolver für die Royal Air Force, aber auch für die Army. Der jeder Offizier bekommt so ein Ding. Aber das Ding nimmt man nicht mit in zivile Gebiete in der Regel. Vor allem nicht in den Urlaub. Mhm. Das ist ein Revolver, der normalerweise 6 Schuss fasst. Und es sieht so aus, als wäre da noch eine kleine Tasche, wo insgesamt 12 Schuss reinpassen würden. Aber es ist keine Munition dabei. Ansonsten ist alles nichts sonderlich auffällig. 3 Sachen. Einmal würde ich gerne gucken, ob in den Taschen in der Uniform was drin ist. Ich würde gerne schauen, ob irgendwas fehlt von irgendwelchen Regalia oder sowas. Nee, es fehlt nichts. Und du findest da die Papiere von Lieutenant Weber drin, die auch im Zugang zu seiner Base zeigen. Also das ist alles noch da, sind Dienstausweis, alles da. Und ich würde gerne gucken, ob an dem Holz der Spuren von Schwarzpulver sind. Nein, nichts. Okay, dann würde ich die Papiere mitnehmen und in ein kleines Kuvert stecken und einstecken. Du nimmst alles mit und bevor ihr mit der ganzen Untersuchung weiterfahrt, machen wir eine ganz kleine Werbung. Übrigens an dieser Stelle, wir sind gerade bei einer Spendensumme von 15.500 Euro angelangt. What? Das ist schon ziemlich viel. Vielen Dank an alle da draußen. Was? Wenn ihr noch mitmachen wollt, rbtv.io/Ukraine. Es gibt außerdem ein ziemlich dickes Cthulhu Pen & Paper Paket zu gewinnen mit Dingen, die ihr so nicht kaufen könnt. Unter anderem handgehäkelt von der guten Natascha. Und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder da für euch. Strange is the night where black stars rise, but stranger still is lost Carcosa. Da sind wir wieder mit Pen & Paper, Tor nach Carcosa 2, Fahrt in die Träume. Und ja, ich kann mich nur noch einmal kurz bedanken an alle Leute, die bisher schon gespendet haben. Wir haben bisher 17.222 Euro eingenommen, über 510 Spenden. Vielen, vielen Dank an euch da draußen. Es ist, ich habe damit nicht gerechnet, dass es schon so viel sind und wir haben noch nicht mal das VOD draußen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr dort noch mitmachen wollt, auf rbtv.to/Ukraine sammeln wir gerade Spenden für die Opfer des Ukraine-Krieges. Guckt da gerne mal rein. Es gibt zu gewinnen ein ziemlich großes Pen-and-Paper-Paket mit jede Menge Pen-and-Paper-Büchern, mit denen ihr dann das hier nachspielen könnt, was wir hier machen. Einer der epischsten Cthulhu-Kampagnen, die es gibt. Würfeln von Cat in the Dice Bag und handgehäkelten Figuren und ein Würfelbeutel von Natascha, die gerade noch ihre Pause genießt. Ja, guckt einfach mal rein. Das Gewinnspiel geht noch bis Sonntag um 22 Uhr. Da habt ihr noch Zeit. Und ja, wir dürfen rechtlich die Spende quasi nicht mit dem Gewinnspiel verbinden. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen alle mitmacht und spendet und dann bei dem Gewinnspiel mitmacht. Ja? Cool. So, ihr habt euch ja gerade in dem Zimmer von Lieutenant Weber umgesehen, der verschwunden ist. Vielleicht tot, vielleicht seine Leiche ist angeblich verschwunden. Er selbst scheint tot zu sein. Ihr habt dort ein paar Sachen gefunden, unter anderem ein seltsames Schriftstück, ein altes Buch, was aus dem Völkerkundemuseum stammt. Seine Klamotten, die einfach zur Seite gewischt worden sind oder geschmissen worden sind. Eine seltsame Flüssigkeit, eine schwarze Flüssigkeit und ja, wolltet ihr noch irgendwas in dem Raum des Lieutenants machen oder wollt ihr euch dann wie geplant in den Salon begeben und darauf warten, dass Florence Duclair
euch über den Weg läuft. Ich würde noch eine Frage gerne an Mr. Cole stellen. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Sie auch dieses Theaterstück kennen und anders als ich. Sie haben es sogar gesehen. Erinnern Sie sich daran? War da irgendwie die Rede von? Ich muss gerade noch mal gucken, wie diese Figur hieß, die hier aufgetaucht ist. Hastur. Hastur, ging es da auch irgendwie um keltische Mythologie? Hat es irgendwas damit zu tun? Ist das das Element, was das hier alles gerade verbindet? Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich habe tatsächlich nur den Anfang mitbekommen und das war noch nicht mal wirklich das Setting. Also ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, worum es in diesem Stück geht. Das liegt auch unter anderem daran, dass nach diesem Brand und dem Tod meiner Partnerin wurde uns der Fall entzogen. Ich wurde versetzt, deshalb habe ich dort nicht weiter nachgebohrt. Ich hätte nie damit gerechnet, nochmal damit in Berührung zu kommen. Von daher kann ich leider über die Geschichte von der Gelbe König, hieß es, glaube ich, gar nichts sagen. Kann ich was dazu sagen? Ich habe ja im ersten Abenteuer so ein paar Seiten reingelesen, weißt du das? Ja, also du erinnerst dich daran und du erinnerst dich auch daran. Ach so. der erste Akt ist furchtbar, weil er sehr, sehr viele Figuren einführt, die nicht erklärt werden. Es geht darum, irgendeine Königin und irgendjemanden, der zu der Königin hingeführt wird. Und die reden irgendwie miteinander, aber komplett konfus. Also es ergibt gar keinen Sinn. Deswegen bist du dann auch eingeschlafen vielleicht. Mhm. Und das Ganze findet statt in einem Ort, der Karkosa heißt. Irgendein Königreich. Mhm. Und mehr hast du nicht gelesen. Und du bist dann eingeschlafen. Mhm. Aber du weißt noch, der Wehrmachtsoberst, der dir das Buch gegeben hat, hat gesagt, der zweite Akt öffnet dir die Augen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas Keltisches ist oder sowas. Kann ich nee, das okay. Ja, spontan wirst du sagen, nicht, nee. Das kannst du nicht sagen. Ich unterbreche euch offiziell auch nicht, deswegen. Ihr redet noch weiter, ich denke nach. Achso, du teilst diese Information nicht mit uns. Noch nicht, ich dachte, ihr seid noch am Reden. Nee, ich sag quasi nur, dass ich echt, das kann ich noch dazu sagen. Mhm. Stimmt, ich erinnere mich daran, es war einfach auch relativ konfus. Es war nicht wirklich mein Werk. Also ich fand es nicht sehr spannend. Ich habe nicht viel verstanden. Ja. Ich pflichte bei. Es wundert mich nicht, dass ihr eingeschlafen sind. Ich habe die ersten paar Seiten gelesen und es war schrecklich langweilig. Mir wurde gesagt, im zweiten Akt wird es besser, aber da habe ich Gott sei Dank aufgehört zu lesen. Aber es hätte hier jetzt ins Bild gepasst, wenn das was mit keltischer Geschichte zu tun hätte. Aber fassen wir jetzt mal kurz zusammen. Wir haben das Zimmer uns angeschaut. Wir haben jetzt eben noch gesehen, dass er seine Waffe mitgenommen hat. Das heißt, er war offenkundig nicht hier, um Urlaub zu machen, sondern auf irgendeiner Mission. Und das Einzige, was wir jetzt hier gefunden haben, was irgendwie eine Übereinstimmung ist, hier liegen diese Bücher, die sich mit keltischer Geschichte beschäftigen. Und was uns vorhin Hamilton erzählt hat über diese Gebäude, die wir hier oben auf der Karte sehen, dass das keltische Gräber sein. Ich meine, das ist das Einzige, was hier gerade wiederkehrt. Ob er da vielleicht irgendwas auf der Spur war, das ist das Einzige, was ich mir jetzt gerade erklären könnte, was bisher auch unsere Ermittlungen jetzt hier ergeben haben. Außer, dass wir wieder diese dunkle Flüssigkeit haben, von der niemand von uns weiß, was es ist. Es klopft an der Tür. Sir and Madam. Sir Poole steht anscheinend vor der Tür. Kommen Sie rein? Mehr? Er macht die Tür auf. Die lokale Polizei ist über Sie informiert und Sie werden erwartet. Ansonsten kann ich Ihnen aber natürlich auch gerne erst einmal das Dinner empfehlen, was wir jetzt aufbauen. Wir würden, glaube ich, das Dinner einnehmen. Ist denn Frau Duclair auch zugegen, um mit ihr zu sprechen? Sehr wohl, ja. Die hat sich ebenfalls im Speisesaal eingefunden. Wenn Sie möchten, kann ich Sie vorstellen. Bevor wir gehen, würde ich gerne noch eine Sache gucken. Die Schuhe des Lieutenant, stehen die auch im Schrank? Ja. Also es gibt zwei Paar Schuhe. Es gibt einmal die Freizeitschuhe, die stehen im Schrank. Und es gibt die Schuhe, die zur Uniform gehören, die liegen bei den Klamotten beim Sofa. Kann ich die noch einmal ganz kurz angucken, um zu sehen, ob die vielleicht irgendwelche Spuren haben, Schlamm oder irgendwas? Nee, sehen normal benutzt aus. Also Schlamm jetzt nicht, aber es ist halt ein bisschen Dreck dran, als hat er sie draußen getragen, aber jetzt nichts Spezielles. Ich habe vorhin vergessen, das noch zu sagen, als ich gesagt habe, dass es nicht normal ist, dass ein Offizier seine Klamotten so hinschmeißt, dann hätte ich auch dazu gesagt, dass ich davon ausgehe, dass jemand sie durchsucht hat. Ja. Konnten Sie denn den Fall schon lösen? Ich sowieso nicht. Wir hoffen uns mehr aus dem Gespräch mit der Polizei und aus dem Gespräch mit Frau Duclair. Ja, natürlich, natürlich. Was wird es denn geben beim Dinner?
Wir haben einen sehr schönen lokalen Fisch, den wir zubereitet haben. Und als kleinen Aperitif gibt es hinterher einen wunderschönen Port. Ich möchte kurz einmal an der Stelle die Runde daran erinnern, wenn hier wirklich jemand vergiftet wurde, dann müssen wir uns genau überlegen, ob wir hier jetzt essen wollen oder nicht. Es kann immer noch auch jemand vom Hotel involviert sein. Frau Duclair könnte eine Giftmischerin sein. Das sagst du jetzt während der Pool da. Ich gehe davon aus, du kannst es halt. Ich hätte es, glaube ich, mit Rücksicht so formuliert. Es wäre meinem Charakter wahrscheinlich auch egal an der Stelle. Aber ich habe es so gesagt, dass es der Pool nicht gehört hat. Der ist schon... Ja. Er hat schon kehrt gemacht vorher. Aber da muss jeder von Ihnen selber seine Schlüsse draus ziehen. Aber ich denke, ich werde verzichten auf das Abendessen. Ah, ein guter Hinweis. Ja, ich würde ungern auf einen Schnaps oder so verzichten, weil ich gerne meine Nerven ein bisschen beruhigen wollen würde. Ich frage Mr. Poole, Mr. Poole, gibt es eine Möglichkeit, selbst die Getränke sich einzuschenken? Er guckt ein bisschen verwirrt. Wenn Sie das möchten, lasse ich die Flasche auf den Tisch stellen. Wenn Sie großen Durst haben. Das muss schauen, dass keiner K.O.-Tropfen reinmacht. Ja, ich möchte nicht, dass Sie sich beleidigt fühlen. Ach so, nein, entschuldigen Sie. Natürlich wird die Flasche frisch vor Ihren Augen entkorkt. Okay, sehr gut. Also ich mache mir erstmal keine Sorgen und verlasse schon mal das Zimmer und warte ganz aufgeregt, dass die anderen hoffentlich nachkommen. Ja, ich komme da direkt nach. Auch nach. Ja. Also geht ihr ins Speisezimmer, ja? Mhm. Ja. Okay. Ja, geht nach unten. Es riecht schon sehr, sehr gut, müsst ihr sagen. So nach lecker zubereitetem Fisch. Und ihr geht die Treppe herab und kommt in den großen Speisesaal, der groß ist. Hier passen anscheinend viele Leute rein. Aber viele der Plätze sind abgedeckt. Also ihr findet dort viele der Stühle und Tische überdeckt mit so weißen Laken. Sieht so ein bisschen trostlos aus. Es gibt aber mehrere Tische direkt am Anfang und direkt so am Fenster, so die schöneren Plätze, würdet ihr sagen, die eingedeckt sind. Und an einem dieser Plätze, wo tatsächlich auch Platz für euch alle wäre, sitzt eine junge Dame mit schwarzem Haar, lang um so einen kleinen Topfschnitt geschnitten, die an einer Zigarette zieht. Die Zigarette hat sie an so einem langen Stängel. Sie hat anscheinend schon aufgegessen. Der Teller steht schon leer vor ihr und sie hat bereits in der Hand ein kleines Portglas. Und als sie hereinkommt, guckt sie euch interessiert an, mustert euch ein bisschen und hebt dann das Glas und macht so eine einladende Geste und Mr. Poole kommt direkt dazu. Ja, meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Mademoiselle Duclair. Ich werde mich dann um das Essen kümmern. Vielen Dank. Wie alt ist sie ungefähr? Du würdest sagen, Mitte 30. Irgendwie so eurem Alter. Ich frage noch mal kurz nur in die Runde, ohne dass Frau Duclair das hört. Wer von uns möchte mit ihr sprechen? Vielleicht sollten wir sie nicht gleich zu viert überfallen. Möchte jemand von Ihnen? Ich bin nicht sonderlich gewandt, was Detektivarbeit angeht, aber ich denke, mit Menschen kann ich gut reden. Es kommt darauf an, was wir denn erreichen wollen. Ich hatte die Frage eigentlich fairerweise eher an die zwei Leute gerichtet, die Profis in diesem Bereich sind. Aber wenn sie möchten, dürfen sie natürlich auch gerne mit ihr sprechen. In Ordnung, nein, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Deswegen meinte ich eben, wenn es um Informationen geht, dann ist vielleicht eine andere Person geeignet. Nun, das ist wohl wieder diese britische Vorsicht, die Sie da gerade an den Tag legen. Aber ich möchte Sie gar nicht bremsen und überlasse Ihnen natürlich gerne den Vortritt. Sie können gerne mit die Claire reden. Ich würde sie nur kurz fragen, ob sie eine Zigarette für mich hat und mich dann an einen eigenen Tisch setzen. Das kommt mir jetzt doch etwas unsozial vor. Ich würde schon sagen, dass wir uns alle zusammen zu ihr setzen, aber als Polizist haben sie wahrscheinlich die meiste Erfahrung damit. Ja, so habe ich das gar nicht gemeint. Dann, Mr. Cole, Sie können das genauso machen als FBI-Agent. Sie werden ja schon mal eine Zeugin verhört haben. Selbstverständlich. Nun, aber diese Frau scheint mir sehr einladend zu sein und meine Stärke liegt im Überzeugen von Leuten, die nicht unbedingt redebereit sind. Niemand will mit der Zeugin reden. Also so langsam guckt sie auch ein bisschen typiert, das ist keiner von euch also, irgendwie. Also ich gehe zu ihr an den okay, Tisch gut. Und setze mich zu ihr und wenigstens ist eine Person, die nicht so, wie nennt man das, scheu ist? Verzeihung, meine Kollegen sind offensichtlich heute Abend ein bisschen schüchtern. Florence Duclair. Margaret Brown, hallo. Sehr erfreut. Setzen Sie sich doch. Ja, ich setze mich ihr gegenüber ans Fenster und schaue die anderen an, so,
Ja, ich komme hinterher, stelle mich vor. Alvarez, kommen Sie aus Spanien? Ja, das ist richtig. Ich habe da mal so einen schönen Urlaub gemacht. So viel Sonne. Im Gegensatz zu dem Wetter hier. Ja, schrecklich, das weiß ich. Ich komme auch hinterher und versuche die Situation. Also einer nach dem anderen kommen Sie alle. Genau, die Situation etwas aufzulocken, spiele mit meinem Charme und sage: Entschuldigen Sie, wir haben darüber diskutiert, ob ich Sie unverblümt nach einer Zigarette fragen kann, obwohl wir Sie noch gar nicht kennten. Frank Robert Cole, mein Name. Natürlich, in Frankreich knüpft man die besten Freundschaften bei einer Zigarette. Ja. Sie gibt dir eine Zigarette. Vielen Dank, die Dame. Und ich setze mich. Ich komme auch dazu, stelle mich vor und setze mich hin. Während sie über das Wetter redet, sage ich noch, in New York soll zu dieser Jahreszeit das Wetter sehr schön sein. Das kann ich nicht beurteilen, ich war noch nie in New York. Aber Frau Claire, sind Sie Gäste? Ja, wir sind auch Gäste hier. Reisegruppe. Ach, ich verstehe. ich habe gehört, es sollen einige Leute von der Militärpolizei kommen. Sind Sie vielleicht das? Ja. Sie sehen mir ein bisschen so aus wie ein... Wir sind die Reisegruppe von der Militärpolizei. Ja, das ist ja wirklich eine tragische... Ja, es tut mir sehr leid. Wir sind tatsächlich hier, um den Tod unseres Kollegen Lieutenant Weber zu untersuchen. Ich hoffe nur, dass nicht ich die Nächste bin. Aber wo Sie das gerade schon sagen, Sie haben ja auch gesagt, das Wetter ist hier nicht schön und nach dem, was wir bisher von dem Ort hier gesehen haben, ist es auch nicht der aufregendste Urlaubort, an dem man fahren kann. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich schreibe gerne Bücher. Und ich habe mir sagen lassen, dass diese Region von England sehr schön sein soll. Und mir wurde dieses Hotel empfohlen, aber ich habe mich anscheinend, mir wurde anscheinend eine falsche Fährte hat mich anscheinend hergelockt, wenn ich mir dieses Hotel und das Wetter so ansehe. Menno? Kennt man Bücher von Ihnen? Ach, das weiß ich nicht. Vielleicht kennen Sie Liebende im Nebel? Ne? Ja, doch, Liebende im Nebel, kenne ich. Eines meiner besten Werke, sage ich Ihnen. Ja, das war so spannend. Sie haben ist wirklich. Ein erotischer Roman? Es ist ein Groschenroman, würdest du sagen. Also erotisch vielleicht nicht, aber es ist schon vielleicht nicht die passende Lektüre für jemanden von euch. Also ich würde sagen, gerade für Leute wie uns. Stimmt, ja. Soll ich die vielleicht in der Ausgabe signieren? Haben Sie eine dabei? Oh ja, habe ich auf meinem Zimmer. Ich komme noch mal auf Sie zu, deswegen. Mache ich immer sehr gerne, wenn ich Fans treffe. Und was hat Sie in diese Gegend verschlagen? Wollten Sie auch hier etwas Bestimmtes, über etwas Bestimmtes schreiben? Naja, der Krieg. Ich meine, ich kann ja nicht mehr zurück in meine wunderschöne Paris, ohne dass ich mich gleich von irgendwelchen Deutschen verhören lassen muss. Und da habe ich mir gesagt, bleibst du einfach hier, Florence, bleibst du im schönen Großbritannien, guckst dir ein bisschen hier die Gegend an und vielleicht findest du etwas Neues, eine neue Inspiration für deine nächste Roman. Aber bisher muss ich wirklich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Nichts gegen Sie persönlich, aber dies ist natürlich nicht Frankreich. Das tut mir leid, aber lassen Sie uns vielleicht einmal kurz über Herrn Weber sprechen. Aui. Das Opfer in diesem Fall, wann haben Sie ihn kennengelernt? Über was haben Sie sich hier so unterhalten? Wie oft haben Sie sich gesehen? Und können Sie sich an irgendwas erinnern, was uns vielleicht dabei helfen kann, rauszufinden, was er überhaupt hier gewollt hat? Also ich würde sagen, wir haben uns gekannt flüchtig, weil ich sage mal, es gibt ja nicht so viele Leute, die hier übernachten, Menno. Er war sehr hervorkommend und hat gesagt, er würde sich gerne zu mir setzen, ist glaube ich angekommen vor 5 Tagen oder so ähnlich. Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben uns getroffen zum Frühstück und zum Abendessen, aber ansonsten hatten wir keinen Kontakt. Er sagte, er ist hauptsächlich im Museum in der Stadt. Und hatte sich da interessiert für Geschichte oder so etwas. Was wird denn in diesem Museum ausgestellt? Es geht ja wohl irgendwie um irgendwelche Stämme von hier. Ich weiß es nicht, ich kenne mich damit nicht so richtig aus. Also vielleicht irgendetwas. Welches Gebäude davon ist das? Das ist das in der Mitte neben der Kirche rechts. Das ist mit dem roten Dach rechts neben der Kirche. Hat er Ihnen gegenüber irgendjemanden erwähnt, den er hier vielleicht treffen will oder den, haben Sie ihn gesehen, auch mit anderen Personen hier im Hotel oder außerhalb des Hotels? Also im Hotel nicht. Er
Ja, hatte sich gut verstanden mit dem jungen Mädchen aus dem Museum. Vielleicht haben die etwas füreinander gehabt. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich will jetzt auch keine Gerüchte verbreiten, aber die waren schon relativ eng miteinander. Und ich glaube, er hat hier und da gesprochen mit dem Pater, mit dem Priester des Ortes. Aber viel mehr habe ich da auch nicht mitbekommen. Ich habe mich auch, muss ich zugeben, öfters hier aufgehalten und mich ein bisschen mit dem örtlichen Likören beschäftigt. Hm. Wenn ich das sagen darf. Ja, darf ich Sie fragen, wenn Sie sich viel hier aufgehalten haben, auch viel an der Bar waren, dann hatten Sie ja einen ganz guten Überblick über den Eingangsbereich eventuell. Können Sie ungefähr sagen, wie häufig Herr Weber das hier dieses Gasthaus verlassen hat, betreten hat? Na, meistens ist er wirklich morgens raus nach dem Frühstück und ist abends erst wiedergekommen zum Abendessen. Hatten Sie zu der Nacht, als er verstorben ist, irgendwas Komisches gehört? Also das war vielleicht eine Malheur, kann ich Ihnen sagen. Ich habe geschlafen und habe dann gehört, dass Leute rufen herum. Ganz, ganz laut. Habe dann rausgeguckt aus der Tür und Mr. Poole hat gesagt, alles wäre in Ordnung. Aber ich habe gesehen, wie der Arzt da reingegangen ist. Und hinterher habe ich gehört, ich konnte dann auch nicht mehr so richtig schlafen, dass das Lieutenant Weber tot gewesen ist. Und dass sie ihn da rausgetragen haben, die Polizei. Das war mitten in der Nacht. Aber vorher haben Sie nichts gehört, erst als Mr. Weber schon verstorben war. No. Mein Zimmer liegt auf der anderen Seite des Ganges. Ah, okay. Also am anderen Seite des Gebäudes ist unter das. Also da hört man nichts. Aber haben Sie Mr. Weber noch gesehen am Tag, als er verstorben ist? War er irgendwie anders? War er komisch? Wirkt er krank? Komisch nicht, nein. Komisch krank, nein. Er hat mit mir zu Abend gegessen. Wir haben uns wunderbar unterhalten. Und dann ist er zum Bett gegangen. Ich auch. Und dann so war's das. Hatte er an dem Abend seine Uniform an? Oder war er in Freizeitkleidung? Eine Uniform hat er eigentlich nicht getragen. Warum auch? Ich frage nochmal in die Runde, wissen Sie noch, welches Kleidungsstück die Flecken hatte? Ein weißes Hemd. Einfach nur ein weißes Hemd. Das Uniformhemd. Genau, das Hemd, was zu seiner Uniform gehört hat. Mhm. Okay. Mhm. Ja, damit kann ich jetzt anfangen. Ja, euch wird auch das Essen serviert, jedem, der möchte. Sie als Schriftstellerin. Ui. Haben Sie schon mal das Theaterstück, wie hieß es nochmal? Das Königin Gelb. Der Königin Gelb gesehen oder das Buch dazu gelesen? Nein, das sagt mir wirklich nichts. Okay. Ja, Sie haben mich verpasst. Wenn Sie hier sind, um hier einen neuen Roman zu schreiben, haben Sie sich vielleicht auch ein bisschen mit der Geschichte des Ortes auseinandergesetzt oder mit der Kultur? Ja, Lieutenant Weber hat mir einiges erzählt, aber ich muss sagen, das hat mich nicht sonderlich interessiert. Hat er Ihnen zufällig auch von einer Gestalt namens Hastur erzählt? No, dieser Name sagt mir nichts. Okay. Sagen Sie, Mademoiselle de Clare, wie lange sind Sie denn nun jetzt hier insgesamt? Oh, ich bin jetzt schon hier, ich glaube, 12 Tage, aber bald werde ich auch wieder abreisen. Von daher bin ich ganz froh, dass das jetzt, also ich kann jetzt hier auch nicht mehr ruhig schlafen, weil wer weiß, was als nächstes hier passiert. Nun, jetzt sind wir ja da, jetzt können Sie wieder ruhig schlafen. Natürlich, das dachte ich mir bereits. Sie sind ja bereits drauf und dran, den Fall aufzuklären, nehme ich an. Selbstverständlich. Ich muss mich jetzt auch leider wieder verabschieden. Ich habe noch eine Treffen in dem, wie nennt man das hier, Pub. Mhm. Haben Sie einen schönen Abend. Oh, wir sind selbst auf dem Weg in die Stadt. Oh, oui. Sollen wir Sie mitnehmen? Ja, wenn Sie einen Platz frei haben, nehme ich gerne einen. Haben wir einen Platz frei? Oder nein, habe ich nicht. Okay, dann Sie. Verzeihung. Entschuldigung, unser Jeep hat nur 4 Sitze. Verzeihung. Ah, das ist kein Problem. Ich kann mit dem Pagen fahren. Bevor Sie gehen, wissen Sie, Sie haben eine Museumsmitarbeiterin erwähnt. Wissen Sie zufällig, wie sie heißt? Ich glaube, sie heißt Audrey. Audrey? Mhm. Wird das so ausgesprochen? Audrey. Audrey. Mhm. Richtig. Audrey. Mhm. Ja, dann einen schönen Abend Ihnen noch. Vielen Dank. Einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen auch. Jetzt sehen wir uns morgen beim Frühstück. Oh, das wäre wunderbar. Ein bisschen Begleitung während des Essens ist immer schön. Ein bisschen Konversation. Und Mademoiselle de Clare, wenn Sie in der Nacht was hören,
Zögern Sie nicht, an meinem Zimmer zu klopfen. Ist natürlich. Das die, welche Nummer hatte mein Zimmer noch? 103. Die 103. Natürlich, natürlich. Ein bisschen vorwärts, aber na gut, wenn Sie das sagen. Margaret übergibt sich leicht. Ihr dürft bitte alle mal Verborgenes erkennen würfeln. Eine 4. Oh. 22. Ich habe 50. Ich habe 76 von 75. Hm. Willst du einen Punkt ausgeben? Ja, einen Punkt gebe ich aus. Gut. Ja. Ihr alle seht, im Bereich der Küche, da ist so eine kleine Schwingtür, guckt eine Frau immer so ein bisschen in eure Richtung. Eine junge Dame, ebenfalls in der grünen Pagenuniform, mit roten Haaren und Sommersprossen im Gesicht, vielleicht ein bisschen älter als Quinn, und die scheint so ein bisschen immer in eure Richtung zu gucken. Nicht euch beobachtend, aber ihr habt das Gefühl, sie zögert irgendwie. Ja. Mhm. Da wir ja alle offenkundig bemerkt haben, dass wir gerade beobachtet werden, bevor wir jetzt in die Stadt fahren und die Museumsmitarbeiterin oder den Pater ausfindig machen, sollen wir mit der Dame in der Küche sprechen? Ja, ich wäre dafür. Das wirkt. Sie ist auch sehr jung, oder? Ey, du würdest sagen, sie ist ein bisschen älter als Quinn. Also sie ist bestimmt schon volljährig, aber jetzt vielleicht Anfang 20, würdest du sagen. Okay, dann würde ich aufstehen, und wenn einer von den anderen schon daran war, sich hinzustellen, würde ich ihn quasi wieder runterdrücken und sagen, ich kümmere mich darum. Nun, wenn Sie meinen. Uns wurde zu Beginn gesagt, wir sollen niemandem vertrauen. Es wäre besser, wenn wir da subtil vorgehen. Ich bin da bei Margaret. Mhm. Ich würde zu ihr hingehen und würde eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche holen und ihr eine anbieten. Ja, sie guckt dich so an und rückt dann so ein bisschen in die Küche rein, in einen Bereich, wo du sagst, der ist nicht so einsehbar. Mhm. Entschuldigen Sie, Miss, aber ich habe schon die ganze Zeit versucht, Ihnen, also sie mal zum Reden zu bekommen. Mein Name ist Lane, Rosie Lane. Ich bin ebenfalls Pagin hier. Sie müssen aufpassen. Irgendetwas geht hier vor. Der Lieutenant ist gestorben und irgendwas passiert hier im Hotel. Mhm. Also sie sieht sichtlich besorgt aus und sichtlich nervös. Sie guckt auch immer sich um, guckt, dass keiner sie beobachtet und gerade niemand zuhört. Und scheint auf jeden Fall deutlich angespannt zu sein. Wohnst du auch hier im Hotel? Nein, aber ich habe wie Quinn die Nachtschicht. In der Nacht, als Lieutenant Rapper gestorben ist, da habe ich jemanden die Treppe von oben aus den Suiten, also aus den Victoria-Suiten runtergehen hören. Das ist aber eigentlich, wohnt da niemand. Und dann bin ich hochgekommen, um nachzusehen, und dann kam mir Mr. Poole entgegen und hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Und eine halbe Stunde später ist dann dieser ganze Trubel losgegangen. Irgendwas stimmt da nicht. Und ich glaube, Mr. Poole beobachtet mich seitdem. Ständig fehlen auch die Schlüssel zu den Suiten oben. Einen Tag sind sie weg, dann sind sie wieder da. Wenn sie wieder auftauchen, nimm sie mit. Aber ich komme in Teufelsküche. Das ist gut. Hast du heute Nacht Nachtschicht? Ja. Wenn du irgendwas siehst, komm an meinem Zimmer vorbei und klopf so, und ich tipp ihr zweimal lang und zweimal kurz auf die Hand. Okay. Natürlich, natürlich. Nimm mein Messer mit. Ein Messer? Ja. Du wirst dich nicht viel damit verteidigen können, aber die meisten Männer sind schockiert, wenn sie sehen, dass eine Frau ein Messer dabei hat. Okay, ich versuche eins aufzutreiben. In der Küche wirst du doch ein Messer finden. Und die anderen drei seht, dass Mr. Poole jetzt in den Speisesaal kommt und so gezielt auf die Küche zuhält. Ich lache laut. Ich sag, Mr. Poole! Signora, wie kann ich Ihnen helfen? Hab wirklich Durst. Könnte ich vielleicht jetzt schon den Portwein haben? Natürlich. Ich werde ihn direkt holen und hier dann für Sie entkorken, ja? Und er geht in Richtung Küche. Ich rufe ihn nochmal zurück. Keller oder so. Mr. Poole, ja. Haben Sie Cognac und welchen können Sie mir empfehlen? Ah ja, wir haben in der Bar haben wir einige Cognac-Sorten. Ich würde Ihnen jetzt erstmal diesen wunderbaren Portwein empfehlen. Du hörst das auch, dass da gesprochen wird. Mhm. Und dann hinterher können Sie sich hier gerne noch in den Salon begeben und den Cognac genießen.
Sehr interessante Information. Was können Sie noch über Ihr Sortiment erzählen? Ich sehe, die Bar ist relativ voll. Er rattert dir sehr viele Cognac-Sorten runter. Das scheint komplett sein Metier zu sein. Ich habe dir Zeit verschafft. Ich würde Rosie fragen, ob es eine Hintertür gibt durch die Küche? Nein. Ich würde halt gerne von der anderen Seite zum Tisch zurückkommen. Ja, du kannst oder mal hat verborgen er mich schon bleiben. Gesehen? Nee, hat er dich nicht gesehen. Kannst du verborgen bleiben? Ja, ich bleibe verborgen. Ich bleibe sowas von verborgen. Gut im Verborgen bleiben. Es ist 62, ich habe eine 60, ich gebe 2 Glückspunkte. Okay, alles klar. Ja, du gehst so ein bisschen hinter einer Tischgruppe vorbei, die so ein bisschen eingehüllt ist in so einen so Laken und kommst dann quasi auf der anderen Seite rum zu deinem Tisch und Mr. Poole geht da so auf der anderen Seite rum, nachdem er wirklich sehr lange mit Frank über die Cognac-Sorten geredet hat und geht dann in Richtung der Küche und kommt wenig später mit einer Flasche Rotwein wieder zurück, die noch verkorkt ist. Okay. Gut, Entschuldigung, Carmen, aber ich glaube, wir sollten zuerst einmal in die Stadt fahren. Aber ich bin mir sicher, Mr. Poole kann die Flasche von uns aufheben. Oh, ich hab's jetzt gerade. Ist gut für die Verdauung. Ja, ich hab mein Glas und ich kipp's einfach schnell runter und sage, wunderbar. Kann ich ihm die Flasche wegnehmen und einfach ihm die... Ja. Ich will ihm die Flasche wegnehmen und sie mitnehmen, weil jetzt, wenn sie jetzt offen ist... Das ist schon... Na gut, wenn Sie das möchten, der Kunde ist König, sagt man ja auch, nicht? Ich meine, wenn sie jetzt halt schon offen ist, dann will ich sie nicht mehr aus den Augen lassen. Ich will Sie nur vorwarnen, dass das schon recht stark ist. Soll ich Ihnen 4 Gläser mitgeben? Gerne. Ich habe ja gerade ein Glas getrunken. Nein, danke. Er bringt 3 Kristallgläser und gibt sie immer noch in die Hand. Etwas ungewöhnlich, aber gut, wenn Sie das möchten. Okay, während wir das Hotel verlassen, drücke ich die Flasche Carmen in die Hand, weil was will ich mit einer Flasche Portwein? Dankeschön. Hast du Flasche exklusiv in Portwein? Vielleicht kann sie sie als Waffe benutzen. Aber ich verstehe das so. Ich dachte, Sie hätten die Flasche mitgenommen, damit wir den Inhalt auch untersuchen können. Ja, selbstverständlich. Okay. Und damit wir den Inhalt trinken können. Ich halte immer mehr von Ihnen. Ja. Können den Portwein ja bei der Polizei abgeben, wenn wir da jetzt hinfahren. Ja, aber warum wollen wir ihn abgeben? Damit die den untersuchen, ob das Gift ist, weil ja von uns scheinbar keiner da drauf... Ich habe ihn schon getrunken, wir werden spätestens morgen erfahren, ob das giftig ist. Habe ich Ihnen vorher gesagt, dass Sie das vielleicht nicht machen sollen. Aber es wurde ja frisch entkorkt, ich konnte das doch nicht... Ich möchte mir den Korken angucken, ob der irgendwie... Also normalerweise, Portwein ist doch mit Wachs und so weiter normalerweise versiegelt. Also ich will mir einfach angucken... Der war aber versiegelt. Also da ist auch keine Nadelloch oder sowas. Nein. George, ich gehe fest davon aus, dass dieser Wein in Ordnung ist. Wir sollten fahren wir dennoch zur Polizei? Fahren wir zum Pater? Fahren wir zu der Führungsmitarbeiterin? Es ist jetzt ungefähr 9, schon recht spät, würde ich sagen. Die Polizei erwartet uns, das ist ja unhöflich. Genau. Also ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall noch zur Polizei. Ich möchte nämlich so viele von den Beweisstücken, die sie gesichert haben, noch sehen, bevor sie sie verschwinden lassen. Mhm. Aber mit den anderen sprechen wir morgen tagsüber. Bevor wir losfahren, eine letzte Frage. Was haben Sie herausgefunden in dem Gespräch? Walk and talk. Wir laufen zum Auto und wir steigen ein und ich wisch den Sitz ab, weil es wahrscheinlich reingeregnet hat. Mhm. Aber erst als ich drin sitze, war es tatsächlich Fenster verdeckt immerhin. Es hat zumindest verdeckt, den Jeep. Ja, klar, wenn es so ein bisschen reingeregnet hat durchs Fenster. Und während wir fahren, erzähle ich halt, dass sie jemanden in den Suiten im 3. Stock gehört hat und dass sie Poole gesehen hat und dass ich ihr eben aufgetragen habe, sich sofort zu melden, wenn sie irgendwas feststellt, wenn irgendwas passiert. Und dass ich ihr gesagt habe, sie soll die Schlüssel für uns stehlen. Oh, das war sehr vorausschauend. Ich hätte ansonsten sowieso angeboten, unabhängig von diesen Gesprächen, dass einer von uns, der besonders gut im unbemerkten Eindringen ist, sich die anderen Zimmer doch mal anguckt, weil das wäre so oder so, denke ich, eine gute Information. Aber mit der Information von der jungen Dame, glaube ich, sollten wir das noch viel eher tun. Ich bin auch... Wäre es nicht hilfreich, Mr. Poole zu fragen, ob wir einfach diese Zimmer anschauen können? Und falls er das verneint, ist das schon sehr... Ich bin, ich glaube, dass es sinnvoll wäre, ihn morgen zu fragen, ob wir uns die Zimmer ansehen können, die restlichen. Vielleicht vor allem, wenn wir sagen, wir könnten uns vorstellen, dass jemand durchs Fenster eingedrungen ist, dass wir das Zimmer genau oben drüber angucken wollen. Aber noch viel mehr bin ich der Meinung, wir sollten uns die Zimmer heute Nacht schon anschauen, bevor er weiß, dass wir Interesse an den Zimmern haben. Mhm. Mhm. Wissen Sie, was seltsam ist, wenn Mr. Poole involviert wäre in den Todesfall? Dann, es wäre für ihn ein leichtes gewesen, das Zimmer
zu verändern, Spuren zu zerstören, die schwarze Flüssigkeit, von der wir nicht wissen, was sie ist, zu zerstören, das Hemd wegzunehmen, die Vase wegzuräumen. Ich meine, er arbeitet in einem Hotel und niemand wird ihm noch irgendwie überstehen. Er hätte das einfach machen können. Er mag da irgendwie mit drinstecken, aber ich glaube nicht, dass er hier ein Verdächtiger ist. Vielleicht hat die Polizei ja tatsächlich Fotos vom Tatort gemacht. Das kann sein. Davon gehe ich aus. Und vielleicht weiß er, wenn er damit was zu tun hat, aber auch, dass die restlichen Spuren dort völlig unbedenklich sind und keinen Hinweis darauf geben, was dort passiert ist. Ja, ihr setzt euch übrigens ins Auto jetzt langsam, ne? Nee, wir sind schon losgefahren. Okay, ihr fahrt schon los, alles klar. Du sitzt am Steuer? Mhm. Dann würfel doch mal mit der Autofahren. Also normalerweise ist es halt, ne, relativ einfach, aber die Verhältnisse draußen sind schwierig. Was hast du gewürfelt? Ich habe eine 80 auf Autofahren und habe eine 85 gewählt. Ich würde den Wurf gerne forcieren. Okay, forcieren. Hm? Oh. Wäre ich mal gefahren mit meinem Alkoholeinfluss. Oh Gott, ich habe gerade kurz Angst gehabt, oder das ist eine 60, 67. Ach Gott sei Dank, okay. ja, also es stürmt draußen, die Windschutzscheibe ist ziemlich nass und es ist schwierig zu sehen, aber du kommst einigermaßen durch und ihr fahrt über eine kleine Brücke, die sich dort befindet, eine Steinbrücke, und plötzlich siehst du vor dir eine Gestalt aufploppen aus dem Nichts. Du reißt das Auto rum, kannst gerade noch verhindern, dass du dein Auto über die Brückenmauer setzt und es runterfällt in den reißenden Fluss, der da unter ist. Und du kommst gerade so mit pochendem Herzen an der Seite der Straße zu stehen. Du blickst dich zurück um und da ist niemand. Du bist hundertprozentig sicher, dass du eine Person gesehen hast. Wer, um genau zu sein, eine Frau, ein Mann in einer Militäruniform. Hundertprozentig. Wer sitzt auf dem Beifahrersitz? Das ist eine gute Frage, das haben wir nie geklärt. Ich mach's, ich schrei, Margaret! Du hast nichts gesehen. Aber sie ist ja wohl komisch gefahren. Was ist los mit der geistigen Stabilität? Ich bin dir fast untergebaut. Einer Stelle? Zwei. 32. Ja, klappt. Dann verlierst du nur einen Punkt. Nur. Ein bisschen erschrocken hast du dich. Dort auf der Straße stand jemand. Was? Ich habe eine Erscheinung gesehen. Ich bin mir zu 100% sicher, da stand jemand in einer militärischen Uniform. Habe ich sehen können, was für ein Abzeichen derjenige hatte? Nee, es war schwierig. Du hast auch das Gefühl gehabt, dass er sich so ein bisschen verwischt aussah. Also es sah so aus, als hätte er in einem Moment eine Militäruniform getragen, dann wieder so Lumpen. Es war nicht genau auszumachen. Schwierig. Und wie gesagt, das war wirklich ein Bruchteil einer Sekunde, dann war er wieder weg. Ich habe keinen Unfall gebaut, oder? Nein, du hast keinen Unfall gebaut. Das Auto ist so ein bisschen rechts in den Straßengraben reingefahren, aber jetzt nicht reingekracht, also du kriegst es wieder raus. Okay, dann fahre ich zurück, fahre über die Brücke erstmal. Passiert nichts. Frau Alvarez, können Sie das bestätigen? Was haben Sie gesehen? ich habe nichts gesehen. Margaret, was haben Sie genau gesehen? Irgendeine Person mit Uniform, oder? Ich erzähl's Ihnen gleich, ich sollte mich jetzt konzentrieren. Ja, ihr fahrt weiter in die Mitte des Ortes. Und ihr wollt erstmal zur Polizei, oder? Mhm, ja. Ja. Ja, die Polizeistation befindet sich ebenfalls in der Mitte am Marktplatz. Und ich würde das ein klein bisschen abkürzen, damit wir heute noch ein bisschen was schaffen. Auf der Polizeistation werden euch vorgestellt die beiden Constables Ashbury und McNeil, die den Tod des Offiziers dokumentiert haben. Aber du siehst sofort, George, die sind komplett überfordert. Also das sind halt Dorfpolizisten, deren größte Sorge ist hier wahrscheinlich, wie sie am Abend wieder heile aus dem Pub rauskommen. Hast du das Gefühl? Und die beiden bestätigen im Endeffekt das, was euch Quinn und Mr. Poole erzählt haben. Auch sie haben an der Leiche keine äußeren Einflüsse gefunden, haben aber auch nichts fotografiert oder so. Ashbury hat ein paar Notizen gemacht, haben aber von den Sachen, die ihr gefunden habt, nichts gefunden. Die beiden sagen, der ist aus dem Bett gefallen, hatte einen Herzkasper in der Nacht, ist aus dem Bett gefallen und dann gestorben. Und die zeigen euch auch noch den Raum, wo die Leiche aufbewahrt wurde. Es gibt da so einen kleinen Kühlraum für Notfälle. Es gibt auch relativ viele alte Leute in dem Ort, da passiert das schon mal, dass jemand stirbt. Und da war die Leiche drin, sagen sie euch. Und es gibt, wenn ihr euch den Raum anguckt, es gibt ein Fenster, was, so wurde gesagt, offen war, als die beiden angekommen sind. Allerdings kann man das Fenster von außen nicht öffnen, sondern nur von innen. Und Constable Ashbury hat die Theorie, dass der Leichnam aufgestanden ist und weggelaufen ist.
Und Constable McNeil hat die Theorie, dass irgendjemand von der Tagschicht den Leichnam schon an die Militärpolizei übergeben hat. McNeil und wie heißt der andere? Ashbury. Stabile Theorie, McNeil, aber Herr Ashbury, Ihre Theorie klingt dann doch etwas plausibler. Ich hab's dir doch gesagt. Aber Sie kennen ja auch die üblichen Prozesse. Dort muss es doch irgendeine Dokumentierung des Ganzen gegeben haben. Beiden gucken sich so ein bisschen an. Wir haben den Totenschein ausgefüllt mit dem Doktor zusammen. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Ich meine die Übergabe an das Militär. Ja, das ist auch noch nie hier passiert. Also, gibt's da, was macht man da normalerweise, Ashbury? Mir ist das auch nie passiert. Keine Ahnung. Wenn Sie den Totenschein ausgefüllt haben mit dem Arzt, haben Sie doch auch eine Todesursache da eingetragen. Herzversagen, hat der Arzt gesagt, ja. Mit 32. Ein gesunder junger Mann in 32 Jahren. Ja, was weiß ich, die Leute vom Militär, die haben ja so viel Stress schon gehabt, das kann einen. Also ich habe Leute gesehen, die waren 28, sahen aus wie 68, sag ich. Margaret greift sich an die Haare und schaut in ein Fenster, ob sie sich im Spiegel sehen kann. Wie war der Name des Arztes? Dr. Woodward. Woodward? Ja. Sagen Sie, als Sie beide waren noch dabei, als die Leiche im Hotel abgeholt wurde? Ja, wir haben sie hierher verbracht. Haben Sie irgendwelche Fotos gemacht in dem Zimmer, wie es dort aussah? Haben Sie alles dokumentiert? Ja, wir haben diese Notizen hier gemacht. Er hält ja einen Zettel mit handgeschriebenen Notizen und einer ganz groben Zeichnung hin. Okay, schauen wir die an, ob es irgendwelche zusätzlichen Erkenntnisse gibt zu dem, was wir selber gesehen haben. Das ist so dilettantisch. Du kriegst da, also, nee. Haben Sie die Klamotten verwüstet im Hotelzimmer? Die waren schon so. Wir haben doch nichts angefasst. Also ich bitte Sie. Wir sind doch Profis. Ich schau Frank an. Also ich reagiere auch sehr wütend und sage, schüchtere Sie förmlich ein. Mhm. Liegt es am Budget oder Ihrer eigenen Unfähigkeit? Wir würden auf einschüchtern. Ja. Ups, das war gut gewürfelt. Der muss nochmal neu würfeln. Okay. Ich muss kurz aufstehen. Regeln sind genau, wenn der Würfel den Tisch verlässt, gilt's nicht. Ist es schon mal passiert? Das passiert ständig. Genau, passt bei den Tischen ein bisschen auf, die sind ein bisschen wackelig. So. Okay. Eine 21. Du hast es geschafft, ne? Ja. Nein, Sir! Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, dass das Schaf verschwunden ist. Und das ist am nächsten Tag wieder aufgetaucht, Sir. Und ist es noch da? Es ist tot. Saubere Arbeit. Danke, so leicht ironisch im Ton. Aber das Einschüchtern hat natürlich überhaupt nicht weitergeholfen. Und das zieht so ein bisschen. Aber die sind auf jeden Fall eingeschüchtert schon, die erst. Okay, sagen, das ist schon mal gut. Prophylaktisch einfach schon mal eingeschüchtert für später vielleicht. Genau. Das könnte nochmal nützlich sein. Aber sind wir gerade im Kühlraum oder? Ja, ihr seid im Kühlraum quasi. Diese Polizeistation ist auch nicht sonderlich groß. Da gibt es ein paar Schreibtische mit Schreibmaschinen, die auch schon bessere Tage hinter sich haben. Mhm. Es gibt dort ein Telefon. Das Ganze ist direkt neben dem Post Office. Und wirklich die meiste Sorge, die Constables da haben, ist, wo kriege ich mittags mein Essen her und wie schnell komme ich abends in den Pub? Der Lieutenant wurde doch mit einem Schlafanzug mitgenommen. Ist der auch verschwunden? Ja. Deswegen glaube ich, der ist aufgestanden und einfach rausgelaufen. Haben Sie die Leiche untersucht, gewaschen? Nein, wir haben natürlich nichts angefasst. Die Größe, da haben Sie am Ort einen, wahrscheinlich nicht Gerichtsmediziner. Der Arzt hat sich die Leiche auch nicht näher angeschaut. Nee, das machen keine doch Obduktion. Sie, oder? Dachte ich. Die Leiche ist ja nicht da. Also wir machen keine Obduktion. Aber wir können doch auch nichts dafür. Wir sind doch gar nicht wieder ausgestattet für solche Fälle. Aber der Arzt muss ja einen toxikologischen Bericht angefertigt haben. Ich glaube, das Wort gab es. Ja, bestimmt. Der Arzt ist sehr fähig. Der hat meine Hämorrhoiden behoben. Aha. Wo ist denn die Praxis dieses Arztes? Und wann kann man ihn denn treffen? Morgen früh werden Sie ihn wieder treffen können. Morgen. Der wohnt hier tatsächlich nicht im Ort, aber kommt hier immer rein. Wo wohnt er denn? Der wohnt ungefähr eine halbe Stunde von hier entfernt. In? Portreath. Portreath. Wie kann ich den Kontakt zu Ihren Vorgesetzten aufnehmen? Sie können eine Nachricht bei mir hinterlassen, Sir. Aber nein, der Name Ihrer vorgesetzten Division. Das ist ein Polizist. Ja, aber der hat doch irgendeinen Wir sind Kommissar oder sowas. Wir sind der Grafschaft Cornwall untergeordnet, Sir.
Alles klar, dort werde ich mich über Sie beschweren. Unsere Hauptleute sitzen in St. Ives. Alles klar, danke schön für die Information. Ich werde mich etwas beschwichtigen. Sir, natürlich, Sir. Ja, aber das hilft uns alles nicht weiter, was diese Franausen da sagen. Ja, grundsätzlich habt ihr das Gefühl, die sind wirklich einfach komplett unfähig. Also, ja. Also wundert euch jetzt auch nicht, aber ja. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wir können los, es bringt nichts mehr. Ja. Gegenüber von der Polizeistation befindet sich dieses große Gebäude mit dem roten Dach neben der Kirche. Ah. Und das ist das Rathaus. Und in diesem Rathaus soll auch das Völkerkundemuseum sein. Ihr seht dort im oberen Stockwerk noch Licht brennen. Bevor wir jetzt ins Hotel zurückfahren, ich weiß, es ist spät, da oben brennt noch Licht, sollen wir einfach gucken, ob wir diese Audrey hier noch antreffen können? Wir können es ja versuchen. Es wäre ein Versuch wert. Natürlich. Dann gehen wir zu dem Museum hinüber. Mhm. Ja, es gibt dort einen kleinen Privateingang, der sozusagen nach oben führt und wahrscheinlich einen offiziellen Eingang, wo es ins Museum geht. Wir nehmen natürlich den Privateingang. Mhm. Ja, da steht tatsächlich auch an der Tür, Lane steht an der Tür. Und du klopfst nach einer kurzen Zeit. Lane? Lane, ja. Entschuldigung, nicht Lane, sondern McDonald's steht dran. Ah. Entschuldigung. Öffnet sich die Tür und euch gegenüber steht eine kleine, ungefähr Mitte 20-jährige junge Dame mit braunen Haaren, hochgesteckt, eine Brille im Gesicht, sieht so aus, als hätte sie gerade irgendwie was gelesen. Trägt unauffällige Kleidung, einen Rock lang und eine Bluse. Guckt euch leicht verwirrt an. Zu so später Stunde noch. Es geht um. Ja. Wir können morgen früh wiederkommen, aber wir hatten gehofft, dass wir vielleicht heute Abend noch mit Ihnen reden können. Wollen wir ins Museum gehen, da können wir, glaube ich, ungestört sprechen. Ja. Ich hole nur kurz den Schlüssel. Sind Sie Audrey McDonald? Ja. Sie geht kurz in die Tür und kommt danach wieder raus mit einer Jacke an und hat einen Schlüsselbund dabei. Und ihr geht mit ihr gemeinsam ins Museum. Es ist erstmal so eine große Tür, die quasi ins Innere dieses kleinen Rathaus führt. Und davon gibt es dann so einen kleinen Flügel auf der rechten Seite, wo eine weitere Tür ist, die sie aufschließt. Und ihr kommt in einen relativ großen Raum, recht karg, würde ihr sagen. Aber es gibt sehr, sehr viele Vitrinen dort. Sehr, sehr viele Buchständer, sehr, sehr viele Bücherregale. Du fühlst dich eigentlich gleich wie zu Hause. Mhm. Es ist ein typisches ländliches Museum. Es scheint einen relativ starken Fokus zu haben auf die keltische Geschichte des Ortes. Mm. In der Mitte steht ein kleines Holzmodell des Ortes, als er noch von Kelten bewohnt wurde. Und es gibt dort eben, ja, wie gesagt, jede Menge Vitrinen mit keltischen Dingen, mit Dingen aus der Römerzeit, die hier irgendwie gefunden wurden. Es gibt ganze Reihen mit Artikeln über irgendwelche Fundstücke oder über irgendwelche Ausgrabungen. Und sie macht dort ein Licht an. Das Licht geht auch ohne weiteres an. Und sie, ihr seht schon, sie ist auf jeden Fall ein bisschen deutlich mitgenommener von dem Tod von Lieutenant Webber, als zum Beispiel Florence das war. Mhm. Mhm. Ich muss sagen, ich habe natürlich den Lieutenant nicht gekannt und ich war nicht da, als er gestorben ist. Aber ich hoffe, ich kann Ihnen trotzdem möglichst viel beantworten. Für was hat er sich denn hier am meisten interessiert, wenn er hier war? Was hat er sich angeschaut? Ja, er hat sich natürlich sehr für die keltische Geschichte des Ortes interessiert. Er hat, ich glaube sogar, er hat das Schaubild von dem Dorf abgemalt. Wenn ihr euch dieses hölzerne Schaubild anguckt, seht ihr, das ist ziemlich genau das, was ihr auch auf der Karte seht, die ihr gefunden habt in dem Zimmer von Lieutenant Webber. Er hat sich auch ganz viele Sachen angeguckt. Er hat sich ein paar Bücher ausgeliehen von uns. Alles so über die keltische Geschichte des Ortes. Über das Volk der Domnonii, die hier gelebt haben. Wie heißen sie? Domnonii. Das ist das Volk, was hier, der keltische Stamm, der hier gelebt hat. Und ja, das war, ich habe ihm da sehr gerne geholfen, weil es natürlich auch einfach für mich interessant ist. Ich bin auch Studentin und ja, das war einfach schön, mit ihm da einfach zu sprechen und auch mit jemandem, der mal wirklich echtes Interesse zeigt. Wissen Sie, die viele Leute, die hier leben, die kennen die ganze Geschichte schon aus der Schulzeit und die haben das auch über. Die haben auch keine Lust mehr, sich irgendwie damit zu beschäftigen. Und dann mal jemanden Neues hier zu haben, der sich wirklich so damit interessiert, ist natürlich auch toll. Sieht man ihre Betroffenheit an? Ja, schon. Okay. Und die geht aber nicht über das hinaus, was sie gerade gesagt hat. Also sie freut sich tatsächlich, weil er so interessiert war. Willst du Psychologie befinden? Genau, würde ich tatsächlich mal machen, ja, ob da irgendwie eine tiefere Beziehung bestand.
22 habe ich gewürfelt. Und ich habe Psychologie 50. Also du glaubst nicht, dass sie in irgendeinem Verhältnis zueinander standen, sondern sie hat sich wirklich darüber gefreut, ernsthaft darüber gefreut, dass sie mal jemanden hatte zum Sprechen, so auf Augenhöhe, willst du sagen. Mhm. Und waren das allgemeine Fragen, die Mr. Weber gestellt hat, oder hat er sich auf irgendwas Spezielles fixiert in dieser kentologischen Mythologie? Nee, er hat sich allgemein für die Kultur interessiert, der Dononii. Er hat sich dafür interessiert, wie über die Religion, er hat sich interessiert über die Hügelgräber, die ja ein paar Meter außerhalb der Stadt liegen. Das war eigentlich so das meiste, würde ich sagen. Ja. Haben Sie sich mit ihm darüber unterhalten? Ja, ich hab ihm viel versucht zu erklären, und immer wenn er bei dem Buch nicht weitergekommen ist, ist er zu mir gekommen und hat mit mir darüber gesprochen. Haben Sie jemals über die Motivation, weshalb er sich dafür interessiert, mit ihm darüber gesprochen? Nee, also er meinte, er ist im Urlaub und ist einfach interessiert. Interessant. Ich habe auch nicht weiter nachgefragt. Wussten Sie, dass er beim Militär gearbeitet hat? Ah ja, das wusste ich. Das hat er mir auch gesagt. Und ich meine, er war auch ein zackiger junger Mann. Das hat man schon gesehen. Und wirkte er seltsam Ihnen gegenüber? War er nervös? Wirkte er krank? Hat er Sorgen gehabt oder war er ganz normal? Wenn Sie sagen, eigentlich ganz im Gegenteil. Er war quasi euphorisch. Fast schon, würde ich sagen. Wirklich euphorisch. Könnten Sie genau wiedergeben, was Sie ihm erzählt haben? Also erfahren wir dadurch irgendwas Neues? Also, das ist wahrscheinlich sehr, sehr viel, worüber die geredet haben. Also so viel Neues erfahrt ihr da jetzt nicht. Nee. Okay. Bei diesen Gräbern, wurde da jeder begraben oder musste man einen speziellen Rang haben? Nein, das sind die Könige, die Anführer, die Häuptlinge der Stämme, die hier gelebt haben. Diese Hügelgräber im Osten des Dorfes, wissen Sie, wer dort begraben liegt? Es gibt keinerlei großartige Recherchen, was das Ganze angeht. Man will auch die Toten nicht stören, deswegen wurden die Hügelgräber nie geöffnet. Mhm. Frau Alberis, haben Sie die rausgerissene Seite aus dem Buch mitgenommen? Darf ich die mitgenommen haben? Ja, klar. Ich habe mich dran gedacht, aber ja, habe ich mitgenommen. Zeigen Sie doch mal der Zeugin und fragen Sie, ob sie damit was anfangen kann, mit irgendwas, was auf dieser Seite steht. Ja. Das ist die Seite mit Haita, oder was? Okay. Ja. Sie guckt sich die Seite an, die Augen weiten sich schreckhaft. Was ist denn damit passiert? Wir haben diese Seite schon so gefunden. Mr. Weber hat sie scheinbar rausgerissen. Könnten Sie uns sagen, was diese Seite genau zu bedeuten hat? Der hätte sie doch nie rausgerissen. Der Mann hat doch gelebt für die... Also ich... lassen Sie mich kurz gucken. Und sie verschwindet kurz um die Ecke. Nimmt sie die Seite mit? Ja. Dann folge ich ihr. Okay. Es kommt in ein kleines Archiv, wo du ganz viele Bücherregale findest und ganz viele so Sammlungen von, super langweilig, von Sachen. Und sie holt einen Ordner heraus, guckt da so ein bisschen herum und gibt mir eine ganz kurze Sekunde. Holt dann aus diesem Ordner mehrere Abschriften heraus, die sie anscheinend selbst angefertigt hat. Das stammt aus diesem Buch hier. Von Geschichten und träumenden Kulten der Dumnonii, heißt es. Mhm. Es ist wohl geschrieben worden von irgendeinem römischen Gelehrten, der... Von was? Hier war. Von Geschichten und träumenden Kulten der Dumnonii. Kann ich darauf hinweisen, ob ich dieses Buch vielleicht sogar schon kenne? Kennst du es nicht, nein. Okay. Ist sehr speziell. War das Buch... Ich kann nicht gleichzeitig schreiben und sprechen. Das ist okay. War das Buch auf dem Tisch gelegen? Ja. Das, was sie gerade hat, ist eine Abschrift, anscheinend. Können Sie uns irgendwas sagen über dieses Buch? Hat es irgendeine historische Relevanz? Ist das was Besonderes daran, dass sich Mr. Weber dafür interessiert hat? Also, wenn Sie mich fragen, ist dieses Buch schon sehr obskur. Also, ja, es beschreibt ein bisschen die Religion der keltischen Kulte, die hier gelebt haben. Aber da ist auch ganz viel Kram dabei. Es geht viel um Träumen und Traumreisen. Und es geht darum, um den Gott der Schäfer und der Träume. Es ist wirklich sehr obskur. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, weil die keltischen Stämme hier waren eigentlich doch sehr naturverbunden. Und das klang alles ein bisschen seltsam. Ich glaube eher, die Römer haben das, oder der römische Gelehrte hat das ein bisschen ausgeschmückt, um interessanter zu wirken. Ehrlich gesagt. Der Gott hat ja den Namen Hastur. Wissen Sie das? Das sagt mir nichts, nein. Also ja, ich habe das in diesem Abschnitt hier gesehen, aber... Aber sonst wissen Sie nicht viel mehr über ihn. Okay. Nein, nein.
Sagen Sie, diese Hügelgräber, die Sie erwähnt haben, sind die frei zugänglich? Kann man da einfach hinfahren, ja, gehen? Ja, da können Sie ohne weiteres hin. Bei dem Wetter ist es sehr unangenehm. Da werden Sie auch mit dem Auto wahrscheinlich nicht hinkommen. Aber wenn, also bei Tag und bei gutem Wetter kommt man da ohne weiteres hin, da kann man hinfahren. Ansonsten müssten Sie halt hinlaufen, das dauert so eine halbe Stunde. Frank, würfel bitte mal auf geistige Stabilität. What? Ich habe mich doch total rausgehalten. Vielleicht ist das dein Problem. Ach so, okay. Was? Ach, okay. No, jetzt aber eine 99. Oh! Ruf mal ein W6, bitte. Ja. Eine 5. Du verlierst 5 Punkte Stabilität. Warum? Was ist mir passiert? Du blickst aus dem Fenster draußen in den Sturm. Und ganz kurz siehst du da eine Frau stehen. Deine Partnerin. Ganz kurz, für einen Moment, in einem Blitz. Oh. Und dann ist sie wieder verschwunden und plötzlich kommt alles wieder. Du merkst, wie der Geruch von Rauch und verbranntem Fleisch in deine Nase steigt. Du blickst dich panisch um. Hast das Gefühl, du musst sofort hier raus. Du musst sofort hier raus. Es ist, die Wände kommen näher, das Dach fällt gleich zusammen. Du musst hier unbedingt raus. Rose, ich renne raus. Okay, du stürmst aus dem Raum heraus. Vor dir steht plötzlich eine alte Frau, die du fast umrennst. Und du stürmst raus in die Dunkelheit, in die Nacht. Blickst dich auf dem Dorfplatz um, der Regen prasselt auf dich herab. Und sie ist nirgendwo zu sehen. Rose! Du bist dir hundertprozentig sicher, dass sie hier schon das Rose! Ich rufe nach ihr durch die Nacht, ob sie irgendwo wieder hervorkommt. Nur der Regen, den du hörst. Was war das? Da müsste ich vor mich hin. Siehst du plötzlich an der Brücke, blickst du in Richtung der Brücke, wo ihr rübergefahren seid, eine Gestalt stehen. In einer gelben Robe. Sie blickt in deine Richtung, Gesicht verhüllt. Du starrst ebenfalls in die Richtung und dann dein Blitz zuckst du zusammen, es donnert und die Gestalt verschwindet wieder aus deinem Sichtfeld. Ich bin etwas irritiert, dass Frank rausrennt. Ich gehe ihm auch hinterher jetzt. Ja, ihr geht hinterher und plötzlich steht vor euch eine ältere Dame mit Lockenwicklern im Haar, graue Haare. Sie trägt in der Hand so einen Besenstiel, einen Stock. Guckt euch an. Was soll dieser Aufruhr hier? Audrey, ich habe doch gesagt, kein Männerbesuch so abend. Raus hier, sofort raus hier. Auch ich? Sie auch. Das Museum ist geschlossen, kommen Sie morgen früh wieder. Ich sehe davon ab, mit der Frau jetzt zu streiten, da ich denke, dass wir sowieso das erfahren haben, was wir wollten und gehe einfach nach Cole schauen, weil mir das eh gerade wichtiger ist. Sie versucht euch rauszuschieben. Ich bin ja noch bei Audrey im Archiv, also ich bin gar nicht in der Nähe von der Frau, oder? Ja, sie würde reingucken und dich dann auch sehen, tatsächlich. Gut, dann würde ich zu ihr hingehen, würde meinen Dienstausweis rausholen und also so diese typische Bewegung, so viel zu kurz zeigen so zack, und gleich wieder guten Tag, mein Name ist Lieutenant Brown. Wir sind hier, um einen Mordfall zu untersuchen. Es ist mir völlig egal, wo Sie herkommen. Ich will Sie nicht in meinem Haus haben. Darf ich Sie fragen, wer Sie sind? Mir gehört dieses Museum. Rosevere ist der Name. Mrs. Rosevere. Und Sie sind hier nicht erwünscht. Mrs. Rose. Sie schiebt dich in Richtung Tür. Ich würde gegenhalten. Okay. Mach mal Stärke, bitte. Ja, das kann ich. Eine alte Frau, mal schauen. Ja, 35. Ja, du hältst sie quasi unter Abstand. Mrs. Rosevere, ich muss Sie bitten, bitte einmal davon abzusehen, mich anzufassen. Ich möchte hier ganz zivil mit Ihnen umgehen. Wir kommen sehr gerne morgen wieder, um uns mit Ihnen zu unterhalten. Aber es war wichtig, dass wir uns heute noch mit Ihrer Angestellten unterhalten. Bitte. Dann kommen Sie morgen wieder. Das Museum ist jetzt geschlossen. Wenn Sie sich weiter so wenig kooperativ zeigen, dann muss ich Sie vielleicht mitnehmen und doch noch heute befragen, wenn Sie die Untersuchungen stören. Versuchen Sie es doch. Jetzt mal einschüchtern, wenn du möchtest. Nicht gut in einschüchtern? Klassische Frage. Don't fuck me. Ich würde ja mit einschüchtern, aber ich bin immer noch völlig am Hyperventilieren und ich bin gerade nicht in Einschüchterungsstimmung. Das ist die Zähne? Nee, okay, ganz falsch. Okay. Nee, okay. Also lässt überhaupt nicht mit sich reden. Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Sie fängt an, rumzubrüllen. Sie Hilfe rufen. Ich bin diejenige, die Ihnen Ben schon helfen würde. Ich gehe raus und ich bin sichtlich genervt und gehe davon aus, dass Sie... Ich entschuldige mich nochmal im Namen der Gruppe. Es tut mir sehr leid. Ich schieb Carmen weg. Ich schieb Carmen weg. Entschuldigen. Tut mir leid. Wirklich, bis morgen. Sie schließt hinter euch die Tür ab. Mrs. Roseville ist eine... Ja, draußen steht Frank, langsam ist er sich beruhigt, aber er ist komplett durchgenässt und steht dort und blickt einfach nur in Richtung dem Weg, den ihr gekommen seid. Ich gehe derweil zu ihm und frage Cole, was ist denn los mit Ihnen? Geht's Ihnen gut? Cole? Also ich kann Ihnen keine Antwort darauf geben. Ich bin etwas durch den Wind, wie Sie sehen. Aber sie ist tot. Ich weiß nicht. Also du kriegst nicht so richtig viele Informationen von mir. Ja, also ich dachte, meine alte Partnerin gesehen zu haben. Jetzt? Sie sah zum Verwechseln hier ähnlich, aber wiederum auch nicht. Ja, vor dem Fenster. Sie haben auch eine Erscheinung gesehen? Naja, es wirkte so real, aber... Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es eine Erscheinung war oder nicht. Dann sind Sie rausgelaufen und dann war da aber niemand. Ja, einerseits das und vor allem hat mich das beklemmende Gefühl nach draußen getrieben. Es war genau alles wie damals. Die Gerüche, die Eindrücke, die Geräusche, es war wie eine traumatische Rückbesinnung. Ich hatte das nicht unter Kontrolle. Ihr steht mitten im Regen und so langsam werdet ihr auch sehr nass. Das ist sehr ungemütlich. Lass uns zurück zum Auto gehen. Lass uns zurück zum Hotel fahren. Ja, besser ist es wahrscheinlich. Ihr fahrt zum Hotel und wärmt euch ein bisschen auf, trinkt vielleicht noch ein Gläschen und... Ich habe ja meine Flasche noch. Du hast ja noch deinen Portwein, genau, da kannst du noch mal draus nippen, richtig. Ja. Aber der Fahrt würde ich eventuell so ohne Worte danach greifen wollen. Okay, gut. Ja, ich habe sie ganz in der Hand. Merk schon, du brauchst es dringend als ich. Okay, Dank. Alles klar, nimmst du auch ein Stück von dem Portwein, kein Problem. Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, wolltet ihr jetzt so ein bisschen darauf warten, dass ihr nachts dann nach oben in die Suiten könnt, oder? Mhm. Ich bin überzeugt, dass es sinnvoll wäre, wenn wir Nachtwachen aufstellen. Die Frage ist noch, die ich mir stelle, sollten wir nicht einfach Mr. Poole auftragen, er soll uns in die Suiten oben lassen? Ich meine, wir sind Militär, Polizei. Was soll er denn sagen? Ich glaube, er würde uns jetzt noch nicht reinlassen. Und vielleicht ist die Vermutung, dass er dann die Zimmer manipulieren würde. Oder vielleicht Beweismittel entfernen würde. Naja, ich bin da schon ganz bei Ihnen, weil... Wir haben die Autorität, ihn davon zu überzeugen. Und wenn er sich nicht gehorsam zeigt, wird er eingeschüchtert. Und wir haben ja auch immer noch die örtliche Polizei im Sack. Das heißt, wir können auch die noch auf Herrn Poole lenken. Ich würde sagen, wir sitzen dann wahrscheinlich wir sitzen in meiner Suite. Ihr seid so schlau, dass wir nicht von weil ich habe ja Rosie vorhin gesagt, sie soll zu mir kommen, wenn sie irgendwas gesehen hat oder sonst irgendwas, kommt sie. Also tatsächlich klopft es spät in der Nacht, war relativ spät, und es wird einfach nur ein Schlüssel unter der Tür durchgeschoben. Mhm. Okay. Meine Herren, ich werde mir jetzt die Suiten ansehen. Sehr gut, tun Sie das. Ist dieser Schlüssel für mehrere Suiten? Da steht 301 dran. Also es steht ganz oben. Und ich bin in 101 und der Mord ist in 201 passiert. 202 ist der Mord. Aber es gibt keine 302 Suite, weil Es gibt ganz oben gibt es zwei Räume. 301 und 302. Ah, okay. Und die, wo sie mir den Schlüssel gegeben hat, ist es die, die genau über dem Tatort ist oder die andere? Das ist genau die, doch, ja. Das ist die, die genau über dem Tatort ist. Okay, gut. Mhm. Weil Sie angemerkt haben, dass wir dennoch alle Suiten am besten, bevor wir Herrn Poole informieren, durchsuchen sollten, würde ich die zweite Etage übernehmen und dort die Zimmer, mir versuchen, dort Zugang zu verschaffen. Was halten Sie davon? Wir sollten uns in Zweiergruppen aufteilen. Ja, also das ist ja jetzt schon eine Zweiergruppe dadurch. Oder meinst du, dass zwei immer miteinander gehen? Ja. Ja, so, jetzt, ja. Ja, ich würde nicht empfehlen, dass wir das alleine machen. Es ist wirklich am besten, wenn wir immer zu zweit laufen. Ja, ein sehr guter Vorschlag. Wer von Ihnen ist denn besonders gut darin, verborgen zu bleiben? Auf einer Skala von 1 bis 100. Verborgenes erkennen, ja? Ja. Bleiben, nein. Das geht mir genauso. Bleiben bin ich 4 von 10 gut.
Was? Dann würde ich sagen, dann gehst du mit. Gehen wir zwei ins oberste Stockwerk und ihr zwei gehen ins zweite. Wir schauen, was wir im zweiten Stockwerk noch anschauen können. Okay. Ja, alles klar. Okay. Wir beginnen oben. Ihr geht nach oben ins dritte Stockwerk. Dort befinden sich zwei Türen. Hier sind die Räume anscheinend deutlich größer. Und wirft beide bitte mal Verborgenes erkennen oder Spurensuche würfeln. Mhm. Eine 64 und ich habe einen Wert von 50. Mist. Mhm. Das ist die 10er Stelle, ist eine 7. 75. Okay. Also ich habe 85. Achso, sehr gut. Also es war erfolgreich. Passt sehr gut. Wow. Du findest auf dem Weg nach oben, auf der Treppe, die quasi ins dritte Obergeschoss führt, auf der rechten Seite am Geländer ist etwas, was aussieht wie ein, nicht ein Fußabdruck, sondern als wäre irgendjemand mit dem Fuß hängen geblieben. Sonst ist, kennst du es, wenn auf dem Turnhallenboden so ab... Ah, diese Gummi... Genau, so ähnlich sieht das aus. Ja, und ihr geht dann nach oben. Kann ich mich erinnern, was Pool für Schuhe getragen hat? Du würdest sagen, von der Farbe her passt das eher zu den Schuhen von Weber. Ihr geht hoch und steht vor der Tür mit der Aufschrift 301. Ihr steckt den Schlüssel ins Schlüsselloch, es macht leise Klick, die Tür geht auf und ihr betretet ein großes Wohnzimmer. Generell bestehen diese Zimmer aus einem großen Schlafzimmer mit Bad und einem Ankleidezimmer sowie einem separaten Salon, in dem ihr jetzt drin steht. Dort gibt es ein bequemes Samtsofa und zwei Sesseln sowie eine kleine Bar. Das alles sieht aber nicht so aus, als würde hier jemand wirklich wohnen. Aber es hängt ein seltsam penetranter Geruch in der Luft. So etwas wie, ihr würdet sagen, irgendwas Kräuteriges, aber ihr seid euch nicht sicher, was genau. Schwere Vorhänge hängen vor den Fenstern und verdunkeln den Raum. Es ist Stockfenster. Und die Gerüche scheinen aus dem Schlafzimmer zu kommen. Ich ziehe meine Handfeuerwaffe und halte sie einfach bereit für Eventualitäten und sage, als erstes sollten wir gucken, dass hier auch niemand ist und die Räume sichern, bevor wir uns hier in Ruhe umschauen. Und aber wir sehen ja nichts. Ne? Es ist sehr dunkel. Das ist wirklich Stockfenster, ja. Betätige den Lichtschalter. Das Licht funktioniert nicht. Ich ziehe mein Feuerzeug raus. Ja, das könnt ihr machen. Das ihr, ist gut. Ihr könnt Feuerzeug dabei haben. Sehen wir dann Kerzen oder sowas? Tatsächlich steht bei der Bar stehen ein paar Kerzen, ja. Die würde ich dich bitten, kurz anzumachen. Mhm. Ja, du machst die Kerzen an und der ganze Raum wird in ein schummriges Licht getaucht. Und beide bitte mal geistige Stabilität würfeln. Ja, das ist schon ein bisschen scary alles. 25. Das ist gut, glaube ich. 52. Du hast es nicht geschafft? Mhm. Dann ein B6 bitte und du verlierst einen Punkt. Okay. Ist kurz gezögert. Wie viel? Fünf. Okay, verlierst auch nur die Hälfte, also drei insgesamt. Ihr beide habt plötzlich das Gefühl, jemanden zu hören. Ihr hört plötzlich ein Wimmern. Ein Hilfe, Hilfe. Wo bin ich? Helft mir. Helft mir. Bitte. Irgendwo muss ich, wo muss ich raus? Wo geht's hier raus? Warum geht es nicht? Warum funktioniert es nicht? Ich hab doch alles beachtet. Die Kanone im Anschlag folge ich der Stimme, wo sie herkommt. Aus dem Schlafzimmer. Ist die Tür zu oder offen? Offen. Dann mache ich es wie beim FBI gelernt, möglichst sicher. Aber ich sehe da drin ja nichts. Kannst du Kerzen ja mitnehmen, wenn du möchtest. Ich habe noch eine Kerze. Okay, ehrlich. Ja. Im Schein der Kerze so siehst du. Im Schein der Kerze siehst du das Bett. Ja. Verhüllt mit gelben Laken. Oh. So dass man nicht direkt hineinsehen kann. Und liegt da jemand im Bett? Um das Bett herum, in einem Halbkreis aufgestellt, Messingschalen, aus denen leichter Dampf heraustritt, die aber schon länger aus zu sein scheinen. Und es riecht nach Salbei und du erinnerst dich, in dem abgebrannten Theater roch es auch nach Salbei. Hm. Und du, Maggie, kannst hinterher kommen, wenn du möchtest. Mhm, mach ich. Neben dem Bett steht noch eine kleine Tasche.
Aber ich habe noch nicht entdeckt, woher diese Stimme kommt. Nein. Und sie ist auch wieder weg. Ja. Messingschalen sind das oder wie? Ja. Die auf den Boden gestellt wurden. Maggie, Sie haben diese Stimme auch gehört, richtig? Ja. Ich bin etwas irritiert. Ich rechnete damit, diese hier vorzufinden, aber ist niemand. Ich möchte gerne ein paar Schritte weiter in den Raum reinschleichen. Mhm. Und wie weit weg sind diese Messingschalen? Ungefähr so einen Meter, würdet ihr sagen, vom Bett. Und dann in so einem Halbkreis aufgestellt. Insgesamt 5 Stück. Okay, wenn ich nah genug rangehe, um mir die Messingschalen anzugucken, kann ich dann auch ins Bett reinschauen? Nein, das ist komplett verhüllt mit diesen Laken. Also es ist quasi wie ein Himmelbett, ne? Mhm. Und da wurden eben quasi diese seichten Seidenschals, durch die man normalerweise durchgucken kann, wurden ersetzt durch dicke gelbe Laken, die okay. den Blick hinein versperren. Aber ihr seht so einen Schatten. Dann würde ich... Ich starre weiter die ganze Zeit aufs Bett und nicke so mit dem Kopf hin, dass er das Bett weiter beobachten soll. Mhm. Und gehe an die Messingschale hin. Ist da so eine schwarze, ölige Flüssigkeit Nein. drin? Was ist da drin? Es sieht aus wie Salbei, der verbrannt worden ist. Das ist so körnig. Okay, ich versuche umständlich die Kerze festzuhalten und noch so ein Kuvert rauszuziehen und dieses Zeug mitzunehmen. Und dann so auf den Knien oder halt mit den also in der Hocke krieche ich weiter an die Ecke vom Bett ran und versuche zwischen den Laken in der Ecke ins Bett reinzugucken. Machst du, Frank? Ich bleib da stehen, aber mit gezogener Waffe und gebe ihr quasi Deckung, falls falls jemand aus dem Laken springt, hätte ich den sofort. Du guckst in das Bett hinein, Maggie, und da liegt niemand. Mhm, aber das Bettzeug. Ja, und das sieht durchwühlt aus, oder zerwühlt. Siehst du was? Ist da wer? Merkwürdig. Wieder hört ihr diese Stimme. Ich muss hier raus. Klingt es für mich sehr nah? Na, es ist diffus. Scheint irgendwie aus allen Richtungen aus dem Raum zu kommen. Von links, von rechts, aus dem Bett. Es ist nicht wirklich näher geworden. Also es ist lauter geworden. Lauter, weil wir im Schlaf sind. Also du kannst es nicht genau verorten. Du guckst nach links, dann ist es mal wieder da, dann kommst du wieder von rechts. Immer wieder so ein Wispern. Es ist eher wie ein Flüstern, wie ein Hilfe, Hilfe. Irgendwie muss ich doch hier rauskommen, bitte. Was ist passiert? Was ist schiefgegangen? Und dann ist die Stimme wieder weg. Ich schaue an die Decke, an den Baldachin von unten nach oben. Das nehme ich an. Okay, gut. Aber wäre eine gute Idee gewesen. Ja, da steht noch ein Tornister, ein lederner Tornister. Ein Radio? Ein Tornister, also yes. eine Tasche. Ach so, ich dachte Transistor, dachtest du. Ach, Transistor. Okay, okay. Ein Tornister. Aber ein Tornister stelle ich mir immer wie so ein Scout-Schulranzen vor. Ja, so ein bisschen ist es auch. Ja, genau. Okay. Es ist so quasi ein Lederranzen, der so eine Klapp... Ah ja. Ja, es ist ja einiges, was wir noch nicht geöffnet haben. Ist denn jetzt... Also ich gehe nochmal mit der Waffe und der Kerze... Ist gesichert, der Raum, ja. Genau, der Raum ist gesichert. Und auch das Bad. Also ihr sichert die gesamte Suite, ist kein Problem. Da ist sonst nichts und niemand. Okay, da ist schon mal niemand. Das ist gut. Dann würde ich auch wieder etwas lauter reden und nicht mehr so flüstern. Mhm. Ja, das ist ja wirklich sehr merkwürdig. Wir beide haben eine Gestalt gesehen, hören jetzt diese Stimme. Liegt es an uns? Würden die anderen gerade auch diese Stimme hören? Oder das liegt in Sektion M. Oder liegt es an dem Auftrag generell und diesem Raum? Ja, aber wir sollten den Raum erstmal durchsuchen. Welches Zimmer möchten Sie gerne sich vornehmen? Wir sollten zusammenbleiben. Ihr habt doch gesehen, im Salon gibt es nicht viel mehr. Ach so, okay. Aber doch, da war eine... Nee, im Salon war gar nichts. Stimmt, da war gar nichts. Mhm. Ich würde mir gerne den Tornister angucken. Ja. Ich will wissen, was da drin ist. In dem Tornister sind, der ist so aufgeteilt in 10 kleine Fächer. Davon sind 6 leer. Und in 4 stecken tatsächlich kleine Glasflaschen. Ist da eine schwarze, ölige Flüssigkeit drin? Kannst dich ja mal, ihr könnt euch ja mal im Set umgucken und schauen, ob ihr die irgendwo findet, die kleinen Fläschchen. Da ist eine. Ich glaube, also ich habe hier eine Glasflasche. Ja, ihr dürft euch die auch nehmen. Jeder sollte eine Flasche, nicht die große, nein, nicht die große. Das ist mein Privatvorrat. Ich hast ja diesen Flakon gefunden. Ja. Da ist noch eine. Ja, dürft euch gerne, jeder sollte eine haben am Ende. Ja, aber die haben noch keine gefunden. Ja, aber ihr dürft sie trotzdem schon haben. Ach so. Die Lache. Es ist eine schwarzölige Flüssigkeit da drin und sie sind beschriftet mit Nocturnum. Mhm. Und dazwischen klemmt ein Zettel.
Okay. Ja, kann ich den Zettel haben, bitte? Du kannst den Zettel haben. Auch den kriegt ihr alle, keine Sorge. Auch ihr beide habt den aber natürlich noch nicht, ne? Also bitte noch vertraulich behandeln. Sorry, ich lese euch den gleich noch mal kurz vor. Mit Nachnamen? Daneken. Daneken. Genau. Ich lese das weiter. Mr. Daneken hat doch von diesem Begriff gesprochen. Nocturnum. Interessant. Kann jemand von euch Deutsch eigentlich? Ja, ich. Scheiße. Deutsch? Es ist auf Deutsch geschrieben, aber ich sag mal, ihr versteht das. Ihr habt. Ich kann kein Deutsch. Es ist in Ordnung. Ihr habt, ihr habt natürlich von der Sektion M habt ihr natürlich Schulungen bekommen, sodass ihr auch Deutsch lesen könnt. Anleitung zur Verwendung von Nocturnum und Reisen in die Traumwelt. Das potente Mittel mit dem Namen Nocturnum ist sehr mühevoll herzustellen und deshalb ist die Verwendung einzuschränken und nur in vielversprechenden Szenarien einzusetzen. Gleichzeitig sind diese Dosen äußerst wertvoll und wir erwarten nach der Bereitstellung auch Resultate. Folgende Schritte sind bei der Verwendung zu beachten. Es genügen kleine Dosen des Mittels, um bereits im Schlaf in die sogenannten Traumlande zu reisen und dort zu agieren. Verlassen kann man die Traumlande nur an dem Ort, an dem man sie betreten hat. Unterstützt kann das Mittel werden, wenn es in einer Vollmondnacht genutzt wird und um die Schlafstätte Salbei entzündet wird. Es sollte aber auch so funktionieren. Die Traumlande sind unseres Wissensstands erstmal nicht gefährlich für normale Menschen, allerdings gibt es einige Bewohner, die sich Eindringlingen gegenüber aggressiv verhandelten. Gleichzeitig ist es möglich, dass der Träumende in den Traumlanden verschollen geht. In diesen Fällen kann er nur durch andere Träumende wieder in die wache Welt geholt werden. Sein Körper verfällt währenddessen in einen komatösen Zustand. Auch bei einer tödlichen Verletzung des Körpers während der Traumreise kann es zu diesem Fall kommen. Achten Sie deshalb darauf, sich ein sicheres Umfeld zu schaffen. Gegenstände können von der wachen Welt in die Traumlande mitgenommen werden und umgekehrt. Allerdings kann es sein, dass Gegenstände ihre Form und Eigenschaften verändern. In den Traumlanden ist es außerdem möglich, durch Einsatz von Willenskraft Dinge zu erschaffen. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil. Sie erhalten mit dieser Notiz insgesamt 10 Dosen des Mittels. Verschwenden Sie diese nicht und warten Sie auf weitere Instruktionen, sobald Sie alle Gegenstände geborgen haben. Darunter ist das Zeichen einer schwarzen Sonne. Immerhin wissen wir jetzt mehr über dieses Mittel und das würde auch erklären, woher diese Stimme kommt. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich daran nicht, was dort steht. Ich gucke das Ganze kurz an und wir gehen kurz zu den anderen beiden. Ach so. Ihr begebt euch so ein bisschen durch das zweite Stockwerk, habe ich verstanden? Ja. Guckt, dass andere Türen noch offen sind oder geschlossen. Vielleicht ein bisschen um. Würden wir mitbekommen, wenn jemand in das dritte Stockwerk gehen wollen würde? Könnt ihr machen, Also wir würden es mitbekommen. Also ihr könnt quasi immer, ihr könnt immer einen Blick auf die Treppe Hin. Ja. Okay. Ihr guckt euch ein bisschen um, ihr findet nicht wirklich irgendwas Interessantes, ehrlich gesagt. Alle Zimmer sind entweder, also die meisten sind offen und da ist nichts. Die ganzen Sachen sind eingehüllt, es hat da lange niemand mehr geschlafen. Aber plötzlich habt ihr so einen Geruch in der Nase, so ein, ist das Salbei? Das scheint vom Ende des Ganges zu kommen, dort wo Mademoiselle Duclair ihr Zimmer hat? Frau Albers, riechen Sie das auch? Ja, ich wollte Sie genau das Gleiche gerade fragen. Es kommt da hinten aus, vom Ende des Ganges. Sollen wir da mal gucken gehen? Ja. Wir gehen einmal zu dem Zimmer 202, ist es, glaube ich, von Frau Duclair. Ihr geht zum Zimmer, ihr riecht und was ihr dort findet, das mir nach einer kurzen Werbung, würde ich sagen. Vielen Dank übrigens nochmal an alle Leute, die bisher gespendet haben. Wir haben bisher 24.000 Euro eingenommen. Vielen, vielen Dank. rtv.de/Ukraine. Vielen, vielen Dank, wenn ihr mitmachen möchtet. Und eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da mit Tornacher Kosa 2. Strange is the night where black stars rise. But stranger still is lost Carcosa. Da sind wir wieder zurück bei Tornacher Kosa 2, Fahrt in die Träume. Schön, dass ihr noch mit am Start seid. Aber welche Geister sind hier unterwegs? Ich sag's euch, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hätte vielleicht den Namen Hastur nicht so oft sagen sollen. Das bringt tatsächlich Unglück, wurde mir gesagt. Du hast es gerade zum dritten Mal gesagt. Oh no. Oh, vielleicht habe ich das die ganze Zeit gewollt. Tut mir leid. Wir haben ganz viele Einsendungen bekommen über das Hashtag PNPKCosa. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir können jetzt auch mal ein paar einblenden von unseren Resident Artists in unserer Community, die immer ganz fantastische Artworks machen. Oh. Sehr schön, sehr schön. What? Das ist ja mega geil. Das wurde, glaube ich, auch letztes Mal schon, habe ich schon mal gesehen. Das ist wirklich großartig geworden. Das hat jemand gemalt. Himbeerhasi. Himbeerhasi, vielen Dank. Sehr, 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 sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ihr könnt natürlich noch weiter Sachen einschicken oder auch ins Forum gucken, dort eure Meinung hinterlassen. Da oh, guck mal, das sind wir. Auch, oh, geil. Ah, der gute Nevis ist auch immer dabei. Nevis hat mir was gezeigt. Vielen, vielen Dank. Ich schaue total verwundert. Sehr, sehr schön. Passt. Wir gucken uns das hinterher auf jeden Fall alles nochmal ganz genau an und kommentieren auch fleißig. Macht euch keine Sorgen. Und wie gesagt, ihr könnt auch gerne ins Forum gucken und dort eure Meinung bisher dalassen. Oder ihr... oh. Ah, sehr gut. Dankeschön. Oh, das sieht super cool aus. Ja, sehr gut aus, ja. Und ja, unsere Spendenaktion läuft auch noch, rbtv.to/Ukraine, wenn ihr Bock habt, macht gerne mit. Es gibt auch was zu gewinnen, ein dickes, dickes Cthulhu-Paket mit unter anderem handgehäkelten Dingen von Natascha. Vielen Dank nochmal dafür. Und ganz viele anderen Sachen. So, lass uns keine Zeit weiter verlieren. Ihr steht vor der Tür von Florence Duclair. Es riecht nach verbranntem Salbei. Duclair sollte doch gar nicht auf ihrem Zimmer sein. Wollte sie nicht in einen Pub gehen? Ja, stimmt, sie wollte eigentlich weggehen. Ich würde einmal horchen, ob man was hört aus ihrem Zimmer. Du hörst nichts, nein. Okay, dann versuchen wir die Tür mal zu öffnen, oder? Wir gucken mal. Ich meine, da ist ja offensichtlich, passiert da ja irgendwas in dem Zimmer gerade. Ist doch schon geheimnisvoll. Ja, aber vielleicht will sie sich einfach nur entspannen. Wollten wir nicht erstmal klopfen? Ja, wir klopfen natürlich erst. Okay, ja. Ihr klopft? Ja. Passiert nichts. Wollen wir nochmal klopfen? Ja, aber ich klopfe nochmal lauter. Ihr klopft nochmal, es passiert nichts. Okay. Ich versuche die Tür zu öffnen. Wie denn? Ja, auf die 1 Schließtechnik brauche ich wahrscheinlich nicht würfeln. Also du versuchst erstmal so, die Klinke runter zu drücken, die ist verschlossen, die Tür. Können Sie Schlösser knacken? Nein, ich habe eine Haarklammer. Das hat schon mal funktioniert, aber das bringt Ihnen wahrscheinlich nichts. Naja, probieren Sie es aus. Okay, ich nehme mal eine Haarklammer. Würfeln wir auf Schließtechnik. Ist es halt immer auch nur eine 1. Ich habe eine 43. Du steckst die Haarklammer in das Schloss, es passiert sonst nichts. Okay. Sah bei Miss Peterson irgendwie einfacher aus. Ja, dann ich nehme meine Klammer wieder und steck sie ein. Ich versuche einfach mal, den Türknopf zu drehen. Der ist verschlossen. Ist wirklich verschlossen, okay. Aber das ist doch komisch. Dann sollen wir runtergehen und bei den Hotelmitarbeitern nachfragen, was da los ist. Ich glaube nicht, dass sie uns helfen werden. Aber es riecht doch seltsam und das Zimmer ist verschlossen. Frau Duclair wollte weggehen. Ja, womöglich finden wir die Dame, die auch schon Margaret geholfen hat. Ich glaube, es wäre nicht so klug, einfach generell zu fragen, ob wir einen Zutritt zum Zimmer bekommen. Die Privatsphäre der Gäste ist ja wichtig, der Lord. Und nur ja, weil aber es so wie das hier riecht, es könnte halt auch irgendwas da drinnen verbrennen. Und dann steht hier auf einmal das ganze Hotel in Flammen. Na gut, wir haben keine andere Wahl. Dann, Sie sind der Polizist. Wir gehen runter und fragen, schauen, ob an der Rezeption überhaupt noch jemand ist. Tatsächlich geht ihr zur Treppe und Mr. Poole kommt gerade die Treppe hoch. Mr. Poole? Meine Damen und Herren, wie kann ich Ihnen helfen? Was tun Sie hier? Mr. Poole, wissen Sie, ob Frau Duclair noch außer Haus ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist heimgekommen. Okay, weil es ist seltsam. Gehen Sie mal zu Ihrem Zimmer nach da hinten. Ja, er geht riechen ins Zimmer. Sie mal, es riecht irgendwie seltsam hier. Als ob Sie was... Ah ja, Mademoiselle Duclair hat so ein seltsames Faible für Räucherwerk. Aber sie darf doch in dem Zimmer nichts verbrennen. Sie hat uns versichert, dass sie da keinen großen Schaden anrichtet und bisher ist nichts passiert. Ich denke, es ist besser, wenn wir vielleicht mal nachschauen, weil wir haben auch bei ihr geklopft und es öffnet auch niemand. Sie sagten ja, sie ist hier. Ja, aber ich kann jetzt nicht einfach, vielleicht wenn sie schläft, kann ich nicht einfach die Tür öffnen. Sie sagten ja, sie ist hier und sie wird ja nicht schlafen und gleichzeitig da was verbrennen in ihrem Zimmer. Ich kann doch jetzt nicht einfach die Tür, er klopft nochmal. Mademoiselle Duclair? Mademoiselle? Ich hab umso schlimmer, wenn etwas brennt und niemand antwortet. Ich habe hier gerade echt ein schlechtes Gefühl. Wir sind Polizei, Sie wissen, warum wir hier sind und Sie haben dem Folge zu leisten, was wir Ihnen sagen. Öffnen Sie jetzt bitte das Zimmer. Ich muss den Schlüssel erstmal holen. Ich bin gleich wieder da. Ich begleite Sie. Ja. Du begleitest ihn nach unten? Ja. Zur Rezeption, oder? Frau Albers, möchten Sie vielleicht auch mitkommen? Ich bleibe lieber da stehen an der Tür, für den Fall, dass doch Frau Duclair aufwacht. Glauben Sie, es ist gut, wenn wir uns aufteilen an dieser Stelle? Nein, eigentlich nicht. Ich bin auch durchaus in der Lage, alleine diesen Schlüssel zu holen. Also. Und wenn Sie darauf verstehen, dann komme ich mit. Beide mit. Ja, okay. Gut, wenn Sie darauf bestehen. Wissen Sie, haben Sie eigentlich den Schlüssel für oben gesehen? Mir fehlt ein Schlüssel. Was meinen Sie damit für oben?
na, fürs oberste Stockwerk. Ja, wir sind ja auf dem ersten Stockwerk. 101 bis 104. Ja, das ist mir klar. Nee, ja, wie auch immer. Ja, geht mit euch nach unten zur Rezeption und holt den Generalschlüssel. Das ist ein großer Schlüsselbund. Und ja, nach Ihnen bitte. Mhm. Geht mit euch wieder die Treppe hoch. Ja. Ich fühle mich wirklich wohl dabei. Schließen Sie lieber auf. Er würde den Schlüssel reichen. Ich meine, Sie sind immerhin von der Polizei. Ich bin dafür nicht befugt, dieses Zimmer zu öffnen. Ich nehme vorher meine Pistole aus der Jacke und dann schließe ich mit dem Schlüssel die Tür auf. Okay. Du schließt die Tür auf, ein kleines Klick, und du blickst in ein Schlafzimmer, genau das gleiche wie ihr habt. Es ist dunkel und leichte Glut erfüllt kleine Schalen, die um das Bett aufgestellt wurden. Es riecht nach Salbei. Anscheinend wird da gerade Salbe verbrannt und Florence liegt im Bett und schläft. Sehen Sie, Mr. Poole, hier, es brennt hier und kugelt und Frau Duclair ist eingeschlafen. Wir sollten mal nachschauen. Da es Ihr Gast ist, schauen Sie doch bitte, ob es Ihrem Gast gut geht. Er geht vorsichtig rein, horcht so einmal. Sie atmet ganz normal. Wollen Sie sie nicht aufwecken und fragen, warum sie so ein Risiko eingeht, auch für die anderen Gäste? Würfel bitte mal, habt ihr Psychologie? Nein, aber ich bin ziemlich charmant. Ich habe Psychologie. Dann würfel mal Psychologie. Ich habe auch 10, ich kann es einfach mal machen. Nope. Ich habe es auch nicht geschafft. Wie viel bist du daneben? Sehr viel. Okay. Also der verhält sich komisch. Es scheint ihm jetzt wirklich unangenehm zu sein. Also ich bitte Sie, ich kann jetzt auch nicht einfach. Mr. Poole, wecken Sie sie bitte auf. Wir sind jetzt nicht hier in das Zimmer quasi eingedrungen, um jetzt wieder unverrichteter Dinge wieder zu gehen. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Wir möchten von Frau Duclair wissen, warum sie hier diese Schalen angezündet hat, sich dann ins Bett legt und schläft. Dann dürft ihr bitte beide nochmal würfeln auf Geschicklichkeit. Geschickt, ne? Dann einfach, ja. Ich hab's geschafft mit 38. Ich hab 55. Ich hab's nicht geschafft. Mr. Poole geht nach vorne und ihr seht, du siehst, wie er etwas aus seiner Tasche zieht. Mhm. Sehe ich was? Eine Pistole und sie in eure Richtung hält. Okay, Mr. Poole, tun Sie die Waffe runter. Was machen Sie denn da? Sie werden hier nicht weiter schnüffeln, Sie kleine Ratte. Sie werden hier nicht weiter schnüffeln. Tun Sie die Waffe runter. Sie gehen jetzt schön hier raus. Sie beide. Mademoiselle Duclair will nicht gestört werden. Haben Sie das verstanden? Wir wollen nicht gestört werden. Ihr hört von unten Rufe. Ich versuche Folge zu leisten und nehme ein paar Schritte zurück und sage, Mr. Poole, beruhigen Sie sich. Ich mach die Tür dort zu. Ja, meine Waffe ohnehin in der Hand. Wir gehen aber so leicht rückwärts zur Tür. Ja. Ganz ruhig, genau. Ganz ruhig. Wir wollten Ihnen keine Umstände bereiten. Es ist alles in Ordnung. Wie lange brauchen wir, bis wir runterkommen? Genau. Ihr sprintet runter, ihr braucht vielleicht eine Minute. Und ihr seht eure beiden Kameraden langsam aus der Tür von Mademoiselle Duclair herausgehen mit erhobenen Händen. Ich stürme in mein Zimmer und hole mein Gewehr. Ja, kein Problem, kannst du machen. Folgt uns Mr. Poole aus dem Zimmer hinaus? Nee, nicht so richtig. Der hält eher ein bisschen die Waffe in eure Richtung und scheint, also der blickt komplett wahnsinnig. Seine gesamte Fassade ist komplett weggefallen. Mit einem Mal aus dem komplett korrekten Mr. Poole ist plötzlich ein Typ geworden mit irrem Blick. Der Revolver in der Hand. Ich versuche schnell, während wir rausgehen, die Tür zu schließen. Mal Geschicklichkeit. Damit. Nicht geschafft? Ein Schuss löst sich in dem Moment, wo du aus der Tür trittst und trifft dich. Du bekommst 4 Schaden. Und ihr seht, wie Daneken getroffen aus der Tür heraustaumelt. Es ist zum Glück nur ein Streifschuss. Die Kugel landet in der gegenüberliegenden Tür und du kommst gerade zurück mit dem Gewehr. Ja, ich renne den Gang entlang und slide so an Carmen vorbei zu George und schau auch in den Raum. Du guckst ein bisschen rein und gerade in dem Moment, wo du reinguckst, knallt ein weiterer Schuss und fliegt durch die Tür und du kannst dich gerade noch so wegducken. Ihr seid jetzt erstmal aus dem Schussfeld raus, aber ihr seht, Mr. Poole hält auf jeden Fall auf die Tür.
Ihr kleinen Ratten, dachtet wohl, ihr könntet uns aufhalten. Bin ich auch? Nein, nein, nein. Kann ich in die Tür reingucken? Also ich sag mal so, wenn du auf ihn schießen möchtest, ja, dann müsstest du dich auch in Gefahr begeben und dann kann es sein, dass du getroffen wirst. Oder du kannst dann auch schießen. Ja. Oder du kannst so ein bisschen einfach reinhalten, aber dann ist es sehr schwierig zu treffen. Nein, ich möchte ja nicht Florence treffen. Du willst ihn gezielt treffen. Okay. Ja, ich möchte ihn gezielt ins Bein treffen. Dann schieß mal bitte mit Gewehr. Ich stehe noch am Türrahmen wahrscheinlich, ne? Ich würde sagen am und nicht im Türrahmen, oder? Diese Würfel. Ja. Da fliegen gerade ein paar Blaubohnen durch die Gegend. Ja, ja. Diese Würfel habe ich übrigens von Ben and Paper geschenkt bekommen. Das heißt, die müssen gut sein. Wenn du gerade zuschaust, wenn das. Du bist schuld. Du bist schuld. Okay. 27. Danke, Ben. Sehr schön. Das passt, okay. Du schießt mit dem Gewehr einmal in den Raum rein. Bitte mal 2W6 Schaden. Mhm. Plus 2. Non-lethal. Ja, okay, also, ja. Hm. 9 plus 2 sind 11. 11, okay. Er wird hart in der Schulter getroffen. Er schreit auf und die Pistole verzieht so ein bisschen. Ein weiterer Schuss löst sich in die Decke. Frank, was machst du währenddessen? Ich schreie erstmal, Sie sind umstellt, Mr. Poole. Hören Sie auf damit. Und setze aber auch zum Schuss an. Okay. Weil ich nutze die Gelegenheit, wo er so taumelig an die Decke schießt, um schnell den Moment abzupassen. Dann schieß mal. Mit meiner Handfeuerwaffe. Was muss ich dafür würfeln? Die zwei. 2 W10, genau. Genau. Das ist eine 9, glaube ich. Ja. Hohoho! Das ist ein richtig schöner Schuss, den ihn wirklich voll erwischt. Und er lässt die Waffe fallen. Yes! Er hält sich die Schulter. Ihr Maden! Ihr dreckigen Maden! Ihr werdet sie nicht aufwecken! Ihr werdet sie nicht aufwecken! Und er stürmt auf euch los. George. Naja, jetzt mittlerweile, ich schieße dann jetzt auch mit meiner Pistole, die ich dabei habe. Dann schieß mal. Mit, achso, Fernkampf, genau. Faustfeuerwaffe ist das, ne? Richtig. 54 ist geschafft. Okay, auch du triffst ihn, während er gerade nach vorne läuft und er fällt nach vorne um und zuckt noch ein bisschen und dann merkt ihr, dass Blut aus ihm herausläuft und ihr habt ihn niedergestreckt. Oh Gott. Ich sichere mein Gewehr und renne rein und untersuche Florence. Die schläft tief und fest. Ihr seht noch, auf dem Nachttisch neben ihr steht eine kleine Flasche, der Aufschrift Nocturnum. Ich nehme erstmal die Waffe, die am Boden liegt. Ja. Noch. Ja, okay. Gut. Die Flasche, mit der können wir ja nichts anfangen, also wir beide. Naja, aber die habt ihr jetzt erst so richtig im Besitz. Das stimmt. Ja, okay. Wie sehr setzt mir das denn jetzt zu, dass ich da angeschossen bin? Kann ich trotzdem noch ganz normal agieren? Es war ein Streifschuss. Das ist vollkommen in Ordnung. Also, es fühlt sich natürlich nicht gut an, aber du bist ja auch robust gebaut. Das kannst du einstecken. Ja, ich frage auch mal höflich nach. Kamerad George, alles in Ordnung bei Ihnen? Es ist okay. Es ist ein Streifschuss. Das ist schön zu hören. Hat einer von Ihnen ein medizinisches Wissen? Ich habe Erste Hilfe, relativ viel. Du kannst versuchen, dich hier selbst zu verarzten. Das mache ich, glaube ich, mal an der Stelle. Ja, dann würfel mal Erste Hilfe. Nicht geschafft. Ja, also du hast halt, ist auch nicht so richtig das Material da, also du müsstest dir wahrscheinlich mal, du müsstest dir ein bisschen Zeit nehmen, um die Wunde zu verbinden ordentlich. Ich habe Erste Hilfe, aber ich habe keine Medizin. Ich würde halt gerne irgendwie schauen, ob ich Florence dazu bringen kann, sich zu übergeben. Kann ich Finger in den Mund stecken? Ja. Würfel mal auf mechanische Reparaturen. Schade. Verborgenes erkennen. Ja, das ist super. 29. Geschafft, ne? Ja. Du siehst, dass sie ein Messer in der rechten Hand hat, also von der abgewandten Hand. Mhm. Und du hast das Gefühl, die tut nur so, als ob sie schlafen würde. Okay, ich würde meine Hand um ihr Handgelenk, so dieses feste zu drücken, damit sich die Hand öffnet. In dem Moment, wo du versuchst, sie zu greifen, schnellt der Arm nach oben mit dem Messer in deine Richtung und du darfst bitte mal Geschicklichkeit würfeln. Oh mein Gott. Ich bin ganz gut in Geschicklichkeit. Ich bin froh, dass ich nur in der Tür stehe gerade. Das hast du geschafft, ne? Ja. Du hältst ihr Arm gerade so fest und der Dolch, es ist ein Steindolch oder so, kommt kurz vor deinem Gesicht zum Stehen und Florence reißt die Augen auf, ihr schwarzes Make-up komplett zerfließt quasi in ihrem Gesicht. Eindringlinge mögen wir hier nicht. Eindringlinge mögen wir hier nicht. Verschwindet! Verschwindet aus meinem Traum!
Aber du kannst sie festhalten. Okay, ich. Also sie zetert und versucht sie loszureißen. Okay, dann würde ich halt sie niederringen. Ja. Liegt hier irgendwo Stoff rum, was ich. Mhm. Ja, dann würde ich. Bettlaken. Ein Bettlaken nehmen und versuchen, sie irgendwie festzubinden, ja, damit sie sich nicht. Du, ihr fesselt sie und sie versucht sich loszureißen und schafft es aber nicht. Ich habe bestimmt auch Handschellen, oder? Ja, wenn du möchtest, kannst du auch Handschellen haben. Dann benutzen wir die, um sie noch besser zu fesseln. Die ist fest verschnürt, versucht sich aber noch loszureißen. Ich nehme ihr den Dolch ab und schaue mir genauer an. Sieht aus wie ein Steindolch, der relativ alt aussieht. Wenn wir jetzt schon Handschellen nutzen, dann würde ich gerne die Bettlaken nehmen, um ihr den Mund voll zu stopfen, damit okay. sie sich nicht die Zunge abbeißt und umbringt. Ja. Interessant, weil ich wollte gerade versuchen, ob wir sie nicht verhören können. Ja, aber dann kommt vielleicht Leute, weil es eh schon so laut war. Und wer soll denn jetzt noch kommen? Da wohnt doch keiner. Im Hotel? Einer der Angestellten. Rosie hat Nachtschicht. Ah, ja. Ja, Rosie ist aber eine von den Guten. Ja. Das wissen wir nicht. Vermutlich. Und das hat ja, ich glaube, wenn jetzt nicht schon jemand mitbekommen hat, die wurde jetzt ungefähr 4-mal geschossen vorher, dass sie, dann kommt jetzt auch keiner mehr. Ja, gerade ist sie ja total hysterisch. Wir können sie jetzt eh nicht befragen. Am besten müssen wir sie erstmal ruhig stellen. Ja, das ist richtig. Stimmt, sie ist in irgendeiner Trance, habe ich das Gefühl. Ihr dürft bitte alle nochmal Stabilität würfeln. Ach, gut. Stabilität, komm schon. 22. 25, hast du geschafft. Setz Glückspunkte ein. Okay. 70. Oh, okay, Gott. Dann verlierst du einen wie 6, bitte. 2. Okay, das ist noch im Rahmen. Aber das heißt, ich ziehe mir jetzt 1 wieder ab. Genau, alle, die es geschafft haben, verlieren einen. Okay. Diese Dämpfe von dem Salbei wandern so ein bisschen in eure Nüstern und ihr riecht und plötzlich steht ihr auf einer Weide. Es ist stockfinster. Der Himmel ist gelb erleuchtet von einem großen gelben Mond. Alles ist seltsam anders. Ihr blickt runter auf das Dorf. Statt der Kirche steht dort ein Steinkreis. Ihr seht seltsame Hütten und Feuer brennen. Einige Menschen mit Fackeln, die durch das Dorf ziehen. Und gelbe Wolken, ein gelber Sturm, der sich über dem Atlantik auftürmt und in eure Richtung zieht. Und vor euch auf dem kleinen Hügel, auf dem ihr steht, seht ihr eine Gestalt. Ein Mann in einer gelben, zerrissenen Robe mit einem Stab, einem Hirtenstab in der Hand, einer Tasche an der Seite und einer Flöte um den Hals. Sein Gesicht versteckt unter einer gelben Kapuze, starrt euch an mit einem Grinsen und einem Lachen. Und plötzlich gibt es einen Blitz und ihr steht wieder in dem Raum. Und was ihr dann erlebt, das erfahren wir beim nächsten Mal. Weiß, ich bin gemein, tut mir leid. Aber so ist das manchmal. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt zu Pen & Paper, Tour nach Carcosa, Fahrt in die Träume. Das Ganze wird ein Zweiteiler, das heißt, es wird noch eine Fortsetzung geben. Die wird es wahrscheinlich im Mai geben. Wir werden dann noch die letzten Abstimmungen, was den Termin angeht, durchführen und euch dann zeitnah im Forum über Social Media Bescheid sagen. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Oh, was ein Cliffhanger. Was ein Cliffhanger. Ich bin dafür bekannt, dass ich gemeine Cliffhanger mache. Es tut mir auch immer ein bisschen leid, aber es ist auch ein bisschen lustig, finde ich. Kurz auf unsere Spendensumme geguckt. Wir sind bei 26.000 Euro. Vielen, vielen, vielen Dank. 727 SpenderInnen bisher. Vielen, vielen Dank. Du wolltest was sagen, Natalia? Ja, wenn ihr mit dem VOD und allem drum und dran noch über 30.000 kommt, dann lege ich noch einen Triceratops in der Farbe eurer Wahl drauf. So, also ihr müsst noch ein bisschen reinbuttern. Aber vielen, vielen Dank für alle, auch die bisher schon gespendet haben. Es ist wirklich, hat alle meine Erwartungen übertroffen, definitiv. Und ich glaube auch die Kollegen in der IT, die dankenswerterweise das noch sehr, sehr kurzfristig umgesetzt haben, trauen auch ihren Augen nicht. Von daher vielen, vielen Dank. Ihr habt noch bis
Sonntag Zeit, Sonntag um 22 Uhr ist das Gewinnspiel vorbei und die Aktion Together for Ukraine ist dann, glaube ich, auch erstmal abgeschlossen. Das Ganze ist eine Aktion, die aus einem Streamer-Netzwerk entstanden ist. Dort könnt ihr also auch weiterhin ohne uns spenden, wenn ihr möchtet. Und das Ganze geht an sehr, sehr viele gute, gemeinnützige und seriöse Organisationen und wird über betterplace.org abgebildet. Das bedeutet, ihr könnt auch da sicher gehen, dass alles mit Rechten. Und ihr kriegt eine Spendenquittung. Und ihr kriegt eine Spendenquittung. Das heißt, ihr könnt die bei der Steuer einreichen und bekommt Geld zurück. Das, so. Ihr könnt den Staat zwingen zu spenden. Das ist doch toll, oder? Das wollen wir doch alle. Geld. Siehst du? Und ja, das hat euch hoffentlich hier gefallen. Vielen Dank an euch vier, dass ihr heute hier wart. Ich hoffe, auch ihr hattet sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Mega. Auf jeden Danke Fall. Dir. Danke ja, noch. Dir. Genau. Ja, noch. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Ja, klar. Natascha, kommst du auch wieder? Oder? Mal sehen. Habe ich euch jetzt zu sehr verstört? Nee, ich Gucken muss wiederkommen. Das ist ein krasser Cliffhanger. Ja, das stimmt. Ihr müsst irgendwann wiederkommen. Das Zimmer über uns ist noch komplett undurchsucht, was wir da noch alles finden können. Tja, das werden wir nächstes Mal erfahren. Und auch wenn, vielleicht werden wir auch erfahren, wie dieses Zeug schmeckt, was hier zusammengemixt worden ist. Gucken wir mal. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und wie gesagt, es geht weiter im Mai. Und wir werden jetzt, glaube ich, noch, wenn die Kolleginnen noch online sind, euch rüberschicken zu den Damen und Herren von Orkenspalter TV. Die gute Mayri war ja beim ersten Teil mit dabei. Jetzt schicken wir euch kurz rüber, denn dort findet gerade die HeinzCon statt. Das ist die Online-Convention vom Uhrwerk Verlag. Und der Uhrwerk Verlag hat uns ja auch diese wunderbaren Bücher zur Verfügung gestellt für die Verlosung. Deswegen da vielen, vielen Dank. Das Ganze geht auch noch über das ganze Wochenende. Das heißt, ihr könnt da auch gerne noch mal reingucken, wenn ihr jetzt auf das VOD vielleicht das am Samstag guckt. Da gibt's Rollenspielrunden, da könnt ihr an Dingen mitspielen. Einfach auf heinzcon.de gucken, da findet ihr alles. Und ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als vielen Dank und habt eine gute Nacht, träumt etwas Schönes und bis zum nächsten Mal. Das hast du ein bisschen creepy gesagt, aber tschüss. Strange is the night where black stars rise. But stranger still is lost Carcosa.